la 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 la. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Special zum Buchmessecon. Ja, ihr werdet euch fragen, warum Buchmessecon? Was ist das? Der Buchmessecon ist eine Convention für Fantasy, Science Fiction, Horror, also für allem, zu allem aus dem Bereich der Fantastik, und findet parallel zur Buchmesse in Dreieich-Sprendling im Bürgerhaus statt. Es gibt immer so ein Vortreffen am Freitagabend, da war ich jetzt nicht, aber am Samstag ist die offizielle Veranstaltung und es gibt ungemein viele Panels und Autoren, die dann hier sind. Es passt natürlich, dass die Buchmesse da ist, da können die Autoren natürlich auch mal schnell nach Frankfurt switchen. Das ist von Dreieich aus, denke ich, überhaupt kein Problem. Ja, ich bin gespannt, was mich erwartet. Wie kam es dazu, dass ich hier hinfahre? Ich habe im letzten Jahr einfach dadurch, dass ich viel mehr Bahn fahre, jetzt mehr Gelegenheit zu lesen. Und natürlich, Comics sind immer gut, aber in der Bahn habe ich tatsächlich gern in Anführungszeichen normales Buch dabei. Und so habe ich mich an alte Tugenden erinnert. Ich habe viel Science Fiction gelesen, viel Fantasy früher, und das habe ich auch wieder begonnen und es macht mir richtig, richtig viel Spaß. Und ja, nachdem einige hervorragende Autoren in Dreieich sein werden, werde ich mich heute dahin aufmachen und werde mal schauen, wie die Stimmung da so ist, wie die Autoren drauf sind, wie die Fans drauf sind, und werde mir das Ganze mal anschauen. La, 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 la. So, wir sind hier zum ersten Interview des Tages mit einem jungen Herrn, der heute schon sehr proaktiv draußen schon auf die Leute zugegangen ist. Und da habe ich gedacht, den nehme ich mir direkt mal ans Mikrofon. Wer bist du? Erklär das mal. Also mein Name ist Lucian Caligo, ich bin Fantastik... Oder? Nimm sie in die Hand. Achso. Also mein Name ist Lucian Caligo, ich bin Fantastikautor und schreibe so vor allem so in der dystopischen Dark Fantasy Richtung bin ich unterwegs. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin draußen immer unterwegs, weil in der Halle sind sehr viele Autoren und man muss sich da ein bisschen hervortun mit seinen Geschichten, weil man schreibt ja und liest ja und liest hier so öffentlich zwischen den ziemlich namenhaften Autoren, und weil mich eben noch keiner so richtig kennt, muss ich die Leuten halt sagen, was ich mache. Ich schreibe also vor allem Fantasy und versuche, die Klischees in der Fantasy zu brechen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Trilogie geschrieben über Elfen, die auf ihrem alten Heimatkontinent leben nach der Apokalypse zwischen vergifteten Gewässern und mutierten Bestien und müssen sich da versuchen zu behaupten und leben dort in Clans organisiert, in die Steinzeit zurückgeworfen, haben Magie, ihre Technologie, alles verloren und müssen jetzt schauen, dass sie dort zurechtkommen. In den Clans haben sie einzelne Überlebensstrategien, eine versuchen sich zum Beispiel irgendwie im Schatten der größten Monster zu verstecken, andere versuchen, weil der Kontinent sehr tödlich ist, durch eine hohe Geburtenrate sich irgendwie am Leben zu halten, weil man eben draußen im Kontinent so stirbt. Und da aus diesem Clan kommen eben auch meine beiden Protagonisten, Enovia und Nemira. Und Nemira, die hat sich eben durch selbst vergiftet, dadurch ist sie gebärunfähig geworden und ist praktisch die erste Reisende ihres Clans. Reisende sind so die Kundschafter, die da nach alten Artefakten zwischen den Trümmern suchen. Und um diese beiden geht es da so ein bisschen und um die Intrige, die sich so im Clan entspinnt. Genau. So, und ansonsten habe ich viele so einzelne Geschichten auch geschrieben, eine Buchserie, so ist ein bisschen so ein fiktiver Western, das geht um eine Kopfgeldjäger-Serie, heißt das, und es geht um die Kopfgeldjägerin Sirena, das ist eine ganz klassische Rache-Story eigentlich, so mit Steampunk-Elementen, mehr mystisch als magisch und sowas zum Beispiel, oder habe in der Science-Fiction schon ein bisschen gewildert. Da habe ich angefangen, weil ich gedacht habe, ich habe noch nie was Science-Fiction-mäßiges geschrieben und gelesen auch nicht viel, dann fange doch in der Steinzeit an. Und da habe ich so einen Steinzeit-Clan beschrieben, der so in die Jungsteinzeit wechselt, und die leben so an einem Berg, so im Schatten des Spielplatzes der Götter, so heißt der Berg. Und eines Tages kommt ihnen
ihr Schamane abhanden. Das heißt, auch die Connection zu ihren Göttern ist verloren. Und dann müssen zwei von ihnen hoch auf den Spielplatz der Götter steigen und schauen, dass sie wieder Kontakt zu ihren Göttern bekommen. Und als sie dann da oben sind, dann merken sie dann, dass es mit ihren Göttern gar nicht so weit her ist, dass sie ganz andere Probleme haben, die sie halt auch mit ihrem Land hineinbringen in ihr Volk und so weiter. Ja, das wäre so ein bisschen so ein kleiner Überblick über das, was ich so schreibe. Und bei welchem Verlag bist du oder machst du das im Eigenverlag? Also ich mache das vor allem im Eigenverlag, aber schwierig. Ich bin eigentlich damit gestartet, ich wollte alles im Eigenverlag machen erstmal und den Leuten beweisen, dass ich was fertig schreiben kann, weil das ist eine hohe Kunst eigentlich, ist auch ein Buch mal zu Ende zu bringen und abzuschließen. Das schaffen nicht viele Autoren, da scheitern viele Autoren dran. Und das wollte ich beweisen, dass es geht. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr nur Verlage gesucht und habe fast nichts mehr veröffentlicht. Und jetzt melden sich die ersten Fans bei mir und sagen, gibt's dich noch oder was ist los mit dir? Und jetzt bin ich übergegangen, nur im Eigenverlag zu arbeiten und dann mal zu schauen, dass ich da rauskomme und unter die Leute. Genau. Und was hat dich zum Schreiben gebracht? Zum Schreiben hat mich meine Legasthenie gebracht tatsächlich. Also das ist eine Lese- und Rechtschreibschwäche, wer das nicht kennt. Und es hat mich gezwungen, über die Schulzeit mich sehr intensiv mit dem geschriebenen Wort auseinanderzusetzen. Und dann fing ich so an, so durch Schreibübungen eigentlich eigene Geschichten aufzuschreiben, die immer sehr groß und ausufernd waren. Und das hat mich gefesselt und bis heute nicht mehr losgelassen. Und am 20. November 2014 habe ich dann ernsthaft gesagt, ich kündige meinen Job und versuche das jetzt. Weil man lebt nur einmal und was bringt es irgendwie, sich totgeschuftet zu haben und seine Träume vernachlässigt. Und das ist mein Weg sozusagen. Das heißt, du lebst jetzt exklusiv von dem Bücherverkäufen oder hast du, also es gibt ja verschiedene Autoren, die dann noch verschiedene andere Nebentätigkeiten haben, die noch vielleicht Lektoren sind oder ähnliches, oder bist du rein jetzt auf der Buchschiene? Ich bin rein auf der Buchschiene, aber ich mache natürlich meinen alten Job weiter, sehr reduziert. Ich bin Krankenpfleger gelernt und habe bis dato auf einer inneren Station gearbeitet, also sehr stressig, sehr intensiv. Und jetzt habe ich gewechselt, auf 50% runtergeschraubt und bin auf eine private Chirurgiestation gewechselt, also geplante Operation. Da geht alles ordentlich seinen Gang, da gibt es nichts Aufregendes und ich mache da 8 Nachtdienste im Jahr, im Monat. Und damit komme ich über die Runden. Und ich habe noch eine liebende Frau, die mich in allem unterstützt, was ich tue. Und ohne die ging es wahrscheinlich nicht. Da könnte ich nicht leben davon. Genau. Okay, und was sind deine Einflüsse? Was liest du selber gern und wirkt sich das vielleicht auch auf das aus, was du schreibst? Also ich lese natürlich vor allem gerne Fantasy. Das ist mein Lieblingsgenre. Und man merkt natürlich, ja, wenn man so große Autorennamen liest oder sowas, da gibt es schon Autoren, die mich stark beeinflussen. Zum Beispiel, also der erste Autor, der mich wirklich beeinflusst hat und der auch, ja, auch sehr, sehr viel schreibt, wo man denkt, ja, das geht auch, das kann ich auch, da komme ich irgendwie hin und so weiter. Das ist Wolfgang Holbein auf jeden Fall, den hat man am Anfang gelesen. Dann über Markus Heitz, das war so dann, als ich Bauzeichner gelernt habe, hat der Autor mich durch die ganze Lehre begleitet im Grunde und immer wieder inspiriert, doch mein eigenes Ding zu machen. Und jetzt mittlerweile inspirieren mich so viele andere Autoren, das sind so kleine Autoren schon fast, also die man da in seinem Umfeld zum Beispiel kennt, ja, aber mehr, nicht mehr, weniger durch ihre Geschichten, sondern durch das, was sie tun, dass sie einfach engagiert sind, dass sie sich auf Messen zeigen, dass man mit denen gut reden kann und so weiter, also das ist großartig. Nenn mal ein paar. Ich nenne mal ein paar, also pass auf, wir haben Dominik Schmeller zum Beispiel, mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe, wir haben mal einen Podcast gemacht zusammen, der war ganz toll, dann habe ich Joe Romick habe ich kennengelernt, das ist auch ein junger aufstrebender Self-Publisher, das ist sein erstes Buch überhaupt, das ist seine erste Messe heute, der ist aufgeregt ohne Ende. Und dann haben wir natürlich Christina Löw, kann man da auch noch nennen, die macht in der Märchenspinnerei, das ist auch so Self-Publishing. Die haben auch ein Konzept von wegen, dass sie halt Märchen adaptieren und ins Moderne übertragen. Das ist auch sowas, die haben einfach ein unglaubliches Feuer, eine großartige Kraft und so weiter. Und natürlich sind auch die großen Namen dabei, Robert Corvus, Bernhard Hennen, die man immer wieder sieht und denen man begegnet. T.S. Orgel habe ich jetzt auch schon kennengelernt. Das sind auch zwei ganz tolle Menschen und das, ja, genau, die inspiriert mich weiter. Wer mich zum Schreiben noch beim Schreiben inspiriert, ist Alexei Pechow, aber dem bin ich leider noch nicht begegnet. Ja. Vielleicht nächstes Jahr hier in Dreieich. wenn man dich finden will, wo kann man dich in diesem Internet finden? In diesem Internet findet man mich am besten. Im Internet findet man mich am besten, wenn man in die Suchmaschine von Google Lucian Caligo eingibt, dann landet man auf meiner Webseite und von meiner Webseite, dann kommt man auch sehr schnell zu meinem YouTube-Kanal. Da kommt jede Woche mindestens ein Video, da rede ich so ein bisschen über das Schreiben an sich, über das, was ich so treibe und auch, ja,
Und über das, ja genau, über meine Bücher und so weiter. Okay, Twitter, Facebook, irgendwas? Facebook, da bin ich auch. Twitter, das habe ich mir noch nicht so erschlossen, da bin ich gerade dran. Das muss man eigentlich für einen Autor machen, aber das ist halt immer schwierig. Als Legastheniker brauche ich immer jemanden, der meinen Text drüber liest. Und wenn ich jetzt jeden Tag zwei, drei Tweets raushauen möchte, müsste meine Frau das also immer lesen. Und das ist halt einfach zu viel, weil die arbeitet Vollzeit in der Krankenpflege und das ist halt einfach schwierig. Da müsste ich die vorplanen und das wäre alles nicht so gut. Aber ich denke, langsam nähere ich mich dem an. Aber vor allem jetzt YouTube und Facebook sind so meine Steckenpferde. Das finde ich interessant. Also deine Frau unterstützt dich dann komplett auch bei den Büchern. Also du schreibst es im Prinzip vor und sie geht da quasi drüber dann wie ein Lektor. Oder wie stelle ich mir das vor? Also meine Frau ist tatsächlich mein Lektorat. Das hat am Anfang noch nicht so wirklich geklappt. Wir waren beides noch blutige Anfänger. Mittlerweile ist es sehr, sehr gut. Am Anfang war das so, die wollte nicht mal an meinen Texten irgendwas rühren oder was verbessern, selbst was ich selber gesehen habe. Also sie sagt, das ist totale Scheiße, das muss man verbessern. Jetzt mittlerweile geht sie sehr gnadenlos mit mir ins Gericht und kitzelt so das Beste aus den Büchern raus, was drin ist. Und die macht das Lektorat, also versucht meine Rechtschreibfehler zu tilgen, die Grammatik einzuhalten, die Story zu bearbeiten. Und wir haben dann noch eine andere, die dann noch das Korrektorat macht, also das, was nach dem Lektorat nochmal kommt. Und das ist auch eine Studentin, die ich da mal gefunden habe, die macht das für mich, ja. Ausgezeichnet, dann danke ich dir. Hast du noch irgendeinen Lesetipp, irgendwas, was dir in letzter Zeit, von deinen eigenen Büchern abgesehen jetzt ganz klar, sehr gut gefallen hat? Also ich habe gerade beendet von Alexei Pechow, wie gesagt, die Chroniken der Seelenfänger, das sind 4 Bände, es sind einfach großartige Werke, da bleibt einem die Spucke weg, also zumindest mir in Sachen Handwerk und Storytelling, das ist einfach, würde ich es als perfekt beschreiben, das kann ich nur jedem empfehlen. Okay, dann danke ich dir, ciao. Ich bedanke mich herzlich, ciao. La, 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 la. Gehabt. Gut. Mache ich es mir auch mal bequem. So, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle schon so wach seid und da seid schon. Mein Name. Ja, ich auch. Ich auch noch nicht völlig. Aber das wird sich hoffentlich ändern, wenn ich anfange zu lesen. Mein Name ist, wie wir jetzt schon einige mitbekommen haben, Melanie Vogeltanz. Und ich stelle heute meine Schwarzes Blut-Reihe vor. Ja, ich erkläre euch einfach mal, was das genau ist. Schwarzes Blut ist mittlerweile ein ziemlich umfangreicher Epos, hat mittlerweile 6 Bände. Begonnen habe ich damit im Jahr 2007, also das war vor mittlerweile 11 Jahren. Da entstand der erste Band, das ist der hier. Spielt im Wien des Jahres 1365, also spätes Mittelalter. Da beginnt diese Geschichte. Der 6. Band erscheint jetzt diesen Monat, spielt im Jahre 1922. Wer jetzt schnell nachgerechnet hat, die Reihe geht über grob gerechnet 600 Jahre. Also war ein recht ambitioniertes Projekt, hat aber erstaunlicherweise gut funktioniert. erstaunlicherweise. Die ersten 3 Bände handeln von einer Protagonistin namens Elissa. Sie ist eine recht ungewöhnliche Frau für ihre Zeit. Sie kann mit der Rolle des Heimchens am Herd gar nichts anfangen. Sie hat sich selbst einen Schwertkampf beigebracht, wie man an diesem wunderschönen Cover erkennt. Sie trägt ein Schwert. Hat sich das selbst beigebracht, anstatt dass sie kocht oder häkelt oder sonst was. Hat sie irgendwie gegen Büsche gekämpft und dann gegen ihren Cousin. Und das war auch ganz gut so, denn eines Tages wird die Taverne ihres Großvaters von Söldnern überfallen. Es werden alle Gäste grausam abgeschlachtet und sie muss sich und ihr blankes Leben verteidigen. Es wird dann noch schlimmer. Bei mir wird immer alles schlimmer. Es tauchen dann nämlich die sogenannten, da wird es nämlich jetzt übernatürlich, die sogenannten Strigoi auf. Wer Heiz liest, weiß, das ist ein altes Wort für Vampire. 1365 gab es das Wort Vampire nämlich noch nicht. Aber es gab das Wort Strigoi. Das sind bei mir Wesen, die Blut trinken, aber sie glitzern nicht. Sie lösen sich auch nicht auf in der Sonne oder sonstiges, aber sie sind mehr oder weniger unsterblich. Ihre Wunden heilen und sie sind sehr schwer kaputt zu kriegen. Blöd für Elissa, die sie bekämpfen muss. Und es wird noch schlimmer.
Denn einer dieser Strigoi schafft es irgendwie, sie mit diesem schwarzen Blut, nennt sich das, zu infizieren. Und am Ende steht sie selbst da mit diesem Fluch und muss Menschenblut trinken, um sich am Leben zu erhalten. Was sie nicht will, weil ihre besten Freunde sind Menschen. Ja, und die Frage, die sich dann in diesem Band stellt, ist eben, schafft sie es eben weiter gegen diese Wesen zu kämpfen oder verliert sie sich total selbst und fängt selbst an, Leute abzumetzeln. Und ja, dieser innere Kampf geht über 3 Bände und 300 Jahre. Wie er ausgeht, sage ich natürlich nicht. Und das ist Elissas Geschichte. Die endet im Jahre 1600 irgendwo in Florenz. Das sollte ich auch noch dazu sagen, jeder Band spielt an einem anderen Schauplatz. Der erste spielt in Wien, der zweite in Ungarn, ja, Ungarn, der dritte eben in Florenz und dann ist Protagonistenwechsel. Dann kommt jemand Neues ins Spiel. Das ist nämlich ein Mann namens Alfio. Alfio hat ein anderes Problem. Alfio wurde geboren mit dem schwarzen Blut. Er ist allerdings kein Strigoi, sondern ein Hemikin. Kann jemand Griechisch? Nee. Ein Hemikin, das ist Griechisch für halber Hund und ist bei mir ein Wolfswandler. Also eine Art Werwolf, hat aber genauso wie meine Vampire diese typischen Schwächen nicht. Also Silber kratzt ihn nicht und der Vollmond juckt ihn auch nicht. Aber Alfio hat das Problem, er kann seine Verwandlungen nicht kontrollieren. Und wenn er zu lange in seiner Wolfsgestalt ist, hat er auch einen totalen Filmriss. Also er weiß dann nicht mehr, was er gemacht hat. Er kann sich dann nicht mehr daran erinnern. So. Und Wolfswille, der erste Band mit Alfio, ist der Band, den ich vorstellen möchte heute. Das heißt, Elissa lassen wir heute mal beiseite, weil von der habe ich schon sehr viel erzählt. Wer mal... Jetzt ist meine Uhr runtergefallen. Ich wusste, dass das passiert. Das ist ein böses Omen für die Zeit, nicht? So. Wer Elissa näher kennenlernen möchte und vielleicht auf der Vienna Comic Con ist, vielleicht im November, da haben wir eine ganz tolle Inszenierung mit Schwertkämpfern, die das auch aufführen. Wenn es euch mal nach Wien verschlagen sollte, im November, zufällig. Also da gibt es mehr Action. Da sitze nicht nur ich und labere rum, sondern ich habe 2 Schauspieler, die eben Elissa und ihren Kumpel spielen und die sich da auch mit Schwertern bekämpfen. Und sehenswert. Aber das machen wir heute nicht. Wir machen das heute ganz altmodisch und langweilig. Ja. Nehme ich mit Alfio. So. Schauplatz. London. Alfio hat es nach London verschlagen. Wie es dazu kommt, das werde ich dann während der Lesung noch genauer erzählen. Es ist nämlich auch recht interessant, wie es dazu kam, dass er dort gelandet ist. Hallo. Sorry, das erste Mal hier, ich kenne mich nicht. Kein Problem, einfach ein Plätzchen suchen. Ja, 1888... Und bei ein paar klingelt es, glaube ich, wenn ich London 1888 sage, oder? Klingelt da bei ein paar? Ja. Jack the Ripper. Und das ist Alfios Problem. Er landet in London, möchte eigentlich nichts anderes als einfach nur seine Ruhe. Er ist auch so leicht opiumsüchtig, verbringt die meiste Zeit in einer Opiumhöhle, zugedröhnt und will einfach alles vergessen, sein ganzes bisheriges Leben, weil es halt nicht gut gelaufen ist. Wieder, es wird immer schlimmer. Und dann fangen an, diese Prostituierten zu sterben. Und eine befreundet ihn mehr oder minder. Und sie bildet sich halt ein, er muss ihr helfen, weil er hat ja diese unglaublichen Superpowers. Und deshalb muss er jetzt herausfinden, wer diese Prostituierten umgebracht hat. Und er hat einfach keinen Bock drauf. Ja. Und ich würde sagen, wir steigen da jetzt einfach mal in die Stelle ein. Aber davor noch, wie kam Alfio nach London? Wir fangen nämlich gar nicht mit Alfio an. Wir fangen mit einem historischen Charakter an, mit einer historischen Persönlichkeit. Einem Mann namens Leutnant Hobson, den es tatsächlich gab, der teilgenommen hat im Jahre 1859 an einer Expedition, hat 2 verschollene Schiffe gesucht mit seiner Crew, die Erebus und die Terror. Die sind bei einer Arktis-Expedition verschollen und der hat die gesucht mit seiner Mannschaft. Und er begegnet einem gewissen Menschen dort.
Menschen. Da steigen wir ein. Hochgeschätzte Lady Jane Franklin. Am heutigen Tage, dem 5. Mai 1859, werden wir Kap Victoria verlassen und mit einem kleinen Schlittentrupp aus 8 Mann und 10 Hunden die King Williams Insel auskundschaften. Basierend auf den Berichten des Forschers John Ray sind wir guter Dinge, hier auf neue Erkenntnisse zu stoßen, die Licht auf den Verbleib ihres Gatten sowie der übrigen verschollenen Mannschaft der Erebus und der Terror werfen. Ich werde weiterhin über die Ergebnisse unserer Expedition berichten. Hochachtungsvoll, Ihr ergebenster William R. Hobson, Leutnant. So. Am Anfang ist er noch sehr hoffnungsfroh. Das bleibt nicht so. 24. Mai 1859. Wir stießen heute an der Küste auf einen bahnbrechenden Fund. Ein großes Boot, das zu einer Art Schlitten umgebaut worden ist. Die schwersten Bestandteile aus Eisen und Holz wurden entfernt, um es besser über den Schnee ziehen zu können. An der Vorderseite des Bootes klaffte ein gewaltiges Loch, wahrscheinlich von einem Bärenangriff. Um und in dem Boot fanden wir mehrere menschliche Skelette. Es gibt keinen Zweifel, dass sie zur Mannschaft der Terror und der Erebus gehörten. Die Identität der Toten lässt sich nicht mehr feststellen. Zumindest einer von ihnen scheint, wie die Überreste seiner Kleidung verraten, ein Offizier gewesen zu sein. Das Boot war randvoll gefüllt. Es ist viel zu früh. Das Boot war randvoll gefüllt mit Proviant und Ausrüstungsgegenständen. Einige der Gegenstände waren kurios. Ein mehrteiliger Satz aus Silberbesteck, diverse religiöse Bücher etc. Ebenfalls im Boot waren 2 doppelläufige Pistolen, eine davon leer geschossen, eine vollständig geladen, mehrere Schachteln Munition, englischer Tee, Schokolade, einige Messer. Die Kleidung war so stark an den Leichen festgefroren, dass man sie nur entfernen konnte, indem man sie mit einem Eispickel zerschlug. Einige der Skelette scheinen unvollständig zu sein. Die Knochen weisen Schab- oder Bissspuren auf. Niemand von uns möchte es aussprechen, doch wir wissen, dass diese Spuren zweierlei bedeuten können. Raubtiere oder Kannibalismus. Doch ist das tatsächlich notgedrungen eine Entweder-oder-Frage? Morgen früh treten wir unsere Rückreise an. Gottlob. 26. Mai 1859. Es wird immer schlimmer. Am Morgen fanden wir in der Nähe unseres Lagers den ausgeweideten Kadaver eines Polarbären. Das Tier muss zweifellos alt oder krank gewesen sein. Andernfalls ist schwer vorstellbar, welcher natürliche Räuber einen solchen Koloss hätte niederstrecken können. Seine Bauchhöhle war vollständig zerfetzt, als hätte sich etwas buchstäblich in seinen Leib gefressen. Beunruhigend ist, dass der Bär weder alt noch krank aussieht. So oder so, ich werde heilfroh sein, wenn wir wieder zum Rest der Mannschaft dazustoßen. Die Arktis ist nicht für zivilisierte Menschen gemacht. 27. Mai 1859. Etwas ganz und gar Groteskes ist mir widerfahren, das mich fragen lässt, ob die lange Reise nicht nur meinem Gemüt, sondern auch meinem Verstand zugesetzt hat. Ich werde dennoch versuchen, die Ereignisse so neutral und wirklichkeitsnah wiederzugeben wie möglich. In der Nacht vom 26. auf den 27. Mai setzte unter den Hunden ein ohrenbetäubendes Gebell ein, das mich aus meinem unruhigen Schlaf riss. Da wir bereits 3 unserer Tiere verloren hatten und wir keine weiteren Verluste verkraften konnten, entschied ich mich, der Sache auf den Grund zu gehen. Mit einer geladenen Schrotflinte verließ ich das Zelt, hoffte zugleich nicht, dem Tier zu begegnen, das wir bislang nur aus der Ferne gesehen hatten und das so wunderliche Spuren im Schnee hinterließ. Der Nachthimmel war von Aurora Borealis in ein kränklich grünes Licht getaucht. Etwa 100 Fuß von unserer Lagerstelle entfernt stand eine schlanke, hochgewachsene Gestalt im Schnee. Da ich ein Raubtier erwartet hatte, kam mir gar nicht in den Sinn, meine mitgebrachte Waffe auszurichten. Für einen Moment glaubte ich sogar an die Möglichkeit, einem Mannschaftsmitglied gegenüberzustehen. Doch die Gestalt trug keine Fellmäntel, trug eigentlich rein gar nichts. Ihre helle Haut schimmerte im grünen Schein des Polarlichts. Ihr Haar war ebenfalls hell und lang gewachsen.
obwohl der Unbekannte nackt war, schien er nicht zu frieren. Völlig reglos stand er da und starrte zu mir herüber. Kurze Seiteninfo, ich werde andauernd gefragt, wie löst du eigentlich das Problem mit der Kleidung, wenn sich der verwandelt? Taucht die dann auf magische Weise wieder auf, wenn er sich zurückverwandelt oder nicht? Nee, der bleibt nackt. Also, falls ihr euch das gefragt habt. Die Kleidung erscheint nicht auf magische Weise aus dem Nichts bei mir. Der rennt oft nackt in der Gegend rum. So, wir steigen wieder ein. Wer da? Rief ich. Ich hatte nicht wirklich erwartet, eine Antwort zu erhalten. Doch die Gestalt, es war zweifelsohne ein Mann, sagte, Cosa volete qui? Ich verstehe so gut wie kein Italienisch. Gerade genug, um die Sprache zu erkennen und mich über die Tatsache zu wundern, dass diese geisterhafte Erscheinung mich auf diese Weise adressierte. Ich verstehe Sie nicht, sagte ich. Sind Sie mit einem Forschungsteam hierher gekommen? Wurden Sie von Ihrer Mannschaft getrennt? Der Unbekannte versuchte es mit einer anderen Sprache, die ich noch weniger verstand. Mit aka it. Ich verstehe Sie nicht, wiederholte ich. Noch immer kläfften die Hunde. In Angol, sagte er, und dann in flüssigem Englisch, das nur durch seltsam platzierte Pausen auffiel. Was wollt ihr hier? Er hätte ein Eskimo sein können, doch er sah nicht so aus. Und selbst die Ureinwohner waren nicht so wahnwitzig, vollkommen unbekleidet durch den Schnee zu laufen. Wir sind auf der Suche nach einem Expeditionstrupp, der hier vor vielen Jahren verschollen ist. Hier lebt niemand mehr. Nessuno, hai capito? Verschwindet von hier, solange ihr noch könnt. Ahalal war. Hier wartet nur der Tod auf euch. Das grüne Nordlicht tanzte über seine Haut, warf zuckende Schatten auf sein Gesicht. Wer sind Sie? Fragte ich. Nessuno, sagte er nochmals. Kalungtuk tayungtuk. Das ist übrigens Inuktitut. Die Sprache der Inuit. Und ich spreche es ganz furchtbar aus, glaube ich. L'ombra bianca. Der weiße Schatten. Was bedeutet das? Verschwindet, sagte er. Andate, bevor es zu spät ist. Da sah ich, dass seine Hände weniger hell wirkten als der Rest seines Körpers. Die Nordlichter machten es schwierig, Farbunterschiede zu erkennen. Aber es schien, als wären seine Arme bis zu den Ellenbogen von einer schwarzen, feucht glänzenden Haut überzogen. Obwohl ich eigentlich nicht denke, dass es schwarz war. Ich denke, es war rot. Blutrot. Einen allerletzten Eintrag noch von unserem Leutnant Hobson. 27. Mai 1859, Nachtrag. Patricks hat sich vom Trupp entfernt, um auszutreten und ist nicht wiedergekommen. Wir sind seinen Fußspuren gefolgt und fanden Blut im Schnee. Er hatte sogar Zeit gehabt, seinen Revolver zu ziehen und zu schießen. Einsam und vergessen lag die Waffe auf dem zertrampelten Schnee. Ein wildes Tier muss Patrick verschleppt haben. Zumindest war es das, was ich der Mannschaft sagte. Ich werde den Teufel tun und den Männern mitteilen, was ich wirklich darüber denke. Die Hunde sind wahnsinnig vor Angst. Sie wollen nicht einmal fressen. Sie wissen, dass uns etwas auf den Fersen ist. Die Eskimos nennen es den weißen Schatten. Eine unzulängliche Bezeichnung. Schatten sind harmlos. Diese Kreatur ist es bei Gott nicht. Ich will keine weitere Nacht auf dieser Insel verbringen. Ich habe das schreckliche Gefühl, dass diese Wesen erst angefangen hat, seinen Hunger zu stillen. Aber bleibt uns denn eine Wahl? Eine abenteuerliche Meer. Ist auch nur ein Wort davon wahr? Alfio sah nicht auf. Trotz des beruhigenden, süßen Qualms der Opiumpfeife, der seinen Kopf angenehm träge machte, hatte er die Frau in dem eng geschnürten Mieder und dem zu stark geschminkten Gesicht schon bemerkt, als sie eine halbe Stunde zuvor angefangen hatte, den kläglichen Inhalt seiner Rocktaschen zu durchwühlen. Er hatte sie schon einige Male in der Opiumhöhle gesehen, wie sie mit jenen Männern kokettierte, die noch nüchtern genug waren, um den voluminösen Busen wahrzunehmen, der aus ihrem Ausschnitt quoll, und mit flinken Händen jene halbbesinnungslosen Süchtigen um ihre Habseligkeiten erleichterte, die nicht einmal mehr ihre eigenen Körper wahrnahmen, geschweige denn irgendetwas um sich her.
Er vermutete, dass sie eine delikate Abmachung mit dem Betreiber der Opiumhöhle hatte. Als sie in Alfios Taschen nichts gefunden hatte, außer einigen Bögen alten handbeschriebenen Papiers, war sie überraschenderweise nicht enttäuscht zum nächsten Süchtigen weitergezogen, sondern hatte sich neben Alfio an den Rand des abgewetzten Kanapees gesetzt und zu lesen begonnen. Sie war nicht nur ein sehr vorwitziges, sondern offenbar auch ein verdammt neugieriges Freudenmädchen. Alfio hingegen tat das, was er immer tat, wenn jemand mehr Interesse an ihm an den Tag legte, als ihm lieb war. Er ignorierte sie und wartete darauf, dass sie weiterziehen würde, wie ein unangenehmer Regenschauer. »Hey«, sagte sie nun, als Alfio keine Anstalten machte, auf ihre Worte zu reagieren, und schüttelte ihn ungeduldig an der Schulter. »Ich hab dich was gefragt. Glaub bloß nicht, dass du mich täuschen kannst. Ich sehe doch, wie deine Augen immer dann mich beobachten, wenn du denkst, dass ich nicht hinsehe. Du bist längst nicht so weggetreten, wie du mir glauben machen willst.« Alfio lächelte dünn und mit halbgeschlossenen Lidern, führte seine Opiumpfeife an die Lippen und inhalierte tief, um den Rauch dann wieder aus seinem Mund entweichen zu lassen. Sie wedelte mit dem Papier vor seiner Nase rum. »Also, ist das wahr? Glaubst du denn, dass es wahr ist?« Sie blätterte durch die Aufzeichnungen, als wollte sie sich versichern, dass sie auch nichts darin falsch verstanden oder etwas Wichtiges übersehen hatte. »Die Expedition? Ja, ich denke, der Teil stimmt. Aber dieses mysteriöse, menschenfressende Monster? Der nackte Mann im Schnee, der spricht, als stamme aus der Zeit vor dem Turmbaum zu Babel? Das ist wohl die Ausgeburt eines ziemlich kranken und verwirrten Geistes. Wahrscheinlich war dieser Leutnant krank, hat gefiebert oder die Einsamkeit in der Eiswüste hat ihn den Verstand gekostet. Vielleicht hat er all das auch einfach nur erfunden, um sich irgendwie interessant zu machen.« Alfios Lächeln verschwand. Oh, nein. Er war ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Von der Marine zu einem funktionalen Soldaten gemeißelt. Das Erfinden von Geschichten gehörte nicht zu seinen Stärken. Dann war er verrückt. Am Ende. Ja. Aber nicht von Beginn an. Rationale Menschen verlieren oftmals den Verstand, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, das ihren beschränkten Horizont übersteigt. Aber was er geschrieben hat, entspricht durchaus der Wahrheit. Jedes Wort. Wieder nahm er einen Zug von seiner Pfeife, lehnte sich zurück. All das war nun, wie lange her? 10 Jahre, 20, 30, es hätten 300 sein können. Zeit war für Alfio nicht länger von Bedeutung. Zeit war ein menschliches Konstrukt und als Mensch fühlte er sich schon sehr lange nicht mehr. An manchen Tagen war er menschlicher als an anderen. Aber diese kurzen Phasen der Klarheit waren leer, ohne Sinn. Auch Sinn war ein menschliches Konstrukt. In Wahrheit zählte nur eines: das Überleben. Fressen und nicht gefressen werden. Alles, was darüber hinausging, war nur schmückendes Beiwerk. Wieder packte ihn die Hure an der Schulter und da bemerkte er, dass sie ihm eine Frage gestellt haben musste. »Wieso lässt du mich nicht einfach in Frieden?«, fragte er müde. »Ich habe kein Geld und ich bin auch nicht an dir interessiert. Ich komme her, um zu vergessen, nicht um von lästigen Weibsbildern an Dinge erinnert zu werden, die schon lange vergangen sind. Geh und leer jemand anderem die Taschen. Bei mir ist nichts zu holen.« Darauf antwortete sie nicht, sondern sah ihn nur mit fest zusammengepressten Lippen an. Er schloss die Augen. Tat so, als wäre er eingeschlafen. Ein drittes Mal rüttelte sie ihn an der Schulter. Seine Augen flogen so ruckartig auf, dass sie unvermittelt vor ihm zurückzuckte. »Was willst du?« »Dieser Leutnant so und so, das bist doch du, oder?« »Warum sonst solltest du seine Aufzeichnungen mit dir herumtragen? Du warst selbst dort. Ein Teil dieser Expedition, so viel ist klar. Und dann ist da noch deine Kleidung. Du trägst Kleider, die irgendwann mal wertvoll gewesen sein müssen.
goldene Manschettenknöpfe, weiße Hose, blauer Rock. Das sieht nach Militär aus, nach Marine. Aber der Wert der Kleider ist erst auf den zweiten Blick zu erkennen, weil sie schon so abgetragen und alt sind, dass man Stoff und Farbe so gut wie gar nicht mehr erkennen kann. Und weiter. Naja, entweder du bist dieser Hobson oder ein Mitglied seiner Mannschaft. Spielt das eine Rolle? Seine Pfeife war ausgegangen. Vorsichtig drückte er die Ascheschicht in der Brennkammer nach unten, riss ein Schwefelholz an, sog mit gleichmäßigen Zügen am Mundstück und entzündete das verbliebene Kraut neu. Was ist nach dem 27. Mai passiert? Hatte Hobson recht? Sind noch weitere Männer gestorben? Ja. Ja, viele starben. Nicht alle, aber viele. Du nicht, sagte sie. Bist du deswegen hier in diesem Loch und versuchst dein Gehirn zu betäuben? Weil dich die Erinnerungen quälen? Zum Teil. Aber die wirklich quälenden Erinnerungen habe ich schon lange verloren. Fast die Hälfte meines Lebens fehlt mir. Das muss schwer sein, sagte sie, überraschend mitfühlend. Es ist nicht schwer. Es ist notwendig. Der einzige Grund, warum ich noch nicht den Verstand verloren habe. Hobson, warum hast du... setzte die Hure an. Das ist nicht mein Name. Und der Mann, der ihn trug, ist seit vielen Jahren tot. Aber ich dachte, du dachtest falsch. Ich bin nicht der Mann in dieser Geschichte. Ich bin die Bestie. So. Jetzt habt ihr Alfio kennengelernt und habt ein bisschen einen Eindruck von ihm bekommen. Noch sind keine Huren gestorben, das kommt noch. Und ihr habt schon, glaube ich, eine ungefähre Idee, wer ihn überreden will, dass er das aufklärt. Ja. Band 1, in dem es um Alfio geht. Es gibt dann noch Wolf's Wut. Das spielt in New Orleans. Das heißt, ein bisschen Voodoo ist da mit dabei. Alfio hat das Pech, dass ihn jemand verflucht und er muss herausfinden, wer. Er hat immer Pech, er hat nonstop Pech. Und der ganz neue Band, der noch nicht da ist, der aber demnächst kommt, er kommt am 26. Oktober als E-Book und ich glaube relativ zeitgleich auch als Print, spielt wieder in Wien. Also es ist eine Rückkehr sozusagen. Ich habe gar nicht gesagt am Anfang, ich bin nämlich aus Wien, also sozusagen Heimatspiel, Heimspiel, Heimvorteil. Der letzte Band ist eine Rückkehr nach Wien. Und da ändern sich für Alfio einige Dinge. Ein Freund von ihm findet ihn, nachdem sie sich viele Jahre nicht gesehen haben, in einer Wiener Irrenanstalt. Er weiß seinen Namen nicht mehr. Er weiß eigentlich gar nichts mehr. Das Letzte, was er noch weiß, ist, ja, irgendwann haben sie ihn da halt in diese Anstalt reingekarrt. Das ist seine allererste Erinnerung und sonst weiß er nichts. Er weiß auch nicht mehr, dass er ein Wolfswandler ist. Er weiß nichts mehr davon. Und die beiden müssen eben nun herausfinden, was ist in diesen 10, 20 Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben, passiert. Sie versuchen eben diese Lücken zu füllen. Und, nein, hier ist es, es liegt schon hier. Da würde ich auch noch gerne reinlesen. Es sei denn, ihr könnt euch nicht mehr konzentrieren. Aber ihr seht noch sehr wach aus. Aber ich mache vorher noch einen Schluck. Tränen der Leser, randvoll. Es kommt noch. Das dicke Ende kommt noch. Bei mir immer. Bei mir gibt es grundsätzlich so gut wie keine Happy Ends. Fast nie. Ich finde die langweilig. Ich finde Happy Ends furchtbar langweilig. Ach ja, was ich auch noch dazu sagen soll, also wie gesagt, er weiß seinen Namen nicht mehr, aber die Anstalt hat ihm einen Namen gegeben. Der Kerl hat weiße Haare und ist recht bleich. Also hatten die Wärter die intelligente Idee, ja, wir nennen den Mann einfach Weiß. Und er denkt halt jetzt, er heißt Weiß. Weiß saß mit seinem Befreier in einer winzigen Wohnung in einer Mietskaserne in der Nähe des Simmeringer Zentralfriedhofs.
Vor dem Fenster streckte der Nebel seine feuchten Finger nach dem Feld aus Grabsteinen und marmornen Statuen aus. Ein niedriger Tisch trennte sie. Darauf stand eine Öllampe. Offenes Feuer. Der Grauhaarige hantierte viel mit offenem Feuer, etwas, das in Weiß bisherigem Leben strikt verboten gewesen war. In dem einzigen Leben, das er kannte. Abgesehen natürlich von den Träumen. »Woran erinnerst du dich?«, fragte der Fremde. »Kennst du wenigstens noch deinen Namen?« »Sie nennen mich Weiß.« »Natürlich tun sie das, aber dein Name ist nicht Weiß, sondern Alfio. Erinnerst du dich an gar nichts?« Weiß starrte in die zuckende Flamme. Er wollte sie berühren. Es war lange her, dass er irgendetwas hatte tun wollen. Er kannte nur den Wunsch, Dinge von sich zu stoßen. Die Schmerzen, die Fragen, den Lärm. Aber nach etwas fassen? Sich auf etwas zubewegen? Freiwillig? Seine Hand hob sich langsam, wie in Trance. Er streckte die Finger nach dem Feuer. Plötzlich schoss der Grauhaarige vor, packte sein Handgelenk. Sein Griff tat weh, und darin unterschied er sich in keiner Weise von den Wärtern. Grob drehte er Weiß' Arm nach außen, sodass die Tätowierung darauf sichtbar wurde. »Woher hast du das?«, fuhr er ihn an. »Dieses Zeichen!« Da waren sie wieder. Die Fragen. Erst Schmerzen, dann Fragen. Genau wie in der Anstalt. Andere Kostüme, andere Darsteller, aber das Stück hatte sich nicht verändert. Er kannte seinen Text. »Ich weiß es nicht.« Der Grauhaarige ließ los. »Du hast ihn also gefunden. Du hast ihn gefunden, dich ihm gestellt und verloren. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe nie erwartet, dass du gegen ihn bestehen würdest. Nein, es überrascht mich nicht, dass du verloren hast. Mich überrascht, dass du verloren hast und noch lebst.« Weiß starrte an dem anderen vorbei an die Wand. »Andererseits ist Leben wohl ein äußerst dehnbarer Begriff«, fügte der Grauhaarige hinzu. Weiß reagierte nicht. Er war es gewohnt, dass Menschen um ihn herum redeten, über ihn redeten, als sei er überhaupt nicht anwesend. Aus seinem Rock holte der Grauhaarige eine Papiermappe hervor, die er zwischen ihnen auf den Tisch legte. Eine Nummer stand darauf. 62. »Deine Akte. Ich habe sie mitgenommen. Was darin steht, gehört nicht diesen Irrenherzen. Es gehört auch nicht mir, sondern einzig und allein dir. Lies sie. Du entscheidest, was damit geschehen soll.« Hatte er das richtig verstanden? Er sollte etwas entscheiden? Er durfte nie entscheiden, nicht wann er sich ins Bett legte oder aufstand, wann er seine Kleider wechselte, ein Bad nahm oder seine Notdurft verrichtete. Der Grauhaarige wartete auf eine Antwort. Als er keine erhielt, stand er auf und wollte den Raum verlassen. »Warte. Sag mir deinen Namen. Du solltest dich an ihn erinnern. Schließlich hast du ihn mir gegeben.« Der Grauhaarige verzog bitter die Lippen, wie über einen Witz, der sich nur ihm allein erschloss. »Dante. Ich heiße Dante.« »Dante.« Die Silben fühlten sich vertraut an. »Richtig. Du kennst mich. Woher? Sind wir Freunde?« »Freunde? Mit Sicherheit nicht. Du, Alfio, hast keine Freunde. Und das aus sehr gutem Grund.« Der Grauhaarige deutete auf eine verblasste, hässliche Narbe, die sich quer über sein Gesicht zog. »Das hast du mir angetan. Bei unserer letzten Begegnung. Du musst dich irren. Ich verletze niemanden. Niemals. Ich kenne keine Gewalt.« »Damals kanntest du sie«, behauptete Dante. »Und das ist noch lange nicht das Schlimmste, das du angerichtet hast.
Du hast verstümmelt, gemetzelt, gemordet. Schöne Zusammenfassung der restlichen drei Bände übrigens. Du hast verstümmelt, gemetzelt, gemordet. Im Krieg? Fragte Weiß. Er hatte gehört, wie andere Insassen über den Krieg gesprochen hatten. Viele hatten gedient und waren als andere Menschen vom Feld zurückgekehrt. Die Zitterer, hatte der alte Mann im Kittel sie genannt, gebeutelt von einem Grauen, das sie auch Jahre später nicht aus ihrem Gedächtnis tilgen konnten. Nicht wenige von ihnen neideten es Weiß, dass seine Erinnerungen nur wenige Monate zurückreichten. »Ich habe keine Ahnung, ob du je an der Front warst«, sagte Dante. »Du warst Krieg, schon lange bevor all diese Länder ihre Söhne zum Sterben ausschickten. Er zog in deinem Schatten, wo auch immer du deine Schritte setztest. Du warst Krieg und Verderben und Blut und Schmerz.« Weiß starrte in die Flamme der Öllampe. Er erinnerte sich nicht, erinnerte sich an nichts davon. Doch es konnte nicht stimmen. Wenn er so ein Ungeheuer gewesen wäre, wie der andere behauptete, hätte er sich dann nicht gegen die Behandlung der Ärzte gewehrt? Man konnte seinen Namen vergessen, seine Vergangenheit, doch niemals sein ganzes Wesen. Oder etwa doch? Warum? Warum? Warum was? Du meinst, warum du getötet hast? Warum singen Vögel? Warum saugen Mücken Blut? Es liegt halt in ihrer Natur. Und das war nun einmal deine Natur. Jetzt nicht mehr, sagte Weiß. Ja. Jetzt nicht mehr. Auch wenn du dir nicht wünschen solltest, dass diese Entwicklung von Dauer ist. Was bleibt von einem Vogel, der nicht singen kann? Selbst ein eingesperrter Vogel ist besser dran als ein Stummer. Wenn stimmt, was du sagst, und wir keine Freunde sind, ich dir sogar Schmerzen bereitet habe, wieso hilfst du mir dann? Wieso hast du mich aus der Anstalt befreit? Weil ich eine Schuld zu begleichen habe, erwiderte Dante. Und weil Blut verbindet. Es ist manchmal fast lästig, wie sehr. Nein. Du hast dir irgendwas davon versprochen, als du mich befreit hast. Wir sind keine Freunde, sagst du. Also war es kein Gefallen. Du wolltest, dass ich etwas für dich tue. Du dachtest, ich würde für dich töten. Ich soll Krieg für dich sein, nicht wahr? Wie früher. Ist es nicht so? Alfio? Ist es nicht so? Wiederholte Weiß lauter. So viel lauter, als er in der Anstalt je gesprochen hatte. Nicht einmal, als sie Dutzende Volt durch seinen Körper gejagt hatten, hatte er seine Stimme erhoben. Dante blieb enervierend ruhig. Ja, so lautete der Plan. Vielleicht hättest du mich nicht rausholen sollen, flüsterte Weiß. Vielleicht nicht. Wirst du mich nun zurückbringen? Zurück in die Anstalt? Zu den Elektroschocks, den Spritzen, den Eisbädern, den endlosen Fragen? Das sprach er nicht aus, doch es kam ihm vor, als würde Dante es trotzdem hören. Möchtest du denn zurück? Weiß zwang sich aufzusehen. Ich würde alles tun, einfach alles, um nicht zurückzugehen. Auch töten, wenn das dein Preis ist. So. Wen er töten soll, sage ich nicht, weil das wäre ein Major-Spoiler. Aber, ja. Uhrzeit ist gut, super. Wir sind schön in der Zeit. Ich bin durch. Ihr seid auch durch, glaube ich. Nein. Ihr seid doch alle so wach und so aufmerksam. Ich dachte mir so, ach, ich habe eine Stunde Lesung, die Leute werden mir wegpennen, aber gar nicht. Voll schön. Ja, ich wäre jetzt offen für diverse unangenehme oder hoffentlich auch angenehme Fragen. Hoffentlich überwiegend angenehm. Ja, gut, dann mache ich mal einen Anfang. Mich interessiert immer, dass er gesagt hat, das sind sechs Bände, die ersten drei ist die erste. Elissa, genau, das ist Elissa. Sie. Mhm. Und
nachkommt Alfie. Welche Beziehung steht Alfie zu Melissa? Das habe ich nicht verstanden. Ja, das habe ich auch deshalb nicht erklärt, weil das auch ein Spoiler wäre. Also sie haben eine Connection. Alfio kommt auch im dritten Band schon das erste Mal vor. Also er kommt auch bei Elissa vor. Und wie die beiden aber halt in Verbindung stehen, kann ich da jetzt noch nicht verraten, weil das, ja, erfährt man dann. Das heißt, Alfio ist auch schon 300 Jahre alt, oder wie? Ja, genau. Also es hängt zusammen. Es sind zwar zwei Protagonisten, aber es gibt eine Verbindung. Das führt zur nächsten Frage. Gibt es noch weitere? Sind weitere Bände in Planung außer Band 6? Nö. 6 ist der letzte. Ja. Ursprünglich wollte ich 3 machen. Dann dachte ich mir, ich habe noch so viel Material und bin noch lange nicht bei der Moderne angelangt und ich will das noch weitermachen. Es ist ja super, wenn man unsterbliche Charaktere hat. Das gibt einfach so viel Potenzial für Charakterentwicklung. Man kann irgendwie ganz Europa durchtrampen lassen von diesen Charakteren und eben sogar Amerika haben wir kurz besucht. Aber 2x3 Bände dachte ich mir, das ist eine gute Zahl, eine runde Zahl und dann ist es Schluss für mich gewesen. Und dann war die Geschichte rund und war zu Ende erzählt. Also mit 6 ist wirklich Finale und Ende. Ja. Ist es jetzt so, dass man zum Beispiel auch die ersten 3 Bände lesen könnte und dann sagen würde, also Alfio interessiert mich jetzt nicht so, ist jetzt nicht der Fall, ja. Aber ist es in sich ja. Elissas Geschichte endet mit dem dritten Band. Ja. Also es ist dann tatsächlich, man kann, wenn man sagt, Alfio interessiert mich nicht. Genau. Man könnte theoretisch auch mit Alfio anfangen, wenn es andersrum wäre. Würde jetzt nicht fehlen, dass wir mal das. Nein, so genau. Dazu ein weiterer Roman, unabhängig von beiden Personen, das selben Welt spielen? Es gibt eine Novelle, die mini, mini dünn ist, das sind um die 50 Seiten oder so. Die heißt Rabensohn, ist ein E-Book-only und die spielt auch in London parallel oder ein paar Jahre vor Wolfsville. Ist aber eine recht lose Verbindung. Also das ist ein Nebencharakter, der in Wolfsville vorkommt, dessen Geschichte ist das. Aber ansonsten nichts, also Rabensohn und das ist es. Was ich vorhabe mal zu machen, es wird eine weitere Reihe nach dieser geben, die auch wieder Dark Fantasy ist, die auch wieder historisch sein wird. Ich peile da so die 30er Jahre an, also ich gehe da recht chronologisch durch und dachte mir, ah, jetzt endest du in 1921 und da war die 30er so schön und so eine tolle Zeit, so viele Möglichkeiten. Also, da werden Strigoi und Hemikinen wieder vorkommen, aber keine von diesen Charakteren. Also die Welt bleibt dann die gleiche, aber die Charaktere kommen nicht wieder. Ja, und die Welt wird man vielleicht noch heute ändern oder weiter hinaus noch? Dass man halt bis in die Gegenwart sozusagen. Oder darüber hinaus, wenn sie stark sind. Aha. Ich habe eine irrsinnig schöne Idee, auch für die 50er Jahre schon. Und ich plane wirklich, also zumindest innerhalb dieser Welt, nicht mit denselben Figuren, aber innerhalb dieser Welt, in diesem Universum, noch weitere Sachen zu machen und vielleicht sogar was in der Zukunft anzusiedeln. Also ich schreibe auch Science Fiction. Ja, ich habe da echt Bock drauf, das zu machen. Wenn die Leute das lesen wollen, das weiß man nie. Also kann auch sein, dass die Leute jetzt diese 6 Bände lesen und dann sagen sie, schon wieder dieses Strigoi und Hemikin und wir wollen das gar nicht mehr. Und ja, muss man schauen. Ja. Vielleicht noch eine andere Background-Info. Einige Orte habe ich auch besucht, also Wien sowieso. Reale Schauplätze. London war ich auch, habe eine wunderschöne Jack the Ripper-Tour gemacht und mich wunderbar mit dem Tourguide darüber gestritten, wer Jack the Ripper war. ja, also es ist semi-historisch. Trotz Strigoi und Hemikinen und fantastischen Wesen. Es sind einige reale historische Persönlichkeiten in jedem Band irgendwo vertreten. Also zum Beispiel diese Anfangsszene in Wolfsville mit Leutnant Hobson. Da gibt es online so eine wunderschöne Faksimile-Ausgabe seiner Berichte. Und ich habe mich, also dieser Funk mit diesem Boot und mit dieser Aufzählung, da Kaffee drin und Tee und dies und jenes, das ist fast übernommen aus seinen Aufzeichnungen 1:1. Andere interessante Info,
diese Erebus, oder war es die Terror? Jetzt muss ich nachgucken, weil die Erebus wurde, glaube ich, schon früher gefunden. Ich habe es auch rein. Genau, die Erebus hat man gefunden 2014 erst. Und die Terror, und das ist echt ein witziger Zufall, im Jahr 2016, so ungefähr einen Monat, nachdem ich das Buch fertig hatte, wurde sie gefunden, die Terror, die sie da gesucht haben. War ein sehr witziger Zufall. Da wurde es auf einmal wieder aktuell. Perfekt. Gutes Timing. Ja. Da ist meine Uhr. Sonst noch Fragen? Ich lese heute übrigens auch nochmal. Ich habe die Anfangslesung und die Rausschmeißerlesung. Ich bin um 18 Uhr wieder in diesem Raum mit dem Ohne Ohren-Panel, Verlag Ohne Ohren. Ich war irgendwie so ein bisschen zweigleisig. Also Papierverzierer-Verlag ist das hier. Und im Verlag Ohne Ohren erscheint von mir Science Fiction und so ein bisschen der härtere Horror. Und das Buch, aus dem ich da lesen werde, ist spielt auch in Wien, spielt in der Gegenwart und ist sehr blutig, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also wer sich das auch noch anschauen möchte, der und noch bis 18 Uhr da ist, kann gerne auch wieder kommen. Es sind auch ganz viele tolle andere Autoren aus dem Verlag Ohne Ohren da, die ganz tolle, spannende Sachen lesen. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Ja, sonst noch Fragen oder sind wir? Ja, dann wer möchte, kann mich gern zum Papierverziererstand vielleicht begleiten, zum Plaudern oder vielleicht sogar ein Buch kaufen. Ich könnte es signieren. Oder vielleicht mehrere, es sind mehrere. Ja, ja, ansonsten bin ich fertig für heute. Ihr seid in Klasse. La, 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 la. So, ich sitze hier jetzt auf Empfehlung mit der Elea Brandt. Hallo Elea, stell dich mal vor. Hallo zusammen. Ja, ich bin die Elea Brandt. Ich bin Fantasy-Autorin. Habe letztes Jahr meinen ersten Roman veröffentlicht und dem sind jetzt zwei weitere gefolgt. Ich bin jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen in diese Fantastik-Szene reingewachsen und deswegen ist der Buchhorn, auf dem wir jetzt gerade sind, auch so mein persönliches Familientreffen einmal im Jahr. Okay, du hast gesagt, du bist da reingewachsen. Was war denn für dich die Motivation zu sagen, ich gehe jetzt von der Leserseite weg, wo du wahrscheinlich herkommst, und fange jetzt an, selber was zu machen? Also geschrieben habe ich grundsätzlich schon immer. Also ich glaube, meine erste Geschichte habe ich geschrieben, da war ich 7 oder 8 Jahre alt. Das war auch schon Fantasy tatsächlich. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis ich tatsächlich für mich entschieden habe, ich will auch für andere Menschen schreiben. Ich will, dass andere Menschen lesen, was ich schreibe. Ich will, dass sie meine Welten erleben, dass sie die Figuren kennenlernen, die ich erschaffen habe. Und da habe ich mich dann so vor 5 Jahren ungefähr, habe ich mich entschieden, diesen Schritt zu gehen und tatsächlich so dieses Schreibhandwerk ein bisschen zu professionalisieren. Okay, dann wie heißt dein Buch und worum geht's da? Also wie gesagt, erschienen sind mittlerweile 3 Bücher, alle sehr unterschiedlich, auch wenn sie trotzdem gewisse Gemeinsamkeiten haben. Mein Debüt, das letztes Jahr erschienen ist, heißt Opfermond, ist ein eher düsterer Fantasy-Thriller, also eine Mischung aus Dark-Fantasy und Thriller, angesiedelt in einem Setting, das am ehesten mit dem antiken Orient vergleichbar ist. Also es geht so ein bisschen weg von der typischen Mittelalter-Fantasy, hat auch eher, sagen wir mal, geringe fantastische Elemente, aber spielt dafür mehr mit dem Übersinnlichen, das eine wichtige Rolle spielt. Und Magie gibt es in dieser Welt tatsächlich auch. Und es erzählt letzten Endes von 2 ja, Anti-Helden, einem Auftragsmörder und einer Prostituierten, die in eine Reihe aus Morden, Serienmorden und merkwürdigen Vorkommnissen verwickelt werden und letzten Endes gezwungen sind, mehr oder weniger gemeinsam dieses Rätsel zu lösen. Die anderen beiden Bücher von mir, die erschienen sind, ist zum einen Unter einem Banner, Anfang diesen Jahres, ein klassischer Low-Fantasy-Roman in einem Mittelalter-Setting, allerdings mit einer schwulen Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte von einem Soldaten von Rekan, der im Krieg alles verliert, auch seinen Glauben an den König, dem er dient, und sich Stück für Stück zurückkämpfen muss und dabei eben auch feststellt, dass es jemanden gibt, der sein Interesse geweckt hat und der ihn so ein bisschen aus dieser Lethargie herausreißt.
Und die dritte Geschichte, Sand und Wind, ist relativ frisch erschienen, vor einigen Monaten, aktuell noch als E-Book erhältlich. Ein Orientmärchen über einen frechen Dieb, Gauner Taugenichts, der herausfindet, dass er eine nicht ganz unerhebliche Verbindung zum Fürsten dieser Orientstadt hat und wird da in eine Reihe von Intrigen und Machtspielen hineingezogen. Okay, ich merke schon, bei dir ist ein bisschen Fokussierung auf Orient. Wie kommt es dazu, beziehungsweise wo holst du deine Inspiration? Ich war so ein bisschen übersättigt von diesem typischen Mittelalter-Setting lange Zeit. Ich komme aus dem Rollenspiel, das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel überwiegend, und da gibt's eigentlich in jedem Setting auch diesen Orient-Aspekt mit dabei. Also ich habe lange Zeit zum Beispiel Schwarze Auge gespielt und habe mir gedacht, warum haben wir da eigentlich so wenig aus diesem Szenario in der Fantasy-Literatur? Das ist so ein tolles und fulminantes und opulentes Setting, das sich da anbietet, und auch eine sehr reichhaltige Sagen- und Legendenstruktur, die jetzt bei uns in der Fantasy so wenig Einzug gefunden hat bisher. Drum fand ich das eigentlich total spannend, da mal was Neues zu machen. Okay, und du selber, was liest du selber gern? Ich lese tatsächlich sehr gerne Fantasy, logischerweise, und zwar am liebsten charakterzentrierte Fantasy. Das ist auch das, was ich selber hauptsächlich schreibe. Also mir geht es weniger ums Weltretten, sondern mir geht es tatsächlich darum, was passiert mit diesen Charakteren. Ich mag gern graue Charaktere, solche mit Schattierungen, die weder gut noch wirklich böse sind. Und deswegen mag ich auch so diese Sword and Sorcery, Low Fantasy Aspekte sehr gerne. Ich lese aber auch gerne klassische Thriller. Lese auch gerne mal Horror, also ganz bunt durchgemischt eigentlich. Okay, mal konkret Leseempfehlungen. Aktuelle Leseempfehlungen. Ui, schwierig, muss ich kurz einen Moment nachdenken. Also, was grundsätzlich für Fantastikleser sich immer sehr gut anbietet, ist die Fantastik-Bestenliste. Die gibt es jetzt seit einem Jahr. Da sind tolle Empfehlungen drauf. Da steht im Moment auf Platz 1 Zerrissene Erde von Nora Jemisin. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, erst angelesen, aber ich finde die Idee jetzt schon fantastisch und großartig, und ich finde, man kann schwarze Autorinnen nur unterstützen, und die macht einen ganz tollen Job, ist auch eine ganz, ganz beeindruckende Frau. Das ist diese afrikanische Futuristik, ist es das? Jein, es ist eher Science-Fiction als wirklich Futuristik, so ein bisschen gemischt Science-Fiction und Fantasy, aber auch sehr düster, sehr charakterfokussiert und auch spielt auch sehr so mit den Ängsten und Befürchtungen, Hoffnungen der Charaktere. Okay, und sagen wir aus dem Fantasy-Bereich, was war da was du aktuell empfehlen könntest? Aus dem Fantasy-Bereich habe ich erst kürzlich gelesen von meinem Kollegen Nils Kreber aus dem Amrun Verlag, auch ein kleiner Fantastik-Verlag. Keine Heldenpiraten des Mahlstroms, ist Piraten-Fantasy, auch ein bisschen ungewöhnlich. So. Nils beschreibt das immer so ein bisschen als Mischung aus Fluch der Karibik und Ocean's 11. Und das trifft es ganz gut, das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Okay, hast du noch was du unseren Zuhörern gerne mit an die Hand geben möchtest? Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr Lust habt, so ein bisschen in die Fantastik-Szene reinzuschnuppern, fahrt zu Events, besucht Veranstaltungen, Conventions. Es macht auf solchen Veranstaltungen immer am meisten Spaß, wirklich Kontakte zu knüpfen, sich zu unterhalten, auch ein bisschen mehr miteinander zu reden als nur, hallo, ich bin die Elea und ich habe hier dieses Buch geschrieben. Und von daher... Die meisten Autoren freuen sich riesig, wenn man sie auf solchen Events besucht und mal ein bisschen ins Quatschen kommt. Okay, dann danke ich dir. Ciao. Ciao, danke schön. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Corvus. Ich freue mich, dass ich hier auf dem Buchcon meinen neuen Roman, das Imago-Projekt, vorstellen darf. Ich hoffe, dass auch alle deswegen hier sind, weil nichts anderes passieren wird hier in der nächsten Stunde in diesem Raum. Es würde mich sehr deprimieren, wenn Sie jetzt alle aufstehen und gehen würden. Also ich hoffe, es sind wirklich alle wegen dieses Buches hier. So, also, es geht um Science-Fiction, Far-Future-Science-Fiction.
Und zwar spielt dieser Roman im selben Universum wie Feuer der Leere, der vor 1,5 Jahren erschienen ist, aber er erzählt eine eigenständige Geschichte. Und in dieser Geschichte leben die letzten 1 Million freie Menschen auf Großraumschiffen, einer Flotte von Großraumschiffen, denn die Erde wurde zerstört. So wie jeder andere Planet, der eine Hochzivilisation getragen hat, auch. Denn die Erde ist, oder überhaupt jeder Planet, ist ein weiches Ziel. Man kann, wenn man über einigermaßen starke Antriebe verfügt, sich einen Asteroiden suchen mit Eisenkern, den ordentlich beschleunigen und in den Planeten knallen lassen. So ein Planet kann nicht ausweichen. Und dieser Einschlag hat schon die Dinosaurier geschafft, der würde uns auch schaffen. Das ist mit allen Planeten passiert, die Hochzivilisationen getragen haben. Entsprechend ist man auf so einer Raumschiffflotte unterwegs. In das Imago-Projekt erreicht diese Flotte ein Planetensystem, in dem es nur noch Trümmer gibt, also keine Planeten mehr, mit Ausnahme einer rätselhaften Struktur, die den kompletten Stern umhüllt. Also eine künstliche Struktur. Das nennen die Leute, die diese Struktur finden, die Sphäre. Man kann auch ein bisschen mit ihr kommunizieren. Es stellt sich schnell raus, dass die intellektuell deutlich weiter fortgeschritten ist als alles, was die Menschen haben, alles, was sie an Computern haben, alles, was sie selbst intellektuell zu leisten vermögen. Und sie fragen sich, woher das kommt und ob man mit diesem Etwas in Kontakt treten kann, um gemeinsame Probleme oder große Probleme zu lösen, die primär erstmal die Menschen haben. In der ersten Stelle, die ich vortragen möchte, befinden wir uns auf einem besonderen dieser Großraumschiffe. 29 dieser Schiffe wurden gebaut von Menschen. Das sind also riesige Strukturen, auf denen die leben. In meiner Welt gibt es keine künstliche Schwerkraft. Das heißt, die Menschen leben die allermeiste Zeit, wenn sie nicht gerade in Rotationsmodulen sind, in Schwerelosigkeit. Kleiner Einschub, ich habe ja einen Stand mit Bernhard Hennen, der wird versuchen, Ihnen erzählen, ich hätte in meine Nachos geheult, weil das alles so schwierig war beim Recherchieren mit Corioliskräften und Zentrifugalkräften. Und weil ich schon 100 Seiten geschrieben hatte und dann da mir aufgegangen ist, dass in einem Raumschiff, in dem es kein Oben und Unten gibt, weil es keine Schwerkraft gibt, auch keine Gänge geben kann, weil man nicht geht. Also sind das dann Röhren oder Tunnel. Aber es heißt der Gang und die Röhre. Also kann ich meine Texte, verlässt mich meine Textersetzung. Ja? Da muss ich das alles mit Hand durchgehen und muss dann überlegen, ob der Kasus noch passt. Und Bernhard Hennen behauptet, ich hätte immer in den Nachos geweint beim Mexikaner. Stimmt nicht, ich habe das mannhaft ertragen. Das hat mir nichts ausgemacht. Das war mir klar, dass man da als Science-Fiction-Autor durch muss. So, also, jedenfalls 29 dieser Schiffe. Sie wissen jetzt Bescheid, wenn der irgendwie versucht, Ihnen was zu erzählen. Also, keine Chance. 29 dieser Schiffe von den Menschen gebaut. Eins nicht. Ein Schiff, die Squid, wurde nicht von Menschen gebaut. Sie wurde überhaupt nicht gebaut. Sie wurde geboren. Ein 10 Kilometer langer Weltraumkrake, der sich irgendwann entschieden hat, die letzten Überlebenden einer untergegangenen menschlichen Kolonie in sich aufzunehmen. Es ist Generationen her. Alle Menschen, inzwischen sind es so etwa 30.000, die an Bord dieses Schiffes, im Leib dieses Schiffes leben. Alles, was sie essen, trinken, atmen, kommt irgendwie aus den Drüsen, aus dem Fleisch dieses Schiffes. Das führt zu Veränderungen. Bei manchen von denen wachsen die Finger zusammen, die haben einen Tentakel. Andere haben keine Ohren, sondern Hörlamellen, oft sehr schmerzhaft. Dieses Schiff erzeugt aber eine Atmosphäre, die für Menschen atembar ist, und es ist das einzige Schiff, das in diesem gesamten Schwarm existiert, in dem es auch Schwerkraft gibt, also in dem man Gänge hat und gehen kann. Noch ein Grund, warum das mit der Textersetzung nicht funktioniert hat, denn es gibt ja ein Schiff, auf dem es gänge. Egal, also, jedenfalls gibt es dieses Squid, dieses lebende Schiff. Für die Menschen sehr rätselhaft, wie das funktioniert mit dieser Schwerkraft an Bord. Sie würden das gerne untersuchen, die auf den anderen 29 Schiffen. Jetzt ist aber das Problem, dass die Leute auf der Squid, nach diesen Generationen, die sie da leben, die Squid verehren als die gütige Mutter, ihre Göttin. Und da möchten sie nicht, dass da jemand drin rumschnippelt und guckt, welche Drüsen und welche Organe jetzt wohl für diese Schwerkraft verantwortlich wären. Also diese 30.000 Menschen an Bord der Squid
leben in diesem Organismus und es gibt von den 30.000 wiederum 300, die nennen sich Zoelika. Die haben eine besondere Begabung, die hören die Squid in ihrem Fleisch singen. Und die würden auch immer abstreiten, dass sie die Squid befehligen würden. Sie interpretieren den Willen der gütigen Mutter. Also die Squid ist so eine Theokratie. Aber in dieser Theokratie ist etwas geschehen. Jetzt komme ich auch allmählich mal zur Lesungsstelle. Also in dieser Squid ist etwas geschehen. Diese herrschende Kaste der Zoelika ist sehr unruhig geworden. Denn Mutter hat einen erwählt, einen sehr randständigen Zoelika. Der konnte sie vorher auch schon hören, der wollte aber mit den anderen eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber sie hat den erwählt und hat ihn einem Initiationsrhythmus, Ritual unterzogen und seitdem nimmt er Dinge wahr, die niemand anders wahrnimmt und Mutter spricht sehr direkt mit ihm. Es sind keine Gesänge im Fleisch, also er scheint zu wissen, was sie will. Er kann auch sprechen wie ein Mensch, also ist keine Auslegung mehr nötig. Und er hat noch eine Frau und ein Kind, zusammen nennen die sich die Rote Familie, die bedrohen jetzt diese Herrschaftskaste. Und es gibt einen, mit dem die öfter mal sprechen, Berglen heißt der. Ugron ist der Erwählte. Und Berglen ist derjenige, mit dem er noch öfter spricht. Und die Zoelika wollen dann immer, also sie wagen sich nicht so in die Nähe von Ugron, aber Berglen horchen sie immer aus. Der soll das immer herausfinden, was denn da jetzt so vor sich geht. Und im Moment ist eben in diesem Planetensystem, in dem es nur noch Trümmer gibt, etwas geortet worden, nämlich Gravitation, wo keine sein sollte. Und die Squid hat das herausgefunden, dieses Schiff, dieses Lebewesen, wer weiß. Aber sie haben das den anderen Schiffen noch nicht gesagt. Aber wir sind jetzt an Bord dieser Squid mit Berglen und Ugron. Wir stehen still, meldete Berglen. Dinge bewegen sich, auch wenn man nichts davon merkt. Ugron sah ihn an. Der Tentakel an seiner Wange erinnerte an einen Finger, der nachdenklich an die Schläfe klopfte. Möglicherweise bildete sich auch auf der anderen Hälfte des Gesichts ein weiterer aus. Dort verlief ein Wulst, wo keine Ader war. Nimm deinen eigenen Körper. Der Blick des Erwählten musterte ihn, als könnten seine Augen Haut und Fleisch durchdringen. Berglen hielt das für möglich. Ugron stand in enger Verbindung mit Mutter. Es war denkbar, dass sie ihm ihre Sinne lieh und offensichtlich veränderte sie ihn auch körperlich. Er hatte schon lange keine Haare mehr, seine Haut glänzte grünlich und diese Wucherungen überstiegen bei weitem das, was bei anderen Zoelikern als übliches Maß galt. Sie entwickelten sich in keine für Berglen erkennbare Richtung. Manchmal wuchsen die Finger an einer Hand zusammen, die Knochen schienen sich aufzulösen, eine Art Fangarm entstand. Heute dagegen hatte Ugron drei Finger an jeder Hand, die sich einander flexibel gegenüberstellen ließen und in gebogenen Krallen ausliefen. Manche Bewegungen sind so klein, fuhr der Erwählte fort, dass sie der Aufmerksamkeit entgehen, etwa die Schwingungen der Myriaden Elektronenhüllen in den Atomen deines Körpers. Obwohl du keinen Muskel rührst, bist du im Grunde eine Ansammlung unzählbar vieler Partikel, die einander umkreisen, aufeinander prallen, sich anziehen und abstoßen. Wieder bedachte er Berglen mit einem Blick, der ihn zu durchdringen schien. Die meisten Zoelika hätten viel darum gegeben, mit Ugron allein in einem Atrium zu stehen und seinen Worten zu lauschen. Niemand wusste, warum die gütige Mutter ihn erwählt hatte, aber ihr Ratschluss war offensichtlich und so war der Kontakt zur Roten Familie auch eine Berührung von ihr. Zwar umgab das lebende Raumschiff seine Bewohner ohnehin zu jeder Zeit, doch seine Gesänge waren selten eindeutig. Ugron dagegen sprach mit menschlichen Worten. Kitaga wollte, dass Berglen jedes dieser Worte im Gedächtnis behielt, damit die Zoelika gemeinsam über ihre versteckten Bedeutungen nachsinnen konnten. Vielleicht suchte sie nach einer verborgenen Botschaft.
die offenbarte, dass die rote Familie eigentlich nicht für Mutter sprach, dass Mutter wollte, dass die Zueliker wieder wie früher ihre Wünsche interpretierten. Oder sie hoffte auf Hinweise darauf, wieso nun auch Rila in der Gnade der Mutter stand. War es nur wegen ihrer Beziehung zu Ugron und dem gemeinsamen Kind? Du sagst, die Squid steht still. Ugron blickte nach oben, wo sie eine schlierendurchzogene Membran vor der tödlichen Leere des Alls schützte, in der Ferne Sterne hingen. Diese Sicht ist eines Wesens unwürdig, das in die Weite aufbricht. Vielleicht war das den Menschen niemals bestimmt, ihre Sinne sind dafür nicht ausgelegt. Er sah Berglen durch das halbtransparente Holo an, das ihre Position im Norastu-System darstellte. Ist dir einmal der Gedanke gekommen, die Zerstörung der Erde könnte die Strafe des Weltalls dafür gewesen sein, dass die Menschen nicht mit dem zufrieden waren, was ihnen gegeben wurde? Ohne den Aufbruch zu den Sternen wären sie der Aufmerksamkeit der Giats wohl noch Jahrtausende entgangen. Also hätten wir uns mit einem einzigen Planeten begnügen sollen, er wählte. Ugron neigte den Kopf so weit zur Seite, dass er die Schulter berührte. Die Antwort auf diese Frage ist in der Zeit verloren gegangen. Vielleicht würde die Menschheit heute noch durch Wälder wandern, die sie mit Sauerstoff umfächeln, in Meeren schwimmen, die bis zur Horizontkrümmung reichen und Städte an Flüssen errichten. Aber Bewegung ist relativ. Irgendwann wäre eine andere Zivilisation auf die Erde gestoßen und wie es den Gepflogenheiten in der Galaxis entspricht, hätte sie den Planeten wohl zerstört. Ohne Kolonien und Großraumschiffe wäre die Menschheit damit auf immer verschwunden. Wieder sah er nach oben. Mutter wäre einsam geblieben. Berglen fröstelte bei der Erkenntnis, dass es nicht wenige Zueliker gab, die der Überlegung zustimmten, die Existenzberechtigung der Menschheit bestünde allein darin, der gütigen Mutter Gesellschaft zu leisten, solange sie das wünschte. Spätestens, seit sie die Überlebenden einer untergehenden Kolonie aufgenommen hatte. Die Nachfahren erbten das unverdiente Glück ihrer Ahnen, aber da dieses eben nicht auf eigenem Verdienst beruhte, konnte es jederzeit entzogen werden. Du sagst, die Squid steht still, erinnerte Ugron. Das ist verzeihlich. Deine Sinne legen diese Wahrnehmung nahe. Du kannst die Faltungen der Raumzeit, an denen wir entlang rutschen, nicht erkennen. Aber in einem Planetensystem steht nichts still. Alles fällt. Und wenn man Glück hat, stürzt man ins Bodenlose, statt auf einen anderen Körper zu prallen. Jedes Raumschiff folgt einer elliptischen Bahn um eine Schwerkraftsenke, wie einen Planeten oder die Sonne. Wenn wir beschleunigen, erhöhen wir unsere Umlaufbahn. Er lachte. Vermutlich machte Berglen kein sehr intelligentes Gesicht. Für ein Raumschiff, das auf einem Planeten gelandet ist, befindet sich der Weltraum nicht so sehr oberhalb. Er befindet sich voraus. Die Flucht aus der Schwerkraftsenke ist eine Frage der Geschwindigkeit. Je schneller wir sind, desto höher klettern wir an der Trichterwandlung hinauf. Unsere Umlaufbahn steigt, versuchte Berglen zu folgen. Der Radius, mit dem wir den Planeten umkreisen, weitet sich. Und wenn wir abbremsen, wird er enger, Ugron nickte. Wenn wir stark genug beschleunigen, erreichen wir den Rand des Trichters, kippen hinüber und fallen in einen anderen Trichter. Statt um den Planeten kreisen wir nun um den Stern. Raumflug besteht aus Ellipsen und Spiralen. Man fliegt niemals eine gerade Linie. Verzeih, Erwählter, was ich meinte war, dass wir uns relativ zur Sphäre, die die größte Gravitationssenke in diesem System darstellt. Verwundert hielt Berglen inne und forderte eine Vergrößerung des Bildausschnitts um die Squid an. Er ließ den Bewegungsvektor berechnen, extrapolieren und als rote Linie einzeichnen. Wir kreisen nicht mehr um den Stern, erkannte er. Nicht mehr ausschließlich,
Ugron lächelte, wodurch sich seine vollständig grünen Augen verengten. Wir folgen der Ellipse um die Sphäre auf annähernd derselben Bahn, wie die Schwerkraftsenke die Mutter bemerkt hat. Jetzt sind wir ihr nah genug und wir sind langsam genug, um in ihren Gravitationstrichter zu fallen. Berglands Mund wurde trocken. Er dachte an die Möglichkeit, dass sie sich in einem winzig kleinen schwarzen Loch näherten, das von einem noch viel kleineren umkreist wurde. Wenn dieses kleinere, das nicht zu orten war, auf die Squid träfe, würde es das Schiff nicht nur durchschlagen. Auf seinem Weg hindurch würden seine Gravitationskräfte alle Strukturen an Bord verformen und wohl auch den Großteil der Masse einsaugen. Das wäre das Ende der Squid und seiner Besatzung. Hatte Ugron das andeuten wollen, als er vom Untergang der Erde gesprochen hatte? Waren sie Ahnungslose, die nichts von den Gefahren des Weltalls wussten? Schweiß stand auf Berglands Stirn. Er suchte in den Zahlen und Linien nach einem Hinweis darauf, dass sich der Kurs erneut änderte. Nach dem Zug durch eine weitere Gravitationssenke, einer Beschleunigung vielleicht. Er fragte sich, ob die Squid einem Steuerkommando folgen würde, das er gäbe, um der Gefahr auszuweichen. Sollte er einen Kommunikationskanal zu den Zuelikern öffnen, die im Pilotenraum sangen? Gemeinsam erregten sie möglicherweise eher die Aufmerksamkeit der gütigen Mutter. Unschlüssig sah er Ugron an. Ein einziges Wort, wohl schon ein Gedanke von ihm, konnte Mutter veranlassen, den Kurs zu ändern. Eigentlich musste er selbst ein Interesse daran haben, aber bei jemandem, der so fremd war wie Ugron, durfte man noch nicht einmal einen Selbsterhaltungstrieb voraussetzen. Doch es gab etwas, an dessen Wohlergehen ihm offensichtlich gelegen war. Wir alle sehen mit Freude, wie rasch Amida wächst, behauptete Berglin. Ich hörte, während meiner Abwesenheit habe er gelernt zu sprechen. Rila übt viel mit ihm. Leider komme ich selbst nicht dazu, mich so sehr um ihn zu kümmern. Mutter formt mich. Die Härchen an Berglands Nacken stellten sich auf. Plötzlich schlug die Ortung Alarm. Doch es war kein ultrakomprimierter Kleinstkörper, kein winziges schwarzes Loch, das die Sensoren erfassten. Und wenn Sie wissen wollen, was es ist, können Sie es nachlesen. Ich glaube, was noch etwas besonders ist an dem Buch, das Imago-Projekt, zumindest ist es herausstechend für meine Bücher und hat mir deswegen auch viel Freude bereitet, ist die Hauptfigur. Die Hauptfigur heißt Kara Yeskon, das ist die wesentliche, dominierende Protagonistin. Und Kara Yeskon lebt eben auch in dieser Flotte aus Raumschiffen, aber sie ist keine der typischen Science-Fiction-Hauptfiguren. Sie ist keine Soldatin, sie ist keine Pilotin, sie ist keine Entdeckerin. Sie gehört einer philosophischen Richtung an, die eben aus verschiedenen pazifistischen Strömungen entstanden ist. Sie ist eine Koexistenzialistin. Sie hat den kühnen Gedanken, dass es doch irgendwie möglich sein müsste, friedlich miteinander umzugehen. Und durch diese abstruse Philosophie gerät sie in den diplomatischen Dienst. Da schlittert sie mehr so rein, das kann man ihr nicht so vorwerfen. Also sie wird jetzt Diplomatin und wird dadurch versetzt auf eines dieser Schiffe, auf dem es einen Bürgerkrieg gab. Das muss ich vielleicht noch mal kurz erläutern. Das Schiff ist abgebildet auf dem Titelbild von Feuer der Leere. Es ist die ESOX. Und auf der ESOX, also man muss generell sagen, alle diese 30 Schiffe haben ihre eigene Kultur, aber sie halten alle zusammen, weil sie nur so im Universum klarkommen können. Also wenn sie sich auch noch zersplittern würden, wären sie ganz schnell weg. Deswegen tolerieren sie auch unterschiedliche Lebensweisen und so weiter und so weiter. Also das Hauptziel, was sie halt haben, ist, die Menschheit muss irgendwie überleben. Auf der ESOX gab es eine Entwicklung, die alle anderen besorgt hat. Die ESOX hat gesagt, im Grunde alle Entscheidungen, die wir so getroffen haben und die uns nachher geschadet haben und die uns reingerissen haben, die kommen nur daher, dass wir neidisch sind, dass wir selbstsüchtig sind, dass wir eifersüchtig sind, dass wir gierig sind, also letztlich über unsere Emotionen.
Die müssen weg. Emotionen haben mit Entscheidungen nichts Gutes bewirkt. Wir müssen uns entscheiden auf einer sehr rationalen Basis. Auf einer rationalen Basis sollen die Entscheidungen für unser Schiff getroffen werden. Wir bauen einen riesigen Zentralcomputer und der entscheidet für uns. Und wenn wir schon so einen Zentralcomputer haben, dann geben wir uns nicht mit unseren Smartphones zufrieden, sondern wir hauen uns die Dinger in die Birne, dann können wir sie auch nicht mehr verlieren. Also haben wir alle schicke Implantate. Diese Implantate stehen in Verbindung mit dem Zentralcomputer. Der rechnet dann schön Sachen für uns aus. Da können wir dann auch in virtuellen Welten schweben, aber eben auch nützliche Kalkulationen anstrengen. Sehr schön für uns. Nun hat aber dieser Zentralcomputer immer dazugelernt. Der ist ja dann sehr schlau gewesen und hat dann die Erkenntnis erlangt, Leute, wenn ich mir euch 30.000 Hanseln angucke, so im Schnitt, ich will jetzt niemandem von euch zu nahe treten, aber im Schnitt, denkt ihr 22 von den 24 Stunden am Tag nur Schrott. So, wir machen das jetzt andersrum. Nicht ich rechne was für euch aus, sondern ich lagere meine Rechenprozesse in eure Gehirne aus. Also ihr rechnet für mich. Das ist sowieso viel rationaler. Und dann haben die Leute auf den anderen Schiffen gesagt, Moment mal, wir wollen ja die Menschheit erhalten. Und wenn ihr so weitermacht, dann kommt ihr irgendwann an einen Punkt, früher oder später, aber irgendwann kommt ihr an einen Punkt, wo ihr irgendetwas seid, aber Menschen seid ihr nicht mehr. Ihr müsst damit aufhören. Das wollten die nicht. Entsprechend gab es einen Bürgerkrieg innerhalb dieser menschlichen Schiffe. Sie haben die ESOX gestürmt, den Zentralcomputer gesprengt, in Unwissenheit, wie eng die Vernetzung schon war. Entsprechend viele sabbernde Leute gibt es jetzt auf der ESOX. Und die ESOX wird regiert von Kommissaren. Da kommt wieder Kara Jeskon rein. Da sie jetzt ja in den diplomatischen Dienst gerutscht ist, wird sie eine der Kommissarinnen der Marlin. Jetzt gibt es aber auf der ESOX Leute, die sagen, vor 5 Jahren, als der Zentralcomputer noch das Sagen hatte, da war wirklich alles besser. Da konnte ich in meinen virtuellen Realitäten schweben. Das war eigentlich das, was meinem Intellekt angemessen ist. Und entsprechend gibt es auch eine Widerstandsbewegung, die sich die Befreier nennen. Eine Widerstandsbewegung, sie wollen sich befreien von der Herrschaft der anderen Schiffe, einen neuen Zentralcomputer bauen und mit den Resten des alten Zentralcomputers und diesem neu gebauten dann in eine schöne Zukunft entfleuchen. Und eine dieser Befreierinnen ist Aneste, die einen Notruf bekommt von den Speicherbänken, wo also die wesentlichen Programme dieser Befreiungsbewegung drin liegen. Die versuchen jetzt gerade zu löschen, denn die Leute von den anderen Schiffen haben sie offenbar aufgespürt. Sie kommen immer näher, und zwar insbesondere die Leute von der Payara, einem anderen Schiff, das sehr soldatisch geprägt ist, wie wir auch noch lernen werden. Und Aneste erreicht jetzt gerade diesen Bereich mit diesen Speicherblöcken, aber ihre Gegner hielten sich nicht mit den Sicherungsroutinen der Tür auf. Das Metall glühte und schmolz, rotgelbe Kugeln lösten sich und schwebten in den Saal. In Ordnung, rief Aneste, ausloggen, Sender aktivieren und dann raus hier. Die Befreier, die ihre Datenbuchsen angeschlossen hatten, lösten die Verbindungen. Aneste bildete sich ein Fiepen von den Disruptoren zu hören. In Wirklichkeit sendeten sie auf unhörbarer Frequenz Strahlen in die Speicherblöcke, die die Datenintegrität auflösten. Vollständig Einbildung war ihr Empfinden dennoch nicht. Die ungerichtete Zerstörung zog auch in ihrem Körper die verbauten Implantate in Mitleidenschaft. Ein weiterer Grund, es sich hier nicht gemütlich zu machen. Die Befreier hatten dieses Szenario oft durchgesprochen, auch wenn sie nicht damit gerechnet hatten, dass es so rasch eintreten würde. In verschiedenen Richtungen zogen sie sich davon. Sie verließen den Saal durch Lüftungsöffnungen, eine Verbindungstür zu einem Rechnerkomplex und größere Kabelschächte. Pythene und Aneste flohen gemeinsam in eine Lastenröhre. Hinter ihnen gab die Tür mit einem Knall endgültig nach. Anestes Hoffnung, ihre Gegner müssten abwarten, bis sich das Metall abkühlte, erfüllte sich nicht. Die Soldaten kamen von der Payara, ihre Rüstungen schützten sie. Nur ihre breiten Schultern sorgten für ein Minimum an Verzögerung, weil sie sich durch die Öffnung quetschen mussten. Ein Panzerhelm war das Letzte, was Aneste sah, bevor sie den Saal verließ. »Beeil dich!« schrie sie Pythene hinterher, die an der ersten Kreuzung zögerte, wohin sie sich wenden sollte. »Blau!« Pythene stieß sich ab und glitt in die bezeichnete Röhre. Aneste,
nutzt den letzten Griff vor der Kreuzung, um sich daran nach rechts zu schwingen in den gelben Tunnel. Geradeaus durfte sie auf keinen Fall weiter schweben, sonst böte sie den Verfolgern auf den nächsten 20 Metern ein kaum zu verfehlendes Ziel. Und hinter sich hörte sie bereits ein metallisches Geräusch, in dem sie Rüstungselemente vermutete, die gegen die Wand der Röhre schlugen. »Halt!« brüllte jemand hinter ihr, der vorher übrigens stehen bleiben gebrüllt hat, was in der Schwerelosigkeit so richtig sinnlos ist. Also, okay, also »Halt! Halt!« brüllte er. Das Echo des Befehls hallte nach, aber Aneste dachte gar nicht daran, ihn zu befolgen. Sie hastete weiter, riss sich die Handkante an einem Sensorblock auf, der die Kennungen vorbeigleitender Frachtcontainer auslesen sollte, und schwang sich im spitzen Winkel in die nächste Röhre. Sie konnte nur hoffen, dass ihr Verfolger auf seine Sicht vertraute, anstatt die Systeme des Röhrengewirrs zu prüfen. Wenn sie nur 10 Sekunden länger gehabt hätte, wären sie jetzt mit Fallstarten geflutet. 5-mal in rascher Folge bog sie ab. Ein versiegelter Flüssigkeitsbehälter rammte sie in den Bauch. Aneste übergab sich, ihr Erbrochenes verteilte sich in der Luft. Na toll. Wenn der Soldat hier entlang kam, wusste er sofort, dass er auf der richtigen Spur war. Sie versetzte dem Behälter, der einen Orientierungsstopp einlegte, einen Tritt. Würgend zog sie sich weiter. Der nächste Container war so groß, dass er die 2 Meter durchmessende Röhre beinahe ausfüllte. Vor ihm rettete sie sich nur durch einen beherzten Salto, der sie in eine scharf abknickende Tunnelröhre brachte. So konnte sie nicht lange weitermachen. In ihrer Panik hatte sie die Orientierung verloren. Sie brauchte dringend einen Plan der Frachttunnel und einen Ort, der es ihr erlaubte, nachzudenken, ohne sich wegen herumrasender Container zu sorgen. Sie klinkte sich über eine Funkverbindung ins Netz ein und suchte nach der Kennung des nächsten Shots, an dem sie vorbeikam. Es gehörte zu einer Abfallverwertungsanlage, einem nur sehr schwach gesicherten System. Innerhalb von 2 Sekunden knackten ihre Dienstprogramme den Code und öffneten die Tür. Sie hatte befürchtet, im Raum dahinter würde es stinken, aber das traf nicht zu. Wahrscheinlich wurde dem Müll sofort die Flüssigkeit entzogen, um sie dem Kreislauf wieder zuzuführen, der die Bewohner der ESOX versorgte. Sie zog sich in die Dunkelheit. Leider gab es hier kein Licht, die Verwertungsmaschinen orientierten sich anders. Die Implantate, die Anestes Augen ersetzten, ermöglichten ihr eine grobe Orientierung anhand von Magnetfeldern, Restlicht und Wärme. Sie fand einen unregelmäßig geformten freien Bereich von 8 Kubikmetern, in dem sie sich positionierte, um einen Überblick über die Lage zu gewinnen. Parallel fragte sie das Bordnetz und die Kommunikationskanäle der Befreier ab. Offiziell sprach man von einem Unfall in der Nähe des Speichermoduls, von dem sich Unbeteiligte bis auf Weiteres fernhalten sollten. Anestes Kameraden dagegen sandten Hilferufe. Hank war offenbar verwundet, Makito und Yuka gefangen und wehrlos. Die übrigen warten Funkstille oder waren nicht mehr in der Lage, sich zu melden. Anestes Hals wurde eng. Was war mit Pythene? Befand sie sich in Sicherheit? Einige Stunden müsste Aneste wenigstens in der Müllaufbereitung ausharren, um Gewissheit zu erlangen, den Verfolger abgeschüttelt zu haben. Die Okkupanten von der Payara waren zäh und bestimmt wollte der Soldat keine Rüge riskieren. Sie versuchte, sich an seine Waffe zu erinnern. War es ein Sonic-Shocker oder ein Laser? Etwas klackte auf der anderen Seite des Schotts. Aneste erstarrte. Die Tür öffnete sich, aber es blieb dunkel. Poltern und Rumpeln ertönte. Anestes Implantate meldeten eine Vielzahl kleiner Gegenstände, die in den Raum schwirrten. Einige davon trafen sie an Gesicht und Brust. Sie schrie auf. Aber es war nur Abfall. Ein Container hatte Müll gebracht, das Schott schloss sich bereits wieder. Sie setzte einen verdeckten Ruf ab. Wenn die anderen Erkundigungen einzogen, sollten sie wissen, dass sie sich in Sicherheit befand. Doch das war ein voreiliger Schluss. Plötzlich glitt das Schott wieder auf, Licht flutete herein. Eine kantige, aber humanoide Gestalt zog sich in den Raum. Ein Suchstrahler erfasste Aneste. Sie reagierte augenblicklich. Das Programm, mit dem sie die Türsteuerung übernehmen konnte, lief noch. Mit einem Prioritätsbefehl verlangte sie, dass sich das Schott sofort schloss. Das Protokoll, das sie dafür benutzte, sollte sich eigentlich nur bei einem Hüllenbruch mit plötzlichem Druckabfall aktivieren. Es nahm keine Rücksicht auf Hindernisse im Türbereich.
Das Schott traf den Soldaten an der Hüfte. Ein heller Knall kündete davon, dass die Tür die Rüstung quetschte. Diese Gewalt überforderte wohl auch die Panzerung. Schmerzerfüllt schrie der Mann auf. Er warf die Arme nach vorne, zuckte mit dem Oberkörper und erschlaffte dann. Doch auch die Tür meldete einen Widerstand, den sie nicht überwinden konnte. Um den Soldaten zu zerteilen, waren die Aktuatoren zu schwach. Vorsichtig schwebte Aneste näher. Der Mann hatte tatsächlich einen Laser dabei, eine tödliche Waffe. Sie glitt langsam von seiner Hand fort. Aneste pflückte sie aus der Luft. Griff und Abstrahlspule waren in einem stumpfen Winkel verbunden, an dem der Abschusssensor rot leuchtete. Der Laser war aktiviert. Sie zielte auf den Mann, der sie hatte töten wollen. Jedenfalls dann, wenn sie sich gegen eine Gefangennahme gewehrt hätte. Er war ein Feind. Gerade die Soldaten der Payara kannten keine Gnade. Sie durfte ihnen umgekehrt ebenfalls keine gewähren. Außerdem fehlten den Befreiern Möglichkeiten, Gefangene festzusetzen. Sie presste den Daumen auf das Abstrahlfeld. Nichts passierte. Erleichtert atmete sie aus. Die Waffe besaß wohl eine Sicherung, die verhinderte, dass ein Unautorisierter sie benutzte. Vielleicht las sie das Körpermagnetfeld des Schützen aus oder ein anderes biometrisches Datum. Aneste steckte sie in ihren Hosenbund. Mit genügend Zeit könnte man die Sicherung bestimmt entfernen, dann wäre der Strahler nützlich für die Befreier. Aber das beantwortete nicht, was sie mit dem Bewusstlosen tun sollte. Eigentlich war das offensichtlich. Er war ein Feind und im Krieg tötete man Feinde. Das hatte sie vor weniger als einer halben Stunde bereits getan mit den Soldaten in der Transporteinheit, deren Andruckabsorber sie deaktiviert hatte. Sie schwebte zu dem Mann, der sich nicht mehr regte. Tot war er dennoch nicht. Die Wärmesensoren in ihren Augen erfassten den Blutfluss in der Halsschlagader, wo ein Stück Haut zwischen Helm und Schulterpanzer freilag. Dort musste sie ansetzen. Der Hals war ein empfindlicher Punkt. Leider hatte sie kein Messer, aber es sollte ihr auch so gelingen, den Blutfluss zu unterbrechen. Sie legte die Hände um den Hals ihres Feindes. Er war viel wärmer, als man es von einem menschlichen Körper gewohnt war. Ein genetisch gezüchteter Soldat von der Payara, der einen Feind verfolgte. Was erwartete sie? Natürlich arbeitete sein Organismus auf Maximalleistung mit hohem Energieverbrauch und entsprechender Wärmeabstrahlung. Sie wollte wegsehen, als sie zudrückte, aber das gelang ihr nicht. Die Muskeln in diesem Hals erschienen ihr übermäßig groß und wahrscheinlich waren sie das auch. Sie fühlten sich an wie die Stahlkabel, mit denen man in den Außenbereichen der ESOX die Datenverteiler sicherte. Es war aussichtslos, den Kehlkopf zerquetschen zu wollen, also blieb sie bei der Schlagader. Sie pulsierte in ihrem Griff. Aneste stellte sich vor, wie das Herz pumpte. Sie versuchte daran zu denken, dass das hier ein Unterdrücker war, ein Okkupant, der die Menschen der ESOX verachtete, der ihnen die Herrschaft der anderen Schwarmschiffe aufzwang, ein Feind, der sie getötet hätte und den sie nun ihrerseits töten sollte. Das gelang ihr nicht. In seiner Wehrlosigkeit sah sie nur den Menschen. Sie ließ die Hände am Hals, drückte aber nicht mehr zu. Etwas in ihr hoffte, dass er erwachen und sich wehren würde. In einem echten Kampf hätte sie sich weniger schlecht dabei gefühlt, ihn zu töten. Zumindest vermutete sie das. Aus solcher Nähe hatte sie noch niemals einen Menschen angegriffen. Ein anderer Teil von ihr hoffte, dass er wegen der zermalmten Hüfte innerlich verblutete. Auch das hätte sie der Entscheidung enthoben, aber das Blut pochte beständig weiter durch die Ader. Es war ihre Verantwortung, ob sie dieses Leben beendete oder ob sie ihn seinem Schicksal überließ. Die vielgerühmte Konstitution der Menschen von der Payara mochte ermöglichen, dass er sich auch von dieser Verletzung erholte. In ein paar Monaten konnte er wieder im Dienst sein mit einem neuen Laser. Und er hätte bestimmt keine Skrupel, sie damit zu erschießen. Sie spürte den Druck seiner Waffe an ihrem Bauch.
Ja, das ist das Schiff, auf dem sich auch Kara Yescon wiederfindet, mit den Okkupanten, wie jetzt Aneste von Ihnen denkt, auf der einen Seite, mit den Befreiern auf der anderen Seite. Und dann haben wir noch die Sphäre im Zentrum des Planetensystems mit dieser rätselhaften Zivilisation darin. Und wenn Sie das immer noch nicht interessiert, dann können Sie mir jetzt Fragen stellen, mit denen ich dann die Antworten nutzen kann, um Sie so richtig heiß zu machen auf dieses Buch. Das war jetzt so gemeint, dass Sie die Fragen stellen. Bitte. Ich würde interessieren, wie die Evolution jetzt weitergeht. Also die Menschen, die wir jetzt im Raum schicken, haben also keine Schwerkraft mehr. Und wenn sie dann mit der Regeneration sich aufhalten, dann werden sich vielleicht andere Organe nicht mehr gebraucht. Wenn wir sie jetzt brauchen, andere Sinne sind vielleicht eher künstlich und nicht in der Schwerhörigkeit. Ja, also die neuen Bedingungen praktisch anzupassen. Haben die Menschen jetzt das Beispiel selbst in die Hand genommen? Spaß vor einer genetischen Veränderung? Oder geht das bis am Ende noch mal in Anführungsstrichen natürliche Evolution, die jetzt in eine gewisse Richtung geht? Ja, also die Frage war, wie sieht es aus mit einer Evolution auf diesen Schiffen? Ne? Also haben wir da Veränderungen? Also wir haben ja auch keine Evolution mehr. Also wir haben ja auch nicht mehr das jetzt Leute, die jetzt irgendeinen körperlich, also wenn es jetzt nicht ganz extreme körperliche Probleme sind, dass jemand ohne Lunge geboren wird oder so, dann schon. Aber wenn jetzt jemand Diabetes hat, wenn jemand eine Lesebrille braucht oder wenn jemand querschnittsgelähmt ist, der kann ja trotzdem sehr glücklich und also bis ins hohe Alter leben. Also wir haben ja für uns auch schon die Evolution ausgesetzt in dem Sinne. Und in dem Sinne, dass wir die Selektion rausgenommen haben. Das ist da auch so, aber tatsächlich gibt es einige Schiffe, auf denen man in eine gewisse Richtung gehen will. Zum Beispiel diese Payara. Also die haben wirklich diese Riesenkanten, 2,5 Meter große Leute mit riesen Schultern, die dann im Nahkampf besonders günstig sind, weil man gerne andere Schiffe entert, um deren Technologie zu klauen. Also dann deswegen will man ihn nicht zerstören. Also da gibt es so hochgezüchtete Soldaten. Aber es gibt jetzt keine Degenerationserscheinungen aufgrund von der Schwerelosigkeit an sich. Fun Fact, Schwerelosigkeit ist gesund. Das ist für Sie wichtig, wenn Sie in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Wenn Sie das nächste Mal auf die Arbeit kommen und Sie stellen fest, Sie sind total schlaff und Ihr Chef nimmt Ihnen das übel, dann sagen Sie ihm, ja, ha, 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 Schwerkraftstress. Macht mich fertig. Ja, also ist nämlich tatsächlich so. Also allein dadurch, dass wir hier also der Schwerkraft ausgesetzt werden, ist unser Körper schon gestresst. Ja? Im Weltall ohne Schwerkraftstress wären wir total fit. Also Sie auch. Also auch an dem Tag, wo Ihr Chef sagt, Sie wären unfit. Da können Sie gleich sagen, kann ich nichts dafür, Schwerkraftstress. Ja? Also im Grunde ist Schwerelosigkeit was Gesundes. Es ist nur so, wenn man jetzt keine medizinischen und sportlichen Gegenmaßnahmen ergreift, dann passt sich tatsächlich der Körper in dem Sinne an, dass eben die Muskeln schwächer werden, dass das Kalzium aus den Knochen rausgenommen wird, einfach weil es nicht mehr gebraucht wird in der Schwerelosigkeit. Und Sie erreichen, wenn Sie das so laufen lassen, nach 2 Jahren einen Point of No Return, wo es für Sie dann nicht gefährlich ist, in der Schwerelosigkeit zu sein, aber auf die Erde zurückzukommen. Dann haben Sie ja wieder Schwerkraftstress. Also Sie merken das Muster, ja? Also überhaupt, dass Sie überhaupt morgens aus dem Bett kommen, das ist schon also eine Leistung. Das muss Ihr Chef auch einfach einsehen. Das ist einfach physikalisch belegt. So, also das sind Sie aber, dann sind Sie dann unfit, wenn Sie zum Beispiel 2 Jahre auf dem Mond jetzt gelebt haben mit wesentlich geringerer Schwerkraft. Aber grundsätzlich Schwerkraft, Schwerelosigkeit, gesunde Sache. Also nein, es gibt keine Evolution, die jetzt die Leute extra an die Schwerkraft anpasst, weil die eben inzwischen medizinisch das so weit im Griff haben und weil die auch Rotationsmodule ausbringen, wo sie dann zwar keine Gravitation, aber Zentrifugalkraft erzeugen können und da können die dann trainieren. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte? Ja? Also, die Dame möchte Sie heiß machen, indem sie Ihnen in Ihrer Fragestellung schon den Mund wässrig macht mit dem Rotraum. Top Konzept! Also, der Rotraum ermöglicht, ich bin natürlich traurig, dass wir hier nicht über die Lichtgeschwindigkeit kommen. Wir quaken hier immer rum mit Unterlichtgeschwindigkeit, ätzend. Also Proxima Centauri, jetzt schön Exoplaneten entdeckt, brauchen wir 4 Jahre hin. Wenn wir Lichtgeschwindigkeit fliegen, geht nicht. Also brauchen wir Überlichtgeschwindigkeit. Deswegen Rotraum. Also ich habe bei mir den Rotraum, es ist kein Wurmloch, sondern es ist sowas wie der Hyperraum, was man sonst so hat, ja? Also bei anderen Science-Fiction-Universen hat. Der heißt bei mir Rotraum, weil ich nicht wollte,
dass man da einfach durchfliegt und dann passiert da nichts und man hüpft dann praktisch von einem Handlungsschauplatz zum nächsten, sondern ich wollte diesen Flug an sich auch als etwas machen, wo noch etwas passieren kann. Also es ist so ein Kontinuum mit flammend aussehenden Strukturen, mit Wirbeln, mit Strömen, also man muss da durch navigieren. Man kann nicht einfach sagen, jetzt hauen wir uns mal eine Woche aufs Ohr und dann sind wir irgendwann mal da, sondern man muss da natürlich also fit sein und auf Zack sein, um da also durchzukommen. Das ist mein Rotraum. Gibt es noch jemanden, der das Buch nicht kaufen möchte? Bitte mal aufzeigen. Nein, gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ja, die ist Squid. Ja. Wo sind denn die anderen? Das ist auch eine wichtige Frage. Also die Frage war, dieses Squid ist ja irgendwo geboren worden. Gibt es da noch mehr von und wo sind die dann? Das ist unklar. Also dieses ganze Lebewesen ist ein einziges Rätsel. Also man weiß nicht, wo sie hergekommen ist, als sie die Leute von dieser Kolonie geholt hat. Und man weiß nicht, ob es noch mehr davon gibt. Das ist anzunehmen, weil irgendwo muss sie ja hergekommen sein. Aber dann weiß man auch nicht, wo die dann sind. Also was man relativ schnell rausfindet in diesen Büchern, ist, dass sie nicht aus unserem gewohnten Universum kommt. Sie ist eine Kreatur dieses Rotraums. Also sie kommt aus diesem Feuer sozusagen, Feuer geboren. Aber das macht es eigentlich noch schwieriger, weil das dann wieder bedeutet, ich kann noch nicht mal, also die Biologie ist sowieso schon rätselhaft, aber ich kann dann noch nicht mal unsere physikalischen Gesetze anwenden, wenn ich diese Kreatur analysiere. Sie hat auf jeden Fall einen eigenen Willen, sie hat eigene Gefühle, also das hat sie alles schon, ist wirklich ein Lebewesen, aber viel mehr weiß man nicht. Ja, das ist tatsächlich, ja, also es gibt, woher weiß man, dass sie geboren wurde? Also erstmal ist das zunächst mal eine plausible Annahme für ein Lebewesen, ne? Dass man sagt, das ist ja irgendwann geboren worden. Jetzt darf ich aber tatsächlich nicht zu viel verraten, aber es passiert etwas schon in dem Feuer der Leere Roman. Zwei Ereignisse, die darauf hindeuten, dass sie sich fortpflanzen kann. Und wenn sie sich fortpflanzen kann, dann wurde sie vermutlich auch mal geboren. Ja, aber ja, also wichtiger Einwand für die Leute, die noch nicht so weit sind in der Orientierung, man braucht immer zwei zum Fortpflanzen. Ja. So, also mindestens. Und aber da kann ich wirklich jetzt ganz schlecht was zu sagen, weil wer dann dieser Zweite ist, ist also der Knaller. Also wenn Sie das lesen, dann hoffe ich, dass Sie sitzen, sonst reißt es Sie von den Füßen. Das ist schon mal klar. So. Kommuniziert sie mit den Menschen? Ja, sie singt ja im Fleisch dieser Zoelika, also die fühlen so Vibrationen in ihrem eigenen Körper, die sie interpretieren. Aber das sind eben mehr so Stimmungen. Also das, es ist nicht so, dass da jetzt wirklich Worte gesprochen werden, außer anscheinend, was man so mitbekommt eben bei diesem Ugron, diesem Erwählten. Also der hat irgendeine deutlichere Kommunikationsform gefunden mit der Squid oder die Squid mit ihm, je nachdem. Er ist der Erwählte, er ist der Einzige, der so direkt mit ihr spricht. Und die anderen interpretieren den Willen der gütigen Mutter. Bitte? Kann man sich den Erstkontakt von der Squid mit der Menschenkolonie vorstellen und dann die Entwicklung von dieser Kaste? Ja, also der Erstkontakt der Squid mit dieser Kolonie war einfach, dass eine Flotte von Geards, das sind die feindlichen oder einige von den feindlichen Aliens, dabei war, einen Asteroiden in diesem Planeten krachen zu lassen. Und kurz bevor er getroffen hat, ist die Squid aufgetaucht und hat gesagt, ihr könnt gerne hier bleiben, aber ich will es nicht an eurer Stelle. Ja, also die kann auf einem Planeten landen oder absteigen, je nachdem, wie man das so sieht, aus dem Himmel herabsteigen. Die kann Öffnungen in ihrem Körper erschaffen. Dann ist recht eindeutig, ich kann jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da reingehe, weil was passiert, wenn ich nicht da reingehe, ist mir schon ziemlich klar. Und die Zoelika sind einfach über Generationen entstanden. Es gab eben dadurch, dass die alles, was die Menschen aufnehmen, irgendwie aus dieser Squid stammt, kam es dann eben zu Mutationen und irgendwann gab es die ersten Leute, die sie in ihrem Fleisch singen hören. Aber von den 30.000, die da so ungefähr stabil die Population an Menschen sind, sind es nur so 300, also es sind nicht viele.
Bitte? Sind die Menschen sauer auf die Dschihads und wollen sich rächen an denen? Das macht mich natürlich traurig, diese Frage, weil sie in direkter Opposition steht zu Kara Yescon, die natürlich viel friedlichere Gedanken sich wünschen würde. Aber mannhaft, weil ich ja nie in meine Nachos weine, kann ich dann antworten, natürlich würden sie das gerne. Und sie versetzen den Dschihads auch Schläge, wo sie können, aber die Dschihads sind sehr, 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 sehr viel erfolgreicher als die Menschen. Also die sind technisch ungefähr auf dem Level, aber es gibt viel mehr von ihnen, sind viel besser organisiert, sie sind länger im Spiel. Also letztlich ist es mehr oder minder so, dass dieser Schwarm auf der Flucht vor denen ist. Ab und zu gelingt denen so ein kleiner Zwischensieg, aber im Wesentlichen sehen die keine Chance. Das ist so, wie Griechenland gegen die USA kämpfen würde, in etwa. Bitte? Sie haben die Montadana aus dem ersten Band aufgewirkt, ein existierendes Tier. Ich habe da die ganze Zeit da gelesen, wo so eine Art Trilobitform gehabt, so ein Urzeiträtseliges Tier. Also die Frage war die Kuchada aus Feuer der Leere. Sympathische Zeitgenossen. Die sehen so aus wie ja, so große, also sehr große Kröten, aber statt einem Gesicht haben sie dann eben so Tentakel, also keine Arme oder sowas, sondern Flossen, aber Tentakel, mit denen sie dann Geräte bedienen können. Und jetzt war die Frage, ob das eben von irgendwelchen Urzeitviechern beeinflusst ist. Ja, aber nur indirekt, denn das hat ja meinen Kollegen H.P. Lovecraft zu seinem Cthulhu inspiriert und der wiederum hat mich inspiriert. Und dadurch kommen jetzt die Kuchada zum Zuge. Also diesen, das hatte ich so ein bisschen, ich habe irgendwas gesucht, was eindeutig nicht menschenähnlich ist. Also was, wo man wirklich sagen kann, dass, da kann man von vornherein ausschließen, dass das irgendwie weiterentwickelte Menschen sind, sondern die kommen wirklich aus einer ganz anderen Linie. Das 10-Minuten-Schild hätte ich gerne, danke. Okay. Also wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Bitte? Warum ist eigentlich diese Angst der Menschheit, weil die wollen sich an ihrem Zentralpunkt wieder verlegen, die einen? Auf der ESOX, ja. Warum ist das so ein großes Problem für die anderen? Weil das übergreift auf die anderen Stellen? Nee. Also warum ist das ein... Dieses Problem, dass man denen, weil ich meine, die anderen verbinden sich mit ihrem lebenden Schiff mehr oder weniger und rotieren sie irgendwas. Ja. Und die anderen wollen halt diese Welt haben, in der sie halt, das ist ja eigentlich so eine Einhält oder wie sie da abtauchen können. Ja. Das verbietet man eben. Das verstehe ich halt nicht. Ja, es gibt halt viele Sachen, die wir nicht verstehen. Nein, also die Frage war, warum ist das so ein Problem für die anderen Schiffe gewesen, dass die ESOX-Leute sich mit ihrem Zentralcomputer verbinden? Also letztlich, vor allem da, weil die auf der Squid alle da wegmutieren. Also das Grundproblem ist, dass die halt sagen, wir sind nur noch 1 Million und wir müssen 1 Million Menschen bleiben. Das ist so deren Grundüberzeugung eigentlich und das ethische Grundprinzip in diesem Schwarm. Jetzt sagen die halt, wir halten alle zusammen, auch wenn wir uns vielleicht nicht leiden können oder manche von uns sich gegenseitig nicht leiden können. Wenn wir angegriffen werden, stehen wir alle zusammen. Wir wollen nicht, dass eines dieser 30 Großraumschiffe verloren geht, weil wir dann halt immer weniger werden und irgendwann gibt es uns nicht mehr. Und auf der ESOX war eben die Idee, wir verlieren dieses Schiff. Also wir verlieren dieses Schiff als Menschheit, weil die Leute, die dann darauf leben, sind keine Menschen mehr. Also was immer sie dann sind. Aber wenn ich nicht mehr mit meinen Sinnen die Welt erfahre, sondern nur noch in meinem Kopf, wenn ich nicht mehr meine eigenen Entscheidungen treffe, sondern jemand anders, nämlich eine Maschine für mich denkt, dann gebe ich so viel weg von dem, was die anderen halt als Menschlichkeit empfinden, dann bin ich irgendwann kein Mensch mehr. Und natürlich ist der Einwand berechtigt, dass das auf der Squid auch so ist, weil die auch mutieren und weil die auch ständig das tun, was die gütige Mutter will, die auch kein Mensch ist und weil sie sich körperlich verändern. 5 Minuten. Aber Das ist irgendwo dann die Kunst des Möglichen. Also die sind nicht froh darüber, aber die Squid ist die Squid. Ja, also das ist immer, letztlich geht es dann darum, worauf kann man sich einigen, kann man... Ja, die Borg, ja. 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 Ja.
Ja, nee, also die hatten nicht die Sorge, dass die dann auf die anderen Schiffe übergreifen, aber die hatten die Sorge, dass ein Dreißigstel der Menschheit über den Deister geht, sozusagen. Bitte? Besuchen die sich untereinander? Das ist die Frage, wie befreundet die Schiffe untereinander sind. Die Squid ist auf der einen Seite sehr zurückhaltend, also sie möchten eigentlich keine Ungläubigen in dem Sinne an Bord haben, weil die alles durcheinander bringen und sowieso keine Ahnung haben und dann kommen die auch nicht damit klar, dass man da in der Schwerkraft rumrennen kann. Die sind ja das Schweben gewohnt, also die machen nur Terz. Aber auf der anderen Seite ist sie, dadurch, dass die mit dieser Biologie und dem menschlichen Körper und den Veränderungen des Körpers so vertraut sind, ist sie auch fast so was wie ein Lazarettschiff. Wenn es dann wirklich mal knallt, dann nehmen die gerne irgendwelche Verletzten auf, in so bestimmten Bereichen ihres Schiffes, bevor die dann wieder zurückgestellt werden können an ihre Heimatschiffe. Aber es kommt sehr darauf an, wie diese Schiffe untereinander sind. Also man kann sich diesen ganzen Schwarm an Raumschiffen so ein bisschen vorstellen wie die UNO im Weltall. Und da gibt es eben Befreundete und weniger Befreundete drin. Und es gibt auch Fraktionen und alles Mögliche. Wir haben noch 3 Minuten. Also eine Frage könnten wir noch. Bitte? Die Esox und die Marlin. Genau. Die Esox und die Squid, ja. Gibt es in dem, weil ich jetzt auch noch kein Zunehmen gelesen habe, gibt es noch andere stark ausgeprägte, also in der Geschichte stark ausgeprägte Schiffe, die eine Rolle spielen und haben die dann, wie sieht dann deren Kultur aus? Ja, also es gibt noch. Die Marlin werden jetzt wahrscheinlich ein paar schmunzeln, das ist die Piratenpartei im Weltraum. Also die haben Liquid Democracy, das fand ich immer als Idee sehr schön. Es setzt aber voraus, dass man eine hohe Technisierungsgrad hat. Also über alles wird abgestimmt, werden keine Parteien gewählt, sondern es wird über jede Sachfrage immer ständig abgestimmt. Aber nicht jeder hat eine Stimme, sondern je nachdem, wie viel Ahnung ich von dem Themengebiet habe, ich kann mich also lebenslang vorbilden und kann irgendwelche gerade da erreichen. Ja. Und je nachdem, wie schlau ich und wie kompetent ich in dem jeweiligen Themengebiet bin, desto mehr Stimmgewicht habe ich bei dieser Abstimmung. Also vielleicht ist meine Stimme nur, zählt vielleicht nur 2 und die vom Herrn in der ersten Reihe zählt 17 oder so, weil er halt einen höheren Level hat in dem jeweiligen Fachgebiet. Das ist eine Expertokratie, ne? Also so nennt sich das. Und die sind stark ausgearbeitet, weil da mehrere Hauptfiguren herkommen, unter anderem Kara Yeskon, nämlich diese Diplomatin, die dann auf die Esox kommt. Habe ich da nicht einen schönen Bogen gefunden? Also ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben ja einen Stand, der Bernhard Hennen und ich, glauben Sie ihm nicht, wenn er irgendwas mir Weinen und Nachos erzählt, da können Sie milde lächeln drüber hinweggehen. Ansonsten finden Sie mich da auch. Und dann kann ich Ihnen auch meine Bücher aufschwatzen, wenn Sie dann da vorbeikommen. Und ich signiere Ihnen die auch gerne. Und wir können auch sonst gerne ein bisschen miteinander quasseln. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch auf dem Booker. So, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich möchte vorweg etwas loswerden. Und zwar erstmal Dankeschön, dass ihr alle da seid. Das ist, finde ich, großartig, dass ihr mir eine halbe Stunde eures Lebens schenkt und mir zuhört. Das ist großartig. Deswegen nochmal Dankeschön. Ich muss noch was vorweg sagen. Ich bin Legastheniker. Das heißt, lese Rechtschreibschwäche. Wenn es im Text hakt, stolpert, klemmt. Ich habe keinen Schlaganfall. Ihr müsst also nicht den Notarzt rufen. Das ist einfach nur Legasthenie. So. Also, ich möchte euch von Gondwana berichten. Eine Welt, die einst beherrscht wurde von Elfen und Zwergen, die in friedlicher Eintracht nebeneinander herlebten, so wie Zwerge und Elfen das nur tun können. Eines Tages rauschte die Faust der Götter auf die Welt hernieder und beendete das Leben, wie es war, schlug die Zivilisation dieser Welt in Trümmern und zurück blieben traumatisierte Völker. Die Elfen in Schockstarre verfallen, die Zwerge von ihren Erinnerungen überwältigt, fanden keinen neuen Ansatz und im Schatten dieser Apokalypse erhob sich ein neues Volk. Stinkend, kurzlebig, mit runden Ohren, widerlich und versessen auf
immer mehr Macht und Zuwachs und so weiter. Die Menschen haben die Welt von Gondwana betreten. Die Elfen raffen sich wieder ein bisschen zusammen und versuchen, ihre Welt zurückzuerobern. Es kommt zu Kriegen. Die Elfen verlieren anhand ihrer Minderzahl, sind heute nur noch Vagabunden, leben so im Rand von Städte, verdienen sich als Tagelöhner oder als Diebe. Wenn überhaupt ein Elf mal auf die Idee kommt, seinen Herrschaftsanspruch noch einmal geltend zu machen gegenüber den hiesigen Fürsten, dann sieht er sich schnell einen Kopf kürzer, von oben in der Regel, oder wird aufgehängt. Also solche Rebellionen gab es schon viele. Was ist also mit den Zwergen passiert? Das ist noch was ganz anderes. Zwerge haben ein Problem, was ihnen vorher immer als zum Vorteil gereichte. Ihr Blut. Denn Zwerge sind sterblich, leben zwar ein paar hundert Jahre, aber sind sterblich immerhin. Und die geben ihre Erinnerungen, ihre Handwerkskunst, ihre Kriegskunst, ihre Emotionen, ihre Freundschaft, ihre Feindschaft, geben sie über das Blut weiter. Das wird im Blut vererbt. Und die Zwerge heute haben alle in ihrem Blut die Erinnerungen an die Apokalypse. Sie sehen ihr Volk untergehen immer wieder und immer wieder und immer wieder und kommen zu nichts anderem mehr. Für sie gab es nur noch einen Ausweg. Man muss irgendwas verwenden, was man schon hat. Bier, halluzinogene Pilze hineingemischt. Die halfen dann beim Vergessen. Und heute sind sie dem Wahnsinn verfallen, weil wenn du nicht mehr weißt, wo du herkommst, wer du bist, verlierst du dich selbst. Und sie machen für den Schmerz, der immer wieder durchbricht, durch diesen Rausch, den sie da empfinden, durch das Pilzbier, die Menschen verantwortlich. Das heißt, sie sind eigentlich die Geißel der Menschheit geworden, denn von ihrem einzigen Heimstatt, von dem Immerberg, schicken sie unentwegt bestialische Maschinen, wie man sie hier auf dem Cover sieht. Das ist ja ein großer Saal, ihr seht das alles ganz deutlich. Schicken sie bestialische und martialische Maschinen immer in den Hang hinunter und versuchen da die Menschen damit auszulöschen. Es gibt sogenannte Wehrhöfe im Grenzbereich, die zu deren Aufgabe gehört es, einfach diese Maschinen, diese Angriffe abzuwehren, zu erkennen und abzuwehren. Da kommen wir auch später noch dazu. Das heißt, was die Apokalypse der Zwerge und der Elfen ist, ist eigentlich das Aufstreben des Menschenreiches. Ja. Gut. Kommen wir einfach zum Text, würde ich sagen. Hier beginnt die Geschichte. Gondwana, eine Welt im Krieg. Aus dem Norden fallen die Seefahrervölker auf Plünderfahrt über die Lande her. Im Westen erhebt sich das dunkle Reich, beseelt von grenzenloser Machtgier. Die Welt ist von magischen Strömungen durchsetzt, aus denen unheilvolle Kräfte ihre Macht ziehen. Auf einer abgeschiedenen Insel im Meer gelegen, stemmen sich die Magier diesen Machenschaften entgegen. Gleichzeitig klaffen in ganz Gondwana Sümpfe auf, als würde die Erde im Untergrund verfaulen. Aus ihnen strömen widerwärtige Krieger, die Nekaru, gierend nach Menschenfleisch. Nur im Südosten gibt es ein Königreich, das sich dieser Konflikte zum Trotz um Frieden und Eintracht bemüht. Deren Bürger lieben ihren König und wären bereit, ihr Leben einzusetzen, um alle Gegner des Reiches zurückzuschlagen. Von alledem wusste Fagil nichts. Für ihn und sein Volk gab es nur einen einzigen Feind, die Menschen. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, gaben die Zwerge die Schuld an ihrer Lage den Menschen. Nach dem großen Ereignis waren die Zwerge nicht mehr als ein Schatten ihrer einstigen Existenz. All ihr Wissen und ihre Handwerkskunst lagen in einem reißenden Dornbusch aus Schmerzen verborgen. Schaudernd nahm Fagil die Schreie seines sterbenden Volkes wahr. Hastig und mit zitternden Fingern griff er zur Flasche. Gierig trank er vom Pilzbier. Die Todesschreie erstarben augenblicklich. Der Alkohol ätzte ihm einige Haarsträhnen aus dem verfilzten Bart. Von schmerzstillender Wärme erfüllt, betrachtete er seine Konstruktion. 3 Räder, 2 vorne, eines hinten, mit einem Mechanismus versehen, der Äxte auf jeden niedergehen ließ, der vor die Gerätschaft geriet. Das Heck hatte er mit Steinen beschwert, dass das Mordwerkzeug nicht kippte. Verschwommen sah Fagil zu dem Wehrhof im Landesinneren hinunter. Friedlich lag dieser im Licht der aufgehenden Sonne, mehrere Kilometer vom Immerberg entfernt. Holzhäuser mit Palisaden geschützt, umgeben von Feldern, auf denen die verhassten Menschen herumstarksten.
Jetzt würde Fagil sie in seinem Schmerz teilhaben lassen. Sie mussten dafür büßen, dass sie sein Volk in den Ruin gestürzt hatten. Diese Konstruktion sollte Hunderte von ihnen in den Tod reißen. Ein zufriedenes Grinsen legte sich über sein ausgemergeltes Gesicht. Mit einem rülpsenden Lachen löste Fagil den Bremshebel. Doch die Maschine rührte sich nicht einen Finger breit. Oh, du Scheißteil! Schrie er auf und rammte den nackten Fuß gegen eines der Holzräder. Seine Zehen knirschten, doch der Tötungsapparat rührte sich nicht von der Stelle. Wutschnaubend taumelte Fagil um die Maschine herum. Mit aller Kraft stemmte sich der muskulöse Zwerg dagegen. Die Achsen knarrten, der Widerstand wurde geringer. Endlich geriet die Maschine ins Rollen. Fagil lachte erleichtert und sah der Konstruktion nach, die den Hang hinunterrumpelte, wobei sie Sträucher und kleine Bäume plattwalzte. Vom Getriebe in Gang gesetzt, ruckten die unzähligen Klingen bewehrten Arme nach vorne und wieder zurück. Jetzt bekamen die erbärmlichen Kreaturen, was sie verdienten. Es krachte weithin hörbar, als eines der Räder von der Tötungsmaschine abbrach. Die Achse setzte auf, riss die Maschine herum und der fragile Apparat barst in zwei. Lediglich Trümmer erreichten den Fuß des Immerberges. Fagil blinzelte und rieb sich die Augen. Das war nicht wirklich passiert. Skeptisch nahm er die Flasche zur Hand. Da stimmte wohl was mit dem Pilzbier nicht. Prüfend nahm er noch einen Schluck. Aber nein, mit dem Gebräu war alles in Ordnung. Zorn kochte in ihm hoch. Als die Wirklichkeit endlich in seinen trüben Verstand sickerte. Seine Maschine lag tatsächlich zerschmettert im Tal. Das konnte nur das Werk der Menschen sein. Bastarde! Schrie Fagil ins Tal hinab. Ich werde euch aus dieser Welt tilgen! Wütend stapfte er auf. Der Felsvorsprung gab überraschend nach. Der trunkene Zwerg verlor den letzten Rest seines Gleichgewichts und rutschte den Hang hinunter. Vergeblich suchte er nach Halt. Seine Finger glitten von scharfkantigen Felsen ab und rissen unzählige Sträucher aus. Es half nichts. Der Zwerg brüllte, als er sich mehrfach überschlug. Spitze Steine schlugen ihn von allen Seiten in den Leib. Mit einem finalen Schlag gegen den Kopf wurde es dunkel. Als Fagil erwachte, sank die Sonne am Horizont herab. Sein Herz pochte wie wild und seine Hände zitterten. Die aufkommende Unruhe ging sogleich in Panik über. Seinen schmerzenden Körper spürte Fagil kaum. Hektisch griff er nach seinem Gürtel, doch bei seinem Absturz hatte er die Notration Pilzbier verloren. Er sah sich verzweifelt um, doch die Flasche war nirgends zu sehen. Nur loses Geröll, ausgerissene Sträucher und Holztrümmer der abenteuerlichen Konstruktion. Nein, rief Fagil, als ihn vom innerem Auge das Bild einer Stadt aufblitzte, die sich vom Immerberg aus in den Himmel erstreckte. Hunderte Türme und tausende Häuser auf 7 Ebenen. Die Steine im Mauerwerk griffen perfekt ineinander. 20 Meter hohe Statuen säumten die Festungswände, die Helden des Zwergenvolkes. Gerbas, die größte Zwergenstadt, die sich nicht nur bis in die Wolken erhob, sondern auch auf 700 Ebenen ins Erdinnere wuchs. Fagis Blut war erfüllt von Erinnerungen an ihre Hauptstadt. Er sah sie so klar, als würde er sie jetzt gerade aus der Ferne betrachten. Am wolkenlosen Himmel darüber flammte eine Feuersbrunst auf. Flammen schlugen um die gewaltige Götterfaust, die direkt auf die Stadt niederging. Die entsetzlichen Angstschreie seines Volkes gingen in einem Donnergrollen unter, das sein Gehör zerfetzen wollte. Feuer umhüllte die Stadt, als die Götterfaust einschlug. Der Immerberg explodierte. Felsbrocken prasselten wie Hagel auf die umliegenden Zwergestädte nieder und schlugen sie in Trümmern. Magma ergoss sich aus dem Krater des Berges. Sie floss ins Tal, um jene Zwerge zu versengen, die sich vor der Katastrophe hatten retten können. Schreiend sah Fagil sein Volk untergehen. Das Zwergenblut vergaß nichts. Fagil spürte die Pein etlicher nachfolgender Generationen, die es nie gelernt hatten, ihren Verlust und den Schmerz zu überwinden. Tränen rannen über sein von Qual entstelltes Gesicht. Nein, nein, es war unmöglich, diese Pein zu ertragen. Vor seinem Auge gingen die Städte in Flammen auf. Die Zwerge rannten um ihr Leben, von Trümmern erschlagen, von Magma verbrannt. Eine erbärmliche Kreatur. Stecht sie ab, durchbrach eine Stimme die Schreie aus der Vergangenheit. Durch einen Tränenschleier sah Fagil, wie ein Schatten auf ihn fiel. Nein, wartet, hielt ihn jemand zurück. Seht doch, er leidet. Wie wir auch unter seinesgleichen.
Magister Lestrahl, ich weiß, als Magier liegt es euch im Blut, euch überall einzumischen, erklang die Stimme des Befehlshabers. Aber in dieser Angelegenheit bitte ich euch, mir zu vertrauen. Nur ein toter Zwerg, gebt mir nur eine Stunde. Wenn ich euch nicht vom Gegenteil überzeugen kann, dann macht mit ihm, was ihr wollt, sprach der, den sie Lestrahl nannten. In dem Moment ging Fagils Welt erneut in Flammen auf und der Schmerz in seinem Blut überwältigte ihn. So, ihr habt es unschwer erkannt, Fagil ist die Person oder der Zwerg und missgeht. Und natürlich wird er nicht getötet, sondern er wird in diesem Wehrhof aufgenommen. Das sind Wehrhöfler, die ihn da gefunden haben. Vielleicht sahen sie die Maschine abgehen und haben gesagt, ja gut, da schauen wir uns das mal an. Und dann haben sie den Zwerg gefunden und wie es die Art ist, natürlich tötet man die normalerweise. Aber so nicht. Und Magister Lestrahl ist ein Magier, der ist dafür bekannt, sich überall einzumischen. Und das hat seinen Nutzen gehabt, den Zwerg im Wehrhof aufzunehmen. Denn so ein Zwerg, wenn er richtig klar bei Verstand ist, dann ist er ein unvergleichlicher Handwerker. Und bei Fagil haben sie Glück. In seiner Blutlinie liegt es, also gibt es Meister, Schmiede und Bildhauer, beziehungsweise Steinmetze. Und das ist natürlich für so Abwehranlagen ist es unersetzbar. Und somit schwingt sich dieser Wehrhof zum erfolgreichsten und effektivsten Wehrhof im ganzen Land auf. Und deshalb wird er auch häufiger besucht, was natürlich jetzt schwierig ist. Gerade der Thronfolger Prinz Satrus, dem hat dieser Wehrhof sehr angetan und er kommt häufiger mal vorbei. Und das ist jetzt natürlich schwierig zu erklären, wobei hier diese Waffentechnik hat oder diese speziellen Abwehranlagen und so weiter. Und die sind alle, müssen sie natürlich vor diesem Prinzen immer verstecken. Und ich denke, ich werde euch noch daran teilhaben lassen, wie dieser Prinz auf den Wehrhof kommt. Zufällig ist der Magister Lestrahl ist mal wieder da. Wir haben 20 Jahre nach diesem Prolog haben wir hinter uns gelassen. Magister Lestrahl ist mal wieder zu Besuch und fragt, wie es Fagil so geht, diesem Zwerg. Und ihm geht es ganz gut. Er hat mittlerweile auch eine andere Zwergin ausgenüchtert, die mit ihm Heimstatt genommen hat in diesem Hof. Und sie sind gerade am dritten Zwerg dran. Also was jetzt auch wieder ein Problem ist für den Wehrhöfler, weil wie soll ich denn so viele Zwerge erklären? Ja, beziehungsweise allein ein Zwerg ist ja schon Hochverrat, den aufzunehmen. Und es geht aber auch noch um was anderes. Und zwar Lestrahl erkündigt sich nach Andiani, das ist die Tochter dieses Wehrhöflers, der Eduard genannt wird. Und die birgt auch noch ein finsteres Geheimnis, das im Laufe des Buches so eröffnet wird. Darüber soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich würde euch das nur mal mitteilen, in welcher Lage sich Eduard befindet, also dieser Wehrhöfler. Und ich denke, wir steigen einfach ein. Der Herold ist gerade eingeritten, ganz plötzlich. Prinz Satrus ist von einer diplomatischen Mission zurückgekommen und möchte jetzt hier Heimstatt nehmen. Wir befinden uns im Hellen Reich. Das Helle Reich ist sehr märchenhaft schon fast. Also man hat einen gütigen König, man hat ein williges Volk und so weiter. Und dementsprechend ist Prinz Satrus natürlich auch ja, eine andere Art Herrscher, wenn ich das so sagen darf. Ganz erstaunlich, kommentierte Lestrahl und trat heran. Was meint ihr? Fragte Eduard. Ich komme gerade aus dem dunklen Reich. Dort werden die Gutsherren nicht als gleichwertig angesehen, vielmehr als Leibeigene. Dieses Wort hatte Eduard noch nie gehört. Fragend zog er die Stirn kraus. Ja, das ist ein etwas höherer Stand als der eines Sklaven, erklärte der Magier. Was ein Sklave war, wusste Eduard sehr gut. Einmal hatte er einen Sklavenhändler in seinem Hof festgehalten, der aus dem dunklen Reich gekommen war und hier auf gute Geschäfte gehofft hatte. Dass man ihn der Gerichtsbarkeit überstellte, traf ihn völlig unvorbereitet. Eduard rief Remes, den ältesten seiner vier Söhne, herbei, damit dieser den Knechten und der Küche Bescheid gab. Die Ankunft des Prinzen versetzte den jungen Mann in helle Aufregung. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von ihrem hohen Besuch. Sofort fanden sich etliche Knechte und Mägde ein, um den Neuankömmling zu begrüßen. Der Prinz ließ nicht lange auf sich warten. An der Spitze seines Soldatentrosses ritt er in den Hof. Seine goldene Rüstung erstrahlte in der Nachmittagssonne. Über die Schultern ruhte ein blauer Umhang, sein goldblondes Haar wehte im Wind. Die beiden Ritter an des Prinzen Seite waren ähnlich prachtvoll gerüstet. Es war kaum zu glauben, dass sie diese Prunkrüstungen auch im Kampf trugen. Gefolgt wurden sie von einem Trupp Soldaten. Die trugen über ihren blankpolierten Rüstungen blaue Überwürfe. Als der Prinz sah, wie viele Menschen sich zusammengedrängten hatten, um ihn willkommen zu heißen, breitete er die Arme aus, als wolle er sie alle umarmen. »Seid mir gegrüßt«, rief er fröhlich. Satrus lenkte sein Pferd neben Eduard und schwang sich aus dem Sattel, wobei er die Zähne zusammenbiss.
Ein Knecht eilte herbei, um ihm aus dem Steigbügel zu helfen. Ein anderer nahm ihm das Ross ab. Kaum hatte der Prinz den Boden berührt, gingen alle Anwesenden auf die Knie. Magister Lestrale hingegen senkte lediglich sein Haupt. Der Prinz ließ seine rechte Schulter kreisen, wobei er die Stirn in Falten legte. Huldvoll hob er die linke Hand. »Bitte erhebt euch, ich bin noch nicht mein Vater.« Kleidung raschelte, als sich die Menge aufrichtete. »Edor«, der Prinz kam mit strahlenweißem Grinsen auf den Gutsherr zugeschritten, »es ist schön, euch zu sehen. Mein Prinz, die Ehre, euch zu empfangen, es ist mir eine Ehre, euch empfangen zu dürfen«, hielt Edor sich an die Etikette. »Nein, nein, es ist mir eine Ehre. Ihr wisst, ich komme gerade aus dem dunklen Reich, dort ist alles so schroff, so roh, so widerlich«, plauderte der Prinz. »Hier in meinem Hof dagegen, es ist eine wahre Freude. Es ist alles so symmetrisch, aufgeräumt. Das Holz der Häuser ist gepflegt und glatt. Hieran erkennt man, dass euch das Leben etwas bedeutet. Nur dieser Schuppen da, der will nicht so recht ins Bild passen.« Er wies auf einen kleinen, unscheinbaren Bau, der zentral in der Mitte des Hofes lag. »Was habt ihr euch denn dabei gedacht?« An dem Bauwerk nahmen viele Besucher Anstoß. »Ein Küchenlager«, redete sich der Gutsherr heraus. Dies war nicht einmal gelogen. Er verschwieg allerdings die Bodenklappe, die sich darin befand und direkt in einen alten Zwergenstollen führte. Glücklicherweise lag dieser so tief, dass Fagils Schmiedelärm nicht bis an die Oberfläche drang, denn der Zwerg war unermüdlich, Tag und Nacht bei der Arbeit. »Mein Koch bestand auf ein Lager in der Nähe des Haupthauses. Er ist sehr ungeduldig.« »Bei seinen Kochkünsten sei ihm der Frevel verziehen«, sprach Satrus großzügig. »Habt ihr euch verletzt?«, fragte Lestrale von weiter hinten. »Was meint ihr?«, entgegnete Satrus. Der Magier wies auf die rechte Schulter des Prinzen. »Oh ja«, lachte dieser, »selbst mit 30 Jahren hat mich der jugendliche Leichtsinn noch nicht verlassen. Ich habe tatsächlich geglaubt, ich könnte ohne Knappen in voller Rüstung auf das Pferd steigen. Also streng genommen ist mir das auch gelungen, aber ich bin auf der anderen Seite wieder runtergefallen«, grinste er verlegen. »Ich habe meinen Herold noch nie so lachen hören.« Er funkelte den Mann grimmig an. Der gespielte Zorn des Prinzen hielt sich jedoch nicht lange und mündete in einem strahlenden Lächeln. Man sieht auch oder hört, dass Satrus sich selber als Herrscher gar nicht so wirklich ernst nimmt. Und ob das jetzt Kalkül ist oder ob der tatsächlich der netteste, freundlichste Mensch der Welt ist, dazu kann ich nur das Buch hier empfehlen. Mein Problem ist jetzt, ich habe das Buch bestellt bei meinem Self-Publishing-Dienst und wir haben echt hart daran gearbeitet, das noch fertig zu bekommen, aber es ist leider nicht mehr bei mir angekommen. Das heißt, das Einzige, was ich anbieten kann, ist dieser Flyer hier und dann könnt es ihr günstig erwerben bei Amazon, wo ihr es halt immer auch kaufen wollt. Ansonsten, wenn euch die Welt interessiert, habe ich auch noch dieses Buch. Da erzähle ich euch gerne auch am Stand noch etwas darüber. Aber ich möchte gerne noch auf eure Fragen eingehen, die letzten 6 Minuten, die wir noch haben. Gibt es denn welche? Ja, bitte. Ich würde interessieren, Sie haben vorhin schon angekündigt, dass mehrere Bücher in dieser Welt spielen. Sind die Reihen sich abgeschlossen voneinander? Also es ist so, dass das erste Elfenbuch, man kann es tatsächlich alleine lesen. Das geht. Ansonsten, wenn man den zweiten Band liest, dann muss man die Trilogie, sollte man schon zu Ende bringen. Aber ansonsten versuche ich immer, die auch sehr abgeschlossen zu schreiben. Auch das Zwergebuch zum Beispiel, das spielt in derselben Welt, hat aber mit den Elfen insofern nichts zu tun. Im dritten Buch ist allerdings Magister Lestrale wieder anwesend, weil er sich es nicht nehmen lassen will, bei der Expedition zum letzten Kontinent, so wie der Krateno genannt wird, dabei zu sein. Also das, aber trotzdem, man versteht den Charakter auch, ohne dass man das eine Buch oder das andere Buch gelesen hat. Ja. Aber es ist dieselbe Welt, klar, dass immer wieder irgendwelche Leute auftauchen, die man vielleicht schon kennt. Aber ich persönlich als Leser mag das sehr gerne, wenn ich dann Charaktere antreffe, die ich schon von woanders kenne und die wieder mit dabei sind. Ja. Was war die Inspiration? Also die Inspiration, da fragst du was, war eigentlich ein guter Freund sozusagen. Wir hatten diese Welt erschaffen, weil wir ein großes Tabletop-Strategiespiel wie Warhammer erstellen wollten. Das ist natürlich an der Größe, an dem Umfang gescheitert und so weiter. Die Welt bestand und stand mir als Autor zur Verfügung und deswegen habe ich diese Welt so genommen. Und das war eigentlich schon die größte Inspiration dieser Welt. Wir hatten einen Freund dabei, der wollte alle mythischen Monster als Armee verpackt haben und deswegen musste es Krateno geben, diesen Kontinent, wo es eben alle lauter Monster ihr Unwesen treiben. Und ich habe gedacht, wie packt man das in die Welt? Und dann so habe ich gedacht, da sind überhaupt keine Elfen mehr auf ihrem einzigen Heimatkontinent und so entstand es dann die Idee, da Bücher zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, was
wäre denn, wenn da tatsächlich Elfen überlebt hätten? Genau, aber ansonsten über die Inspiration und so weiter, ich meine, da könnte man Bücher damit füllen, wo das herkommt. Ja, da hinten war noch. Ja, du schreibst irgendwie, dass die Faust der Götter, die diese Welt zerschlagen hat, gibt dafür irgendwie einen Grund oder ist das einfach? Das wissen die halt nicht so wirklich. Die Zwerge haben die Erinnerung an die Zeit verloren, die wissen auch nicht, das traf sie aus heiterem Himmel, das kommt tatsächlich im Zwergebuch oftmals zur Sprache, weil klar, sie müssen sich ja immer wieder mit dem Schmerz auseinandersetzen. Aber sie wissen es tatsächlich nicht so wirklich. Im Laufe der Elfentrilogie kommt ein Protagonist, der kommt ihnen schon recht nahe. Und es ist auch immer irgendwie das Bestreben auch der Magier, die Welt zu ergründen und zu schauen, wo sie denn herkommen, beziehungsweise was in der Vergangenheit stattgefunden hat, was sie denn noch lernen können und so draus. Und der sind natürlich auch immer auf der Suche nach diesem großen Ereignis, wie es genannt wird. Ja. Aber es wird immer noch nicht so ganz aufgelöst. Aber man kriegt schon eine große Ahnung von dem, was passiert sein könnte. Ja. Ja. Das weiß ich noch nicht, genau. Also weil ich sehr unplanmäßig schreibe, wenn ich für mich schreibe, dann kann es sein, dass es wird auf jeden Fall ein Band geben, da drin kommen wahrscheinlich die Zwerge auch gar nicht vor, da werden eher die Dämonenjäger im Fokus stehen, weil die gibt es nämlich auch noch. Und ich möchte natürlich das zum Schluss zusammenführen, das ist die Frage, ob ich es am Ende dieses zweiten Bandes mache, je nachdem, oder ob noch ein dritter Band rauskommt. Ich fürchte fast, das kennen alle Fantastikautoren, ohne dritten Band lässt man uns nicht gehen, deswegen wird es wahrscheinlich auch einen dritten Band geben. Aber man kann auch diesen Band wieder, nee, kann man nicht. Nee, die Geschichte um Fagil ist tatsächlich, kommt zum Abschluss, aber es gibt eine andere Geschichte, die wird da nur angedeutet und der Handlungsstrang wäre zu komplex, als dass ich den damit erzählt hätte können. Also da wäre das Buch dreimal so dick geworden und der wird eben in einem separaten Handlungsstrang erzählt und es ist eigentlich das andere Buch, das dazu kommt. Genau. Deswegen, wenn man daran interessiert ist, dann sollte man auf das nächste Buch warten. Nächstes Jahr, Juni. Wenn mein Künstler mitmacht. Okay, nächstes Jahr Juni. Gut, wir haben noch eine Minute, vielleicht haben wir noch eine Frage. Und wenn nicht, möchte ich mich natürlich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken, dass ihr hier dem Spektakel beigewohnt habt. Und wenn ihr noch Bock habt und Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, ich habe draußen auch noch einen Stand, der Treff könnt ihr mich jederzeit antreffen, noch solange die BookCon währt, dann bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. So, ich sitze hier zusammen mit dem Philipp von Nerd gegen Stefan. Hallo Philipp. Hallo. Der Philipp war nicht ganz so leicht zu überzeugen, dass er mal ins Mikrofon redet. Er wollte eigentlich nur ein bisschen Smalltalk halten, aber ich habe gesagt, wenn er schon mal hier ist, dann kann er gleich seinen Podcast pluggen. Und am Anfang möchte ich mal erklärt haben, warum heißt das Ganze Nerd gegen Stefan? Weil du machst das ja mit deinem Kumpel Herbert. Und erklär mal, was hat Nerd gegen Stefan jetzt für eine Bewandtnis? Genau, das ist eine Anekdote von früher. Also erstmal, der Podcast ist quasi ein Unterprojekt von dem Blog. Der Blog heißt nerds-gegen-stefan.de und das ist eine Anekdote von früher. Stefan ist mein bester Kumpel und wir haben immer sehr viel Tabletop und so gespielt, auch in größeren Gruppen. Und Stefan ist halt theoretischer Physiker, so wie Sheldon aus Big Bang Theory. Und der kann halt Wahrscheinlichkeiten rechnen und alles, also der gewinnt eigentlich immer. Und irgendwann haben wir uns zusammengeschlossen, alle anderen Freunde, als Team Nerds gegen Stefan. Hat auch nicht viel gebracht, aber wir hatten zumindest einen coolen Namen für unseren Blog und haben dann beschlossen irgendwann, der Herbert ist auch ein Spielkumpel von mir, wir könnten ja eigentlich mal auch andere dran teilhaben lassen, wenn wir uns unterhalten über Filme oder so, wir gucken sehr viele Filme zusammen oder lesen mal Bücher oder zocken Games. Da habe ich gesagt, komm, wir nehmen das mal ein bisschen auf und mal gucken, ob es jemand hören möchte. Und ein paar Leute wollen es tatsächlich hören. Was sind denn so eure Themenschwerpunkte? Weil ich habe mir das auch so angeguckt, so vom Namen und von Nerd gegen Stefan konnte ich jetzt vom Inhalt noch nichts deuten, ne? Weil das Nerd-Wissenschaften ist ja jetzt mittlerweile ein sehr breites Feld. Was sind eure Hauptthemen? Hauptsächlich geht es bei uns um Populärkultur. Also einmal Comics, Romane, aber auch viel Rollenspiel und Brettspiel. Also im Prinzip Freizeitaktivitäten, die wir zusammen unternehmen und wo wir dann drüber erzählen. Neben den normalen unseren Spielerfahrungen, wenn wir mal eine Rezension erzählen, ob uns was gefallen hat oder nicht, sind auch zum Beispiel, wenn wir auf Messen sind oder auf Cons, wo wir unsere Erfahrungen wiedergeben.
Was sind denn bei den Comics zum Beispiel deine Schwerpunkte? Was liest du besonders gern? Ich bin tatsächlich eher ein großer Fan von ernsteren Graphic Novels. Also weniger in diese Superhelden-Genre, obwohl ich mich doch mal so abends zum Einschlafen ist es ganz gut. Aber gerade wenn ich mal Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, bin ich eher für diese ernsteren Themen, teilweise ins Biografische. Was ich zum Beispiel letztens hatte, das ist vom Verlag Feder und Schwert, der erste Spielleiter. Das ist wahrscheinlich das nötigste Thema überhaupt, weil es geht um den Erfinder von Dungeons & Dragons, was ja das erste richtige Rollenspiel war. Und mein allerliebster Comic, das sagt vielleicht viel aus, was für Comics ich gerne mag, ist zum Beispiel Blankets. Und so auf zweiter Stelle Watchmen, obwohl das schon mehr in Richtung Superhelden geht. Okay, also du bist da breit aufgestellt, auch ein bisschen franco-belgisch oder Mangas, sind ja auch so Sparten. Mangas kann ich jetzt nicht so viel anfangen, franco-belgisch tatsächlich sehr viel. Splitter Verlag bringt ja sehr viel raus, was ich sehr viel lese, oder Bunte Dimensionen, die gehen dann zwar meistens eher in die so militärische Reakte, aber so ab und zu als Unterhaltung zwischendurch sind die eigentlich sehr gut zu lesen. Okay, und welche Rollenspiele und Tabletops machst du aktuell? Vom Tabletop bin ich ein bisschen zurückgezogen. Was ich sehr gerne mag, ist zum Beispiel das Tactics, wobei man da sicherlich streiten kann, ob das, weil man nicht frei sich bewegen kann, sondern auf einem Gittermodell spielt, ob das nicht eher ein Brettspiel wäre. Rollenspielmäßig mag ich Spiele, die so eine Mischung sind aus guter Story und interessanter Spielwelt und schon ein bisschen taktischer Mechanik. Also ich mag sehr gerne zum Beispiel Space 1889, das ist so ein Steampunk-Rollenspiel. Dann Contact, das taktische UFO-Rollenspiel, das ist ungefähr so das härteste, was ich spiele, wo du so eine kleine Truppe an Alien-Jägern spielst in der Zukunft, die versucht, die UFOs abzuwehren. Und zurzeit, Herbert und ich sind dabei, uns so ein bisschen in Dungeon-Crawler einzuarbeiten, also so eher klassische Rollenspiele, wo du einfach runtergehst in eine Höhle und verlierst und ein paar Monster verklopst. Okay, und warum Herbert? Wie ergänzt dich der Herbert? Wir haben so ein bisschen so zwei Rollen. Ich versuche immer so ein bisschen der Ernste zu sein, der so ein bisschen die Fakten nennt. Und Herbert ist so ein bisschen zynisch, so ironisch. Tatsächlich, das würde er natürlich nie zugeben, aber als er mal studiert hat, hat er sich so ein bisschen Geld dazu verdient als Kabarettist. Und da kommen noch so ein paar alte Sprüche her und so ein paar Versuche, das Ganze humoristisch zu gestalten. Sein Humor ist manchmal ein bisschen seltsam. Es ist manchmal aber auch für mich ein bisschen schwer, ihn wieder zurückzuführen auf das eigentliche Thema, was wir vorhaben in unserer Podcast-Folge. Aber ich denke, wir ergänzen uns eigentlich ganz gut. Und ich glaube, man merkt auch, dass wir uns harmonieren, dass wir uns sehr gerne mögen. Okay, und wenn man euch hören will oder sehen will, wo findet man euch im Netz? Am einfachsten wäre zu gucken bei www.nerds-gegen-stefan.de und dann auf dem Unterpunkt Podcast. Okay, sonst, was habt ihr da auf dieser Homepage noch drauf, weil du sagst Unterpunkt Podcast? Ansonsten auf meinem Blog sind halt die ganzen Rezensionen, also von Comics, Literatur, Rollenspielen, allem drum und dran und auch die Con- und Messeberichte. Manchmal führe ich auch Interviews, gerade mehr so in der Indie-Ecke mit jungen Autoren oder Nachwuchszeichnern und Nachwuchsspieleentwicklern, weil das interessiert die Leute. Mich interessiert es persönlich auch sehr gerne und man knüpft ein bisschen Kontakte. Okay, und wir sind heute natürlich auf dem Bukon. Ich habe ja gehört, es heißt der Bukon. Was hast du dir heute schon angeguckt und wie war das? Wer noch nie auf der Bukon war oder auf dem Bukon war, tatsächlich, man kommt gar nicht zu so viel, wenn man wenigstens mal so ein, zwei Leute gesehen hat. Weil es ist, du weißt es ja auch, man kommt so alle zwei Meter, dann trifft man schon jemanden, den man gesehen hat. Die wollen dann alle knuddeln und mit einem erzählen. Also ich habe, glaube ich, 5 Stunden, 6 Stunden gebraucht, um überhaupt einmal durch dieses doch recht kleine Gebäude durchzukommen. Gesehen habe ich unter anderem schon Robert Hamburger. Erik Nurweg ist sein Künstlername. Der hat Oscuridad, Absturz ins Ungewisse gemacht. Das ist der erste Roman zum Contact-Rollenspiel. Auch wenn sie das natürlich verheimlichen, weil Contact ist jetzt nicht so das populäre Rollenspiel. Und ich habe Felix Münter gesehen, der hat einen Splittermond-Roman vorgestellt. Und da Felix Münter mein absoluter Lieblingsautor ist, musste ich ihn natürlich auch sehen, habe ihn auch für den Podcast ein paar Fragen gestellt und mir noch ganz geheime Infos geholt für zukünftige Projekte. Sehr gut. Und zum Abschluss, was liest du denn aktuell gerade so? Aktuell lese ich zum Beispiel die Black Hammer-Reihe von Splitter und Kill or Be Killed.
was mich persönlich am meisten überrascht hat, weil die Reihe könnte so viel falsch machen und macht alles richtig. Das ist begeisternd. Ja, romanmäßig habe ich zum Beispiel die Herbstlande-Anthologie mir jetzt zugelegt vom Verlag Thorsten Loh. Nachdem der Hauptroman schon sehr unterhaltsam war, jetzt eine Anthologie mit vielen Kurzgeschichten in dieser märchenhaften Welt. Das klang interessant, habe ich gedacht, komm, liest einfach mal. Okay, und noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Seid stolz darauf, Nerds zu sein, habt Spaß an Comics, an Rollenspiel, was euch Spaß macht, seid einfach stolz drauf. Amen, vielen Dank. Tschüss. So, auf Empfehlung von Tanya Tales habe ich jetzt hier Nimrodus sitzen, einen weiteren Autoren. Grüß dich, stell dich mal vor. Hallo, ich bin Nimrodus. Ich komme aus Hessen, ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Bin begeisterter Fantasy-Leser, Science-Fiction-Leser und Buchautor. Ich bin Fantasy-Autor, allerdings auch Gedichte. Ein Gedichtband habe ich geschrieben mit Liebesgedichte. Und ein Buch mit Liebesromanen. Aber der achteilige Fantasy, der Bannwald, liegt mir zurzeit sehr am Herzen. Es ist eine Urban Fantasy, die in der Gegenwart spielt, auch auf unserem Planeten spielt, im Hier und Jetzt. Sie spielt in unserem Land und fängt ganz unmagisch an mit einer Journalistin, die auf ein Interview aus ist mit einem Waldarbeiter, um ein anstehendes Ereignis aufzuarbeiten und auch als einer der Ersten darüber zu berichten. Sie besucht den Waldarbeiter und kommt dann in den Bannwald, ein Bereich im Wald, der nur den Magiern gehört und der von normalen Menschen nicht mehr betreten werden darf, weil ein Bann darüber gelegt wurde, der in 8 Tagen fallen soll. Jedes Buch beschreibt einen Tag im Leben der Protagonisten. Sie lernt im Wald die ganze magische Gemeinde kennen und sie lernt auch selbst mit Magie umzugehen. Für sie ist das etwas Unbegreifliches. Sie arbeitet da mit sehr viel Ironie, mit Sarkasmus, ist sehr hinterfragend und geht auch den Magiern da ein bisschen auf die Nerven, aber das Ganze ist recht lustig aufgebaut, können Jugendliche wie Erwachsene genauso lesen und ist auch explizit für Nicht-Fantasy-Leser ein recht guter Einstieg. Ich beschreibe darin den Ursprung der Magie, auch die verschiedenen magischen Rassen, wo die Magie herkommt, wie sie wirkt, wie alt die Rassenunterschiede sind, wie die Lebensalter sind, der verschiedenen Wesen. Und ja, es spielt in Bayern, in Rheinland-Pfalz, in der Schweiz, kommen noch weitere Orte hinzu. Und Irene, die Protagonistin, stellt sehr schnell fest, dass die Magier genauso dogmatisch denken, wie es die nicht-magischen Außen auch machen. Und sie kommt oft mit den Magiern, gerade mit dem Chef der Magier, hintereinander und hat da einige Dispute zu führen. Und überraschenderweise ist sie diejenige, die im Laufe der Geschichten immer mehr Magie entwickelt und auch Spontanzauber wirken kann, was die Magier absolut nicht verstehen. Für die ist das alles, Magie ist eine Melodie oder ein Gesang, ein Gedicht, etwas, was Zeit braucht. Und Spontanzauber wie bei Harry Potter funktionieren bei den Magiern nicht. Aber Irene macht das alles anders und wurschtelt sich so durch die Geschichten. Und Band 1 bis 3 sind erschienen, am 4. arbeite ich gerade und 8 werden es dann insgesamt werden. Okay, und die sind wo erschienen? Die sind erschienen bei BOD, im Selbstpublishing. Okay, und was sind deine Inspirationsquellen? Meine Inspirationsquellen sind Waldspaziergänge. Ich bin eigentlich beim Gedichteschreiben gewesen und nach der Arbeit durch den Wald gelaufen und habe dort Waldarbeiter gesehen, wie sie horrende viel Bäume gefällt haben und wollte darüber erst ein Gedicht schreiben. Das habe ich meiner Lektorin vorgelegt, die sagte, ist zu lang, mach eine Kurzgeschichte. Dann habe ich eine Kurzgeschichte draus gemacht und da sagt sie, Junge, das ist viel zu viel, da kannst du auch gleich einen Roman schreiben. Und der Rest ist dann, ja, Fantasie, eben Fantasy. Okay. Wann war der Moment, dass du gesagt hast, also ich muss jetzt unbedingt was schreiben? Also
meistens ist man ja vorher so ein bisschen Leser, man liest gerne, aber du hast dich ja irgendwann entschlossen, du möchtest gerne Autor sein. Was gab es denn Auslöser? Ja, ein Auslöser war eine Erkrankung meinerseits. Ich bin ja in meiner Jugend erkrankt an einer unheilbaren Krankheit. Und die Tatsache oder die Diagnose des Arztes, sie sitzen in 5 Jahren im Rollstuhl und haben vielleicht noch 10, 20 Jahre zu leben, das macht nachdenklich. Man ändert sein Leben ab. Und ich habe viel nachgedacht, auch viel auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit und habe dann viele Dinge geschrieben, gerade über Menschlichkeit, über das, wie wir miteinander umgehen. Was dann auch der Grund war für mich, irgendwann mal die ganzen Dinge zusammenzufassen. Und irgendwann habe ich darüber ein Buch geschrieben, das habe ich dann veröffentlicht und das hat sich entwickelt. Dann kamen die Gedichte dazu, dann Liebesromane und mittlerweile ist es die Fantasy. Okay, und wenn man dich finden will im Netz, wo findet man dich und deine Bücher? Nimrodus.de, Webseite, und ich bin weltweit in jeder Buchhandlung zu beziehen. Alle Bücher haben ISBN. Ich bin auf Twitter und auf Facebook unterwegs, Autor Nimrodus. Ist überall zu finden und bei Amazon genauso wie bei Libri und allen anderen Buchhandlungen zu beziehen. Okay, und wie sind deine Erfahrungen jetzt mit dem Self-Publishing? Es war nie mein Wunsch, das so zu machen. Ich war ursprünglich bei einem Verlag in Norderstedt. Der wurde allerdings dann von einem polnischen Giganten aufgekauft. Und in der Eile der Übergabe hat er uns geraten, nicht zu diesem Riesen zu gehen und hat uns als gesamtes Autorenpool dann an BOD kostenfrei übergeben. Das heißt, die BOD hat dann alles übernommen und hat uns eingepflegt. Und es ist recht einfach, da zu arbeiten. Es ist leicht, seine Dinge und seine Werke zu publizieren. Es gibt genügend Unterstützung, wenn man sie nötig hat. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich muss sagen, ist ein sehr attraktiver Partner. Wenn jetzt ein großer Verlag kommen würde und würde sagen, wir würden es gern bringen, wärst du abgeneigt? Abgeneigt ist man als Autor grundsätzlich nie, denke ich. Ich denke, es ist eine Frage des Gebens und Nehmens. Beide Seiten müssen ihre Vorteile davon haben. Und das muss sich entwickeln. Sollte da ein Verlag kommen, ich werde es definitiv nicht negieren. Okay, das ist doch schon mal eine Ansage. So, du bist, denke ich mal, heute noch ein bisschen weiter auf der Buchhorn. Was wirst du dir noch angucken? Ich werde noch 1-2 Stände im Bereich Fantasy mehr unter die Lupe nehmen. Ich habe schon mit 1-2 Autoren gesprochen. Ja, wir haben uns ausgetauscht, auch schon Bücher ausgetauscht, schöne Fotos gemacht. Es ist sehr interessant hier. Ich muss gestehen, es ist mehr, als ich erwartet hatte. Okay, und dann hätte ich gerne noch von dir einen Buchtipp, der nicht dein Buch ist, das hast du ja schon vorgestellt, sondern einen anderen Buchtipp. Was sollte wirklich jeder lesen? Das Imago-Projekt. Mit dem Autor stand ich auch heute zusammen. Ist eine sehr interessante Geschichte. Er hat sehr viel Hintergrundwissen recherchiert, um das so auf die Beine zu stellen. Das Gespräch mit ihm war auch sehr interessant. Und es ist eine Schreibart und auch eine Art, an die Geschichte heranzugehen, die ich sehr inspirierend finde. Ist etwas, was absolut lesenswert ist. Sehr guter Tipp. Diese Lesung habe ich nämlich vorhin aufgenommen. ich hoffe, es hat mit der Soundqualität hingehauen. Ansonsten guckt euch das Buch an. Das ist ein sehr schöner Tipp. Ja, dann danke ich dir. Ich danke fürs Gespräch. Ciao. Ciao. So, jetzt habe ich zur Abwechslung mal jemand getroffen, den ich auch kenne, nämlich von YouTube. Es ist Dominik Schmeller, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, aber natürlich auch Autor ist. Hallo Dominik. Hallo, grüß dich. Erklär doch mal unseren Zuhörern, die dich vielleicht nicht kennen, was du machst. Ach, das ist nicht gar nicht so einfach. Also in erster Linie bin ich mal Autor. Das heißt, ich schreibe Bücher, vor allem Romane, Kurzgeschichten auch ab und zu mal. Und nebenbei lese ich auch ganz gerne natürlich. Und über die Bücher, die ich dann lese, erzähle ich was auf YouTube und mache so kleine Buchbesprechungen, sage ich immer. Rezensionen finde ich immer ein bisschen ein blödes Wort, weil das wirkt immer so hochtrabend, als würdest du da, weiß ich nicht, den neuen Kafka vorstellen oder sowas. Buchbesprechungen, und was mir halt wichtig ist, dass ich immer einen Aspekt rausgreife aus den Büchern, sozusagen, den ich aus Autorensicht dort finde. Zum Beispiel, wenn irgendein Charakter interessant ist, versuche ich das immer ein bisschen aufzuschlüsseln. Warum ist der Charakter interessant aus Autorensicht und wie wird der von dem jeweiligen Autor dann eingeführt, dieser Charakter, in die Geschichte? Und ja, ich versuche eben diesen Aspekt so ein bisschen rauszubringen.
nebenbei mache ich auch immer mal wieder ein paar Videos über mich als Autor, wie ich, also was für Projekte ich gerade mache, wie ich die aufbaue, wie ich an Projekte rangehe, diese Geschichten. Okay, und was schreibst du für Bücher? Also ich schreibe High Fantasy, meistens. Mein neuestes Projekt ist die Flatrea-Saga, die kam jetzt beim Manticore Verlag raus, letztes Jahr der erste Teil. Das Relikt der Flatrea war ursprünglich mal geplant als Dreiteiler, jetzt wird dann demnächst der zweite Teil rauskommen. Aber ich habe jetzt im Sommer den dritten Teil geplottet, habe mich da hingesetzt und habe gedacht, okay, wie muss die Geschichte aufhören? Und habe dann festgestellt, das ist einfach so unglaublich viel noch zu erzählen. Und die Leser wären wahrscheinlich enttäuscht, wenn das nach dem dritten Teil einfach so abrupt aufhört. Und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen, dass es wohl auch vier Teile werden sollen. Tetralogie nennt man das wohl, habe ich nachgeschaut. Die Leute, die ich auf dem Buchhorn angesprochen habe, die haben erstmal ein bisschen komisch geschaut und haben gefragt, wie viele Teile sind das? Und ich muss natürlich vorher mit meinem Verlag drüber reden. Und der Manticore Verlag hat Gott sei Dank gesagt, ja, mach mal vier Teile, ist kein Problem. Weil sonst wäre es natürlich schade gewesen, dass dann irgendwie die Geschichte so abzubrechen einfach. Flatrea ist wirklich eine klassische High-Fantasy-Geschichte. Dann geht es um eine junge Frau, die als Findelkind, also so als Säugling in einem Wald gefunden wird und nicht weiß, wo sie eigentlich hingehört. Und im Laufe der Zeit, also sie ist dann so 17 Jahre alt, findet sie eben heraus, dass sie von einem Volk abstammt, das verschwunden ist. Das hat in diesen Wäldern gelebt, ist aber einfach verschwunden und jetzt versucht sie eben herauszufinden, woher sie kommt. Okay, und weitere Bücher von dir? Also das war jetzt der aktuelle, wenn ich es richtig verstanden habe. Was hast du noch im Regal? Also ich hatte ein Buch tatsächlich, das aber inzwischen, das habe ich zurückgekauft, sagen wir mal so, oder zurückgenommen vom Verlag. Und weil ich möchte das Ganze in einer Reihe ausbauen und das sollte demnächst hoffentlich auch irgendwo unterkommen. Ist aber noch nicht so, so spruchreif. Ich habe auch jetzt ein Buch geschrieben gerade, für das ich jetzt dann dem nächsten Verlag suche. Da geht es um so ein, ist das so ein griechisches Setting, so ein antikes Setting, auch ein Fantasy-Roman, das aber so ein bisschen griechisch angehaucht ist, weil sonst hat man ja immer so klassische mittelalterliche Fantasy. Und da habe ich eben dann gedacht, okay, Griechenland ist eigentlich ganz cool, weil ich finde Griechenland an sich ganz nett, eine Antike ist ganz nett. Und da geht es darum, dass es eben dann eine Welt, die hat drei Monde, jeder Mond steht für einen Gott. Und eines Tages kollidieren zwei dieser Monde. Und das löst natürlich eine riesige Katastrophe auf dieser Welt aus. Dafür gibt es aber, wie gesagt, bis jetzt, also die Rohfassung habe ich schon geschrieben, aber es ist alles noch in den Sternen, wann es dann auch erscheinen wird. Okay, du hast gesagt, eine griechische Welt mit drei Monden. Sind diese Götter in der Welt auch analog den normalen Pantheon? Oder wie stelle ich mir das vor? Nee, ist gar nicht so. Also es sind eben drei Götter. Ich habe überlegt, welche Aspekte könnte man diese Götter reinsetzen. Und der eine Gott ist eben so hier die Herrschaft und Macht und Gerechtigkeit. Dann ist der zweite Gott ist eher so Handwerk. Und die dritte, das ist eine Göttin, die steht fürs Wissen. Also es ist so wirklich, dieses Pantheon ist jetzt nicht so, so elaboriert und ausgearbeitet, wie es das bei den Griechen war, würde ich sagen. Also das vom griechischen Setting ist eher die Landschaft vor allem geprägt und auch, würde ich sagen, so die Sprache so ein bisschen. Ich habe selber in der Schule Altgriechisch gelernt, deswegen habe ich mich da ein bisschen, kenne ich mich da ein bisschen aus und habe jetzt auch vor ein paar Jahren angefangen, Neugriechisch zu lernen, weil ich fand die Sprache ziemlich interessant und vor allem auch die Sprachentwicklung. Wenn du die Sprache kennst vor 2000 Jahren, wie die vielleicht gesprochen worden ist und du dir dann die Sprache jetzt anschaust, das ist ziemlich interessant, vor allem auch welche Buchstaben sich da verändert haben. Also ganz interessant fand ich, wir kennen ja alle die Bibliothek. Biblios war ein griechisches Wort und das griechische B, das Beta, hat sich inzwischen verwandelt in einen W-Laut. Das heißt also inzwischen heißt das Vivios. Das wäre also die Bibliothek inzwischen. Also solche Aspekte fand ich ganz interessant und dann dachte ich mir, warum das nicht auch mal in einem Buch verarbeiten? Ja, das klingt spannend. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, du nimmst so klassisches Griechenland und bastelst ein paar Götter rein, aber ich sehe, da hast du dir sehr, sehr viele Gedanken mit drumherum noch gemacht. Da bin ich sehr gespannt. Mal ein anderes Stichwort, YouTube. Welchen nützlichen Effekt hast du von YouTube für deine Autorentätigkeit? Weil du hast dir ja irgendwann überlegt, ja, ich setze mich jetzt mal dahin und rede einfach mal darüber.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem als junger Autor, wenn du damit anfängst, ist, dass dich keiner kennt. Die Bücher sind sicher, also von ganz, ganz vielen Autoren, sind nicht schlechter oder wenig schlechter wie andere Bücher. Sie verkaufen sich deshalb oft nicht, weil sie sich halt einfach, es geht keiner in die Buchhandlung und sagt, ich hätte gerne das neue Buch von Dominik Schmeller, wenn er mich nicht kennt. Das funktioniert nicht. Und ich dachte mir, ich brauche jetzt eine Möglichkeit, um den Leuten zumindest irgendwie meinen Namen unterzujubeln, sage ich jetzt mal. Ich wollte jetzt aber nicht so eine Haut-drauf-Methode machen, indem ich hier auf den Messen die ganze Zeit Flyer verteile oder die Leute blöd anquatsche, weil das würde mich selber auch nerven. Und dann habe ich mir überlegt, naja, ich lese ja gerne Bücher und ich lese viele Bücher, warum nicht auch einfach auf YouTube ab und zu mal über die Bücher sprechen? Ich habe von einigen Kollegen dann auch gehört, jetzt gerade in letzter Zeit, das ist ein bisschen verpönt oder viele finden das ein bisschen komisch, wenn jemand Autor ist und dann über Bücher spricht. Kann ich verstehen den Aspekt, aber ich finde, gerade ein Autor kann auch über ein Buch, ich will jetzt nicht urteilen sagen, aber er kann auf jeden Fall die Aspekte, die Hintergründe vielleicht ganz gut beleuchten von dem Buch. Ich bin jetzt nicht so ein Nestbeschmutzer, der dann irgendwie die ganzen Bücher von den Kollegen niedermacht. Auch andersrum nicht. Ich hype die nicht alle und sage, hier, jedes Buch kaufen. Ich versuche einfach so ehrlich wie möglich zu sein. Und bei Büchern, die mir gar nicht gefallen, dann verschweige ich die auch ab und zu mal, weil ich möchte halt auch nicht dem Autoren, selbst wenn ich ihn nicht kenne, irgendwie dann vor den Karren fahren. Das macht man einfach auch nicht. Okay. Du bist... Wann war so der Punkt, wo du dir gesagt hast, ich möchte jetzt gerne Autor werden? Weil ich denke, man liest vorher viel, aber irgendwann sagt man, ich kann doch selber vielleicht was erzählen, was andere interessant finden. Was war da bei dir der ausschlaggebende Punkt? Also ich glaube, das ist vielen Autoren so gegangen. Das war teilweise auch das Rollenspiel mit... das war so mit 10, 12 Jahren, da habe ich DSA für mich entdeckt. Das war damals natürlich noch sehr krude. Ich glaube, das war die zweite Edition oder die dritte Edition kam gerade raus. Aber das hat mich schon fasziniert, weil dort konnte man selber Geschichten erzählen. Und ich habe dann oft auch gemeistert. Das war alles sicherlich nicht so gut, wie man das hätte machen können. Aber es ist auch egal. Es ging um Spaß. Und damals war für mich schon klar, Geschichten erzählen mag ich irgendwie. Das liegt mir. Dann habe ich ein Buch gekauft, wie man einen richtig guten Roman schreibt, heißt es, glaube ich, von James N. Fry. Und das hat mich auch sehr motiviert und sehr geprägt und dachte ich mir, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, einen Roman zu schreiben, dachte ich mir damals. Zumindest wurde es da so suggeriert. Ich habe dann auch so ein paar Geschichten geschrieben, auch mit einem Klassenkameraden zusammen, aber das ist nie wirklich was Ernstes geworden. Wir haben da sogar damals bei Heine angerufen, da waren wir so 14 Jahre alt, haben gesagt, ja, wir schreiben ein Buch, wie wird das veröffentlicht? Da haben die bei Heine gesagt, schickt uns mal ein Exposé. Dann mussten wir erstmal nachschauen, was ist überhaupt ein Exposé? Ich meine, das war damals in den 90er Jahren, da war auch Internet noch nicht so, dass man das einfach so schnell nachschauen konnte. Wir waren da ziemlich blauäugig und heutzutage wünsche ich mir teilweise sogar ein bisschen diese Blauäugigkeit zurück, weil ich, glaube ich, ein Typ bin, der sehr ernst an alles rangeht und immer alles hinterfragt und so weiter. Und ich glaube, wenn man ein bisschen lockerer rangehen würde, würde man vielleicht auch ein bisschen leichter Erfolg haben, weiß ich nicht. Kommt auch viel Glück dazu. So richtig angefangen mit Bücherschreiben habe ich dann vor ungefähr 10 Jahren. Da habe ich mir dann überlegt, okay, wenn du wirklich Autor werden willst, dann mach das auch. Weil irgendwann mit 70 Jahren denkst du dir vielleicht, hätte ich damals mal was draus gemacht. Und ich meine, mehr als dass keiner das Buch liest, es wäre dann das Schlimmste, was passiert. Ne? Du wirst da irgendwie nicht dafür eingesperrt oder so, je nachdem, was du schreibst. Und dann habe ich einfach angefangen, ein Buch zu schreiben. Das Buch kam dann auch bei einem sehr, 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 sehr kleinen Verlag raus. Und das ist genau auch das Buch, was ich vorher erzählt habe, wo ich jetzt die Rechte zurück habe und dass ich jetzt dann nochmal komplett neu umgearbeitet habe, weil das erste Buch, das man schreibt, ist immer so ein bisschen, na, vielleicht noch nicht so optimal. Und mal schauen, was daraus wird. Okay, und zum Abschluss, was hast du noch für einen Büchertipp, unabhängig von deinen Büchern? Also was sagst du, muss man momentan lesen, wenn man sich für Fantasy, Science-Fiction, Fantastik, was auch immer interessiert? Was ist da dein Tipp? Also im Moment bin ich riesen Fan von Robin Hobb. Die Weizsäcker-Saga kommt jetzt gerade neu raus beim Penhaligen. Blanc Valais ist das Verlag. Oder doch Penhaligen, ist auch wurscht. Schaut nach. Ich habe die Weizsäcker-Saga gelesen und lese jetzt gerade die Erbe der Weizsäcker-Saga. Das sind jeweils 3 Bücher. Und man muss Zeit mitbringen, weil die sind teilweise sehr lang. Ich habe damals beim ersten Buch der Weizsäcker-Saga noch gedacht, ja, 500 Seiten, das geht noch. Und die wurden dann immer dicker. Das zweite hatte 900, das dritte hatte irgendwie 1200 Seiten.
Also man muss Zeit mitbringen, aber das lohnt sich, weil diese, also Robin Hood beschreibt diese Welt einfach so unglaublich detailliert. Man hat fast das Gefühl, dass man wirklich das miterlebt, dass man wirklich in dieser Person sitzt und das ganze Leben mit der miterlebt. Das ist ein wahnsinnig intensives Gefühl. Möchte vielleicht der ein oder andere langweilig finden, aber ich finde es einfach nur genial. Okay, dann vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für das Interview. Gerne, danke. So, durch Empfehlung habe ich hier noch zwei Autoren bei mir sitzen. Wer hätte das vermutet? Es ist einmal der Robert Hamberger und der Christopher Dröge. Hallo Robert, hallo Christopher. Stellt euch doch mal vor. Ja, ich bin der Robert Hamberger und zusammen mit Christopher Dröge sind wir Erik Nowak. Wir haben jetzt vor ein, zwei Monaten unseren ersten Roman rausgebracht beim Feder und Schwert Verlag. Und das ist ein Science-Fiction-Roman, also ein Science-Fiction-Abenteuer-Roman mit einem Mystery-Einschlag, sage ich mal. Jo, Christopher. Ja, genau, ich bin Christopher. Ich bin hauptberuflich Journalist, also ich verdiene auch so mein Geld mit Schreiben. Ja, und Oscuridad, also unser gemeinsamer Roman, ist jetzt auch meine erste Romanveröffentlichung. Ich hatte vorher schon ein, zwei Kurzgeschichten, aber das ist halt auch der erste wirkliche Roman. Ja. Okay, ist ein Science-Fiction-Roman. Wie seid ihr denn drauf gekommen, dass ihr diesen Roman schreibt? Und vor allem, wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr den zusammenschreibt? Ja, wir kennen uns schon seit unserem Studium. Da hatten wir uns kennengelernt und unsere, ich sag mal, Begeisterung für Science-Fiction da überhaupt herausgefunden. Also ich hatte schon immer gerne Science-Fiction-Geschichten geschrieben, der Christopher auch. Damals hatte ich das Pen-Paper-Rollenspiel Contact entwickelt, das dann später beim Uhrwerk Verlag rausgekommen ist. Und darüber haben wir uns dann mehr oder weniger auch kennengelernt. Der Christopher hat beim Rollenspiel ein paar Kurzgeschichten geschrieben, die in diversen Erweiterungsbänden gelandet sind. Und irgendwann sind wir dann zu einem Entschluss gekommen, als wir dann schon fest im Arbeitsleben waren, sage ich mal, dass wir zusammen einen Roman schreiben wollen. Und da fiel die Wahl halt auf dieses Universum von Contact. Dann teaset doch mal so ein bisschen an, worum es geht in diesem Roman. Ja, worum geht es? Also wie gesagt, es basiert auf dem Rollenspiel Contact und das Szenario ist dabei so, es spielt auf der Erde in knapp 30 Jahren, also in der nahen Zukunft. Die Welt ist noch durchaus so wiederzuerkennen, wie wir sie kennen. Alles halt ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt kommt es halt aber dazu, dass es in dieser Welt halt Außerirdische gibt, die die Erde regelmäßig besuchen. Und zwar nicht eine Rasse, sondern diverse Alienrassen, die irgendetwas aus irgendeinem Grund an der Erde Interesse gefunden haben. Und jetzt gibt es halt eine geheime Organisation, Contact Omega, halt eine geheime Regierungsorganisation, die halt deren Aufgabe es ist, die Erde vor diesen Aliens zu beschützen. Und wie gesagt, diese Gesellschaft ist halt geheim. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von ihrer Existenz oder von der Existenz der Außerirdischen. Und das ist also das Szenario dahinter. Und die eigentliche Geschichte dreht sich um die namensgebende Oscuridad. Das ist ein Landstrich in Ecuador, in Südamerika, in dem es vor einige Jahre vorher eine Umweltkatastrophe gegeben hat. Der Landstrich ist also komplett verlassen inzwischen. Und da treten auf einmal seltsame Phänomene auf, die den Naturgesetzen widersprechen. Und unsere Hauptfigur ist Jason Blackthorne, ein Kampfpilot der, US Air Force. Der ist auf einem Flugzeugträger vor Südamerika stationiert und bekommt jetzt das Angebot, einen Aufklärungsflug über diese Region zu machen. Er wird freiwillig dafür gemeldet. Und jetzt macht er also einen Aufklärungsflug. Der geht natürlich schief. Er hat eine unheimliche Begegnung im Luftraum über dieser Region. Und sowohl er mit seinem Flugzeug als auch das fremde Flugobjekt stürzen ab. Und jetzt müssen er und der fremde Pilot sich zusammenraufen, um aus diesem Gebiet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht, um halt wieder rauszukommen.
Genau, und als Ergänzung würde ich dann noch dazu sagen, dass unsere Helden dann im Laufe dieser Geschichte herausfinden werden, was es mit dieser Zone, wo diese seltsamen Sachen passieren, auf sich hat. Und das ist dann schon so, ich sag mal, ab dem ersten Drittel des Buches geht es dann richtig los mit der Action. Und Action gibt es genug. Okay, apropos Action, wie ist denn da eure Arbeitsweise? Also ihr schreibt den zusammen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel bei der Filiasson-Saga schreibt einer den einen Kapitän von der Mannschaft und der andere schreibt den anderen Kapitän von der Mannschaft. Bei euch gibt es, wenn ich das verstanden habe, einen Protagonisten. Wie löst ihr das? Wer schreibt was? Ja, also wir haben das so gemacht, dass wir uns nicht auf bestimmte Charaktere festgelegt haben, sondern wirklich jeder von uns das geschrieben hat, was am besten zu ihm passt. Und das kann dann halt auch schon mal der ein oder der andere Charakter sein. Wir haben nicht nur einen Protagonisten, wir haben natürlich noch andere Nebenfiguren, die aus deren Sicht auch erzählt wird. Und wir haben teilweise auch Kapitel zusammengeschrieben, wo wir dann die Texte dann auch aneinander angepasst haben, dass sie dann gut zusammenpassen. Also erstmal haben wir halt sehr viel im Vorhinein geplant. Also wir haben sagen wir 2 Jahre insgesamt dran gearbeitet und 1 Jahr lang haben wir halt wirklich nur am Plot selbst gearbeitet und uns wirklich haarklein bis einzelne Kapitel gesagt haben, das und das soll da und da passieren. Ja, und dann haben wir halt angefangen zu schreiben und währenddessen hat sich unser Plan durchaus noch ein bisschen geändert, aber es war trotzdem gut, ihn vorher gehabt zu haben und dass wir immer den Übersicht hatten, was fehlt noch, das braucht man noch. Und haben uns halt regelmäßig darüber ausgetauscht. Und wie er schon sagt, wir hatten nicht wirklich eine genaue Aufteilung, wer was macht. Aber ganz so tendenziell so alles, was im Regenwald spielt und wenn es ein bisschen mit Zauber, also wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht, das war ich. Und wenn es um Action, Ballerei und Hardware geht, das war seine Aufgabe. So kann man das so ganz grob irgendwie aufteilen. Okay, das hört sich schon mal nach einem guten Plan an. Wie seid ihr denn auf das Pseudonym gekommen? Also auch da werdet ihr euch ja drüber unterhalten haben, was nimmt man da, was nimmt man vielleicht eher nicht? Also wir fanden es ganz schön, wenn wir einen halt ein Pseudonym haben, damit wir nicht unsere Klarnamen beide auf das Cover drauf tun müssen. Und wir haben uns da eins ausgesucht, was möglichst neutral klingt in jeglicher Hinsicht, sage ich mal. Man kann bei Erik Nowak nicht genau sagen, ob er Amerikaner, Deutscher, Tscheche oder sonst irgendwas ist. Und jemand, der überhaupt den Erstkontakt mit diesem Roman hat, der soll auch nicht sofort wissen, dass, aha, das ist ein deutscher Science-Fiction-Roman oder das ist ein amerikanischer Science-Fiction-Roman und so weiter. Also wir versuchen da keinen Etikettenschwindel zu betreiben, aber wirklich erstmal eine gewisse Voreingenommenheit des Lesers komplett zu vermeiden, indem wir diesen neutralen Namen verwenden. Ja, ist eine bescheidene Idee eigentlich, weil ich denke, gerade viele, die zum Beispiel auch hier sind, die finden es ja gerade gut, wenn ihre Namen auf den Cover von ihren eigenen Druckerzeugnissen auch sind. Ja, also ich kriege relativ schnell Texte ins Internet mit irgendwas, aber gedruckt auf Papier finde ich schon spannend, dass er da sagt, wir nehmen dafür ein Pseudonym. Aber okay. Ich habe es jetzt nicht ganz kapiert. Wird es jetzt noch fortgesetzt oder ist das in sich abgeschlossen? Das Buch ist in sich abgeschlossen, so wie es ist. Die Geschichte bietet aber genug und die Welt an sich bietet genug Material für Fortsetzungen. Wir wollen jetzt erstmal sehen, ob es sich lohnt, das fortzusetzen, ob die Leser wirklich mehr haben wollen und das wird sich dann, denke ich mal, auch in den nächsten Monaten und Jahren auch zeigen. Aber ein Plan für eine Fortsetzung ist in Ansätzen, sage ich mal, schon in der Schublade. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Feder und Schwert? Also ich sehe hier auf der BuCon jede Menge Kollegen von euch, die selbst das publizieren irgendwie, das online drucken lassen. Wie kam es jetzt ausgerechnet zu Feder und Schwert? Bei Feder und Schwert haben wir einfach das Exposé eingesendet und ich hoffe, das war jetzt nicht nur deswegen, weil ich ein paar Leute dort bereits kannte, aber das wurde für gut befunden. Mehrere Leute bei Uhrwerk auch haben es sich angesehen, das Exposé, fanden es gut, haben uns dann entschlossen, das zu machen. Das kann unter anderem auch daran liegen, weil Contact, das Rollenspiel, bei Uhrwerk erscheint. Wir haben jetzt beim Marketing von Oscuridad, dem Roman, aber nicht auf das Rollenspiel gepocht. Das heißt, das soll als eigenständiger Science-Fiction-Roman für Leute, die mit Rollenspielen nicht so viel zu tun haben, auch genauso zugänglich sein wie für die Rollenspieler selbst. Okay.
Okay, was habt ihr für Quellen, für Inspirationen, für Autoren, die euch vielleicht beeinflusst haben? Also Inspiration erstmal für den Handlungsort, dass das Ganze in Ecuador spielt, ist dessen geschuldet, dass, als wir gerade damit anfingen, ich aktuell gerade damals in Ecuador war und halt durchs Land gefahren bin und gerade die Gegend um Guayaquil, also so der Handlungsort, mich damals recht beeindruckt hat, weil es eine ziemlich, ich sag mal, heruntergekommene Agrarlandschaft war. Also es Bananenstauden bis zum Horizont, aber alles ein bisschen kaputt und das hatte mich halt zu dieser Zone inspiriert. Und ja, diese, was literarische Vorbilder angeht, dieses Gebiet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht, das dürfte der eine oder andere, der sich ein bisschen auskennt, durchaus wiedererkennen. Das hat es natürlich schon angelehnt an die Zone aus Stalker bzw. Picknick am Wegesrand von den Stungatzki-Brüdern oder auch jetzt ein neueres Beispiel Annihilation von Jeff Vandermeer. Auslöschung, genau. Das hatte mich so fasziniert. So ein klar abgegrenztes regionales Gebiet, in dem halt die Gesetzmäßigkeiten aufgehoben sind. Und das war so die Inspiration, die ich reingebracht habe. Und ja, ansonsten konnten wir natürlich halt bei Contact auf einen reichhaltigen Hintergrund zurückgreifen. Und ja, vielleicht kannst du ja noch. Ja, gerne. Zu den Hauptfiguren will ich noch zwei Sachen sagen, dass die durchaus auch von Comics inspiriert sind, weil das ist der eine ist halt ein draufgängerischer Heldentyp mit einem losen Mundwerk, der mit dieser Situation erstmal völlig überfordert ist und es dann schafft, seinen Mann zu stehen, sage ich mal. Und es gibt auch Figuren, die durchaus besondere Kräfte haben. Das sind also nicht alles normale Menschen. Besondere Kräfte sind ja in den Comics, sage ich mal, oft das Hauptthema. Okay, zum Abschluss. Habt ihr Lesetipps für die Zuhörer, abgesehen von eurem Buch, das ihr natürlich jetzt schon sehr gut angeteasert habt, aber habt ihr irgendwas, was ihr in letzter Zeit oder allgemein gelesen habt und ihr sagt, das müsst ihr unbedingt lesen? Also ich bin gerade total auf dem China Mieville Trip. Da kann ich jetzt auch gar nicht keinen speziellen Roman rausgreifen. Perdido's Street Station und die ganze Basilak Trilogie. Jetzt aktuell lese ich gerade Embassy Town. Also im Moment bin ich gerade in der Phase, wo ich alles von dem lesen muss und gerade nichts anderes lesen kann. Deswegen China Mieville ist für mich gerade was Fantasy angeht und Science Fiction das ist eine Art von Fantasy, für die ich mich auf jeden Fall noch begeistern kann. Warum? Weil es sehr, sehr, sehr kreativ ist. Er hält sich halt nicht damit auf mit Orks und Elben und so weiter, sondern für jedes Buch entwirft er halt eine ganz eigene Welt, die so ihren ganz eigenen Sog hat, in dem man sich so richtig versenken kann und gleichzeitig aber auch sehr durchaus auch düster und dreckig und ja auch so, immer so ein bisschen an sozialen Themen mit rein hat, die sehr, sehr subtil im Hintergrund sind, aber durchaus ja, präsent sind. Und das ist das, was mich daran fasziniert, ja. Also ich kann die Romane aus der Expanse-Reihe von dem Autor, der mir jetzt im Moment tatsächlich leider entfallen ist, das sind zwei Autoren, die schreiben auch unter einem Pseudonym. James Corey höre ich gerade hier von meinem Kollegen. James S.R. Corey sogar. Bedingungslos empfehlen. Also das ist eine sehr lange Reihe mit sehr dicken Büchern, Science-Fiction im Weltraum, wo die Konsistenz der Qualität einfach der Geschichte mich sehr überzeugt hat. Die Charaktere sind gut, spannend, komplex. Die Geschichte geht an Orte, sage ich mal, die sehr interessant sind. Außerdem würde ich auch ein anderes Buch empfehlen aus dem Genre der Weird Science Fiction. Das ist Lagune von Nnedi Okorafor. Das ist eine afrikanische Autorin. Das war auch teilweise auch Inspiration, sage ich mal, für diese seltsame Zone, die wir da beschrieben haben. Da geht es halt um, sage ich mal, Außerirdische, die Dinge Kraft ihrer Gedanken verändern können. Okay, dann danke ich euch, wünsche euch
viel Erfolg mit eurem Buch und bin gespannt, wann das nächste dann kommt. Ja, vielen Dank. Wir haben zu danken. Bis zum nächsten Mal. So, mein tatsächlich letztes Interview für den heutigen Tag führe ich mit Jörg Benne. Hallo Jörg. Hallo. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Fantasy-Autor und habe einige Romane veröffentlicht und heute hier auf dem Bukon mein neues Spielbuch präsentiert, Verax, das Experiment. Spielbücher sind Bücher, die in ganz viele einzelne Abschnitte eingeteilt sind, die nummeriert sind. Und am Ende der meisten Abschnitte wird man dann vor die Wahl gestellt, was man machen will. Will man an einer Kreuzung nach links oder rechts abbiegen? Will man der Frau, die um Hilfe schreit, helfen oder einfach weitergehen? Und je nachdem entwickelt sich die Geschichte in unterschiedliche Richtungen. Also du machst im Prinzip ein Solo-Abenteuer. Könnte man das so umschreiben, wenn man aus dem Rollenspielbereich kommt? Genau, man könnte das so beschreiben, wobei die Regeln halt komplett integriert sind ins Buch. Und Verax sich jetzt darauf beschränkt, die Regeln möglichst gering zu halten. Man erschafft zum Beispiel am Anfang keinen eigenen Charakter, sondern es gibt zwei vorgegebene. Der Fokus liegt bei Verax darin, dass die Geschichte extrem wandelbar ist. Von den 700 Abschnitten liest man nur so 100 bis 120 in einem Durchgang, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, wie es hätte ausgehen können und wo man noch hätte hingehen können und wen man noch hätte treffen können, dass man es halt 4, 5, 6, 7 Mal spielen kann. Okay, und grob kannst du sagen, um was es geht? Es geht um ein Schmugglerraumschiff, landet auf einer Station, notgedrungen, nachdem sie in einem Gefecht das Schiff schwer beschädigt wurde. Die Station hat wohl auch irgendwelche Probleme, die hat vorher nicht auf Funksprüche reagiert, aber da in der Nähe nichts anderes ist, muss man halt da notlanden. Die Landung geht ziemlich schief, nur der Spielcharakter und ein anderes Crewmitglied überleben. Ja, man muss halt herausfinden, was auf der Station passiert ist und irgendwie da wieder runterkommen. Okay, und woher hast du deine Inspirationen? Also die grundsätzliche Idee kam daher, das war eigentlich ganz witzig, auf der Spielemesse in Essen kam ein Interessent an den Stand und wollte ein Spielbuch haben, interessierte sich aber nicht für Fantasy. Und tatsächlich hatte der Manticore Verlag damals ausschließlich Fantasy-Spielbücher. Irgendwie ist das in dem Genre, also im Spielbuch einfach sind Fantasy einfach am häufigsten. Und er wollte halt Science-Fiction haben und meinte, ja, dann kommen wir halt nicht zusammen. Und dann sprach ich den Verleger an, lass uns doch mal darüber nachdenken. Und er meinte, ja, mach doch. Und die Grundidee mit der Station, also ursprünglich hatte ich eine andere Idee, dass das mehr so im Biotech-Sektor spielt. Und das mit der Station bot sich dann irgendwann an, weil ich halt auch ein bisschen mit Raumschiffen und so noch mit drin haben wollte, damit auch die Sci-Fi-Fans, die jetzt Star Wars oder Star Trek mögen, sich da ein bisschen mehr angesprochen fühlen. Und dann habe ich es einfach mal so auf mich zukommen lassen. Okay, und wie kam jetzt Manticore jetzt ausgerechnet auf dich als Autor? Das ist schon vorher passiert, weil meine Fantasy-Romane, die ich davor veröffentlicht habe, schon bei Manticore erschienen sind. Und deswegen war ich halt bei der besagten Spielemesse da am Stand, um meine Fantasy-Romane auch vorzustellen und habe halt auch geholfen bei den Spielbüchern. Und ja, dann kam es wie eben geschildert. Aha, was hast du denn sonst noch so geschrieben? Also ich habe insgesamt jetzt 6 Romane veröffentlicht. 5 spielen in einer Fantasy-Welt, sind aber in sich abgeschlossen. Es gibt eine Trilogie, das Schicksal der Paladine, die ist mehr so für Jugendliche. Und 2 Einzelromane, die sich vor allem an Rollenspieler richten, die Stunde der Helden und Dämonengrab. Und dazu noch ein Kinderbuch, das hat der Verlag dann allerdings nach einiger Zeit, also nicht der Manticore Verlag, ein anderer, dann mir die Rechte wieder zurückgegeben. Das habe ich jetzt als Self-Publisher nochmal veröffentlicht. Okay, und wenn man was von dir finden will, wo findet man dich im Internet? Also ich habe eine Facebook-Seite unter Jörg Benne Autor. Ich habe auch unter jörgbenne.de mit OE findet man mich oder beim Manticore Verlag oder man kann auch bei Amazon einfach nach meinem Namen suchen. Da findet man auch eine Autorenseite mit allen Titeln. Ja, sollte kein Problem sein. Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, du willst anfangen, Bücher zu schreiben? Das fing an in der Grundschule schon. Ich habe irgendwann mal einen Aufsatz geschrieben, den meine Deutschlehrerin so toll fand in der 3. Klasse, dass sie den vor der Klasse vorgetragen hat.
Ja, und das war halt so ein, boah, ne, alle hören zu, was ich geschrieben habe. Und das wollte ich dann nochmal machen. Dann habe ich angefangen, damals, ne, 80er Jahre, da habe ich so Pumuckl-Geschichten geschrieben. Das war halt damals in der Grundschule gerade in. Dann wurden die auch vorgetragen. Ja, und so bin ich dann erstmal dabei geblieben, habe dann im Jugendalter eher Computerspiel-Hintergrundgeschichten geschrieben. Daraus ist dann allerdings aus den Spielen nie was geworden. Und bin dann halt später dann nach dem Studium wieder in die Richtung Romane gegangen, hat dann eine Weile gedauert, bis man mal einen Verlag findet und so weiter. Aber ja, jetzt bin ich seit 6 Jahren als Verlagsautor, Kleinverlagsautor unterwegs. Sehr gut. Hast du denn unabhängig von deinen Büchern Tipps, was man unbedingt jetzt gelesen haben sollte aus dem Bereich Fantastik? Also ich bin ein großer Fan von Joe Abercrombie. Der hat zum Beispiel die Klingsaga geschrieben und jetzt neu, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Titel, aber generell die Titel von Joe Abercrombie. Und was ich auch sehr gerne gelesen habe, viele kennen ja sicher das Videospiel The Witcher, und die Romanvorlagen dafür finde ich auch grandios. Also diese Dark Fantasy mit, ja, ohne Schwarz und Weiß, sondern mehr alles ist grau, das hat es mir besonders angetan. Und für die Comic-Fans unter euch, die jetzt sagen, ja, Spielbücher, ich bin ja nicht so der Leser, ich mag lieber Comics. Es gibt übrigens auch Spielbuch-Comics aus dem Panini-Verlag, unter anderem schon Sherlock Holmes. Die sollen auch sehr gut sein. Hatte ich jetzt noch nicht vor mir, aber vielleicht ist das ja mal ein Blick wert. Sehr gute Tipps. Hast du noch irgendwas, was du den Lesern bzw. Zuhörern sagen möchtest? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal Lust hättet, ein Spielbuch auszuprobieren. Muss gar nicht unbedingt meins sein. Denn es ist eine tolle Sache, um auch so zwischendurch in der Bahn oder im Bus kann man locker mal 2, 3 Abschnitte lesen und dann sich überlegen, wie man weitermachen will, wenn man dann das nächste Mal Zeit hat. Also für alle, die sagen, so 500 Seitenwälzer sind nichts für mich, die Spielbücher sind zwar auch dick, aber weil man die so schön abschnittsweise lesen kann, super was für zwischendurch. Gebt ihnen mal eine Chance. Vorhin hast du das Stichwort gebracht, Amazon kann man dich auch finden. Gibt es das Ganze auch in elektronisch und funktioniert es dann auch so, dass ich da die Seiten direkt anwählen könnte? Es gibt einige Spielbücher vom Manticore Verlag auch als E-Book und dann kann man tatsächlich direkt auf die Nummer klicken und landet dann irgendwo. Der Haken ist aber, man muss ja so ein Charakterblatt führen. Und bei Verax und bei anderen Spielbüchern, da gibt es auch noch Rätsel, wo man auch im Buch rummalen müsste. Man müsste also dann ständig mit neben seinem E-Reader noch 5, 6 Seiten Papier mit sich rumschleppen und einen Stift und einen Würfel, oder man braucht eine Würfel-App. Deswegen haben wir jetzt bei Verax und bei 2, 3 anderen Büchern gesagt, da machen wir kein E-Book, weil wer will schon mit seinem Reader dann noch mit 20 Seiten Papier rumlaufen, dann kann man es lieber leicht das Buch kaufen. Okay, vielen Dank für das Interview. Ja, ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich deinen Hörern vorzustellen. Immer wieder gerne. Ja, liebe Hörer, nicht wundern, wenn hier gleich die Gesangsanlage losgeht. Es ist nämlich so, dass ich dann noch zum Abschluss bei der Veranstaltung von Bernhard Hennen und Robert Corvus war, wo sie eine Lesung zur Phileasson-Saga gemacht haben. Das ist im Prinzip eine 12-teilige Romanreihe, Fantasy, in Richtung eines alten DSA-Abenteuers, also das Schwarze Auge, was Bernhard Hennen vor 20, 25 Jahren mal geschrieben hat. Und das veröffentlichen sie sich jetzt als sehr erfolgreiche Fantasy-Reihe. Und Tradition ist es bei diesen Lesungen zum Schluss, dass der Robert Corvus mit dem Publikum einen Torwaler-Chor bildet. Die Torwaler sind sowas wie die Wikinger. Und wie sich das anhört, also laut, aber nicht unbedingt schön, nichtsdestotrotz aber der literarische Höhepunkt, das könnt ihr euch hier anhören. Viel Spaß damit. Bei diesem Lied ist es darüber hinaus noch so, wenn also ein kölsches Gefühl Sie bekommen sollte und Sie möchten funkeln. Ich gebe noch mal ein A vor, damit wir auch alle auf den gleichen Ton starten. Diese Erde ist ein stolzes Schiff. Kein Sturm und auch kein hartes Licht. Hier in Luft gebrochen hat, Eiche aus Torwald, sein Stadt, das Drachenloch schaut stets voll Sturz, das Drachenloch.
la 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 la. So, nun sitze ich am Morgen nach dem Bukommen in der Küche, trinke meinen morgendlichen Kaffee und versuche mal die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, die ich dort hatte. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Veranstaltung. Es war ja meine erste, sage ich mal, Fantasy, Science Fiction, Fantastik Buchmesse in dem Bereich. Natürlich war ich schon vor Jahren auch mit Steffen damals zusammen auf der normalen Buchmesse, aber das habe ich mir seit einigen Jahren verkniffen. Einerseits ist es da so, dass mir der Fachbereich für den Comic weggefallen ist. Also es sind nur noch vereinzelt Verlage da und die Faszination Comic, die es vorher auf der richtigen Buchmesse gab, die ist nicht mehr da. Andererseits war es mir schon vor Jahren so, dass an den Besuchertagen es so voll ist in Frankfurt dann. Ich meine, klar, es ist die größte Buchmesse der Welt, müssen wir nichts zu sagen, dass du dich einfach nur durch die Gänge schiebst. Und da, wie gesagt, habe ich jetzt keine Lust dazu. Das ist nicht die Atmosphäre, in denen ich Bücher konsumieren möchte beziehungsweise mich informieren möchte darüber. Wie es in Dreieich ist, das ist aber genau die Atmosphäre, wie ich mich darüber informieren will. Also ich gehe da ja relativ unbeleckt dran. Klar, ich kenne die großen Namen aus der Szene wie Hennen, Corvus, Meyer etc., die kennt man natürlich, das ist gar keine Frage. Aber ich habe erlebt, dass da sehr, sehr viele kleinere Verlage auch sind, sehr viele Selbstpublisher auch Stände betreiben und dass das ein schönes, großes Miteinander von den Leuten einfach auch ist. Ich kannte es jetzt nicht so wie, keine Ahnung, in Erlangen, in München und sage, hey, das ist ja der wieder und bin erstmal lange beschäftigt. Aber trotzdem durch die verschiedenen Gespräche, die ich geführt habe, hat es dann zu weiteren Gesprächen einfach mit anderen Leuten geführt, weil ich gesagt habe, hier, wen könnt ihr noch empfehlen, wer hätte Interesse und so weiter und so fort. Und so war ich dann doch direkt mal den ganzen Tag beschäftigt. Große Stärke vom Bukommen ist neben der schönen Präsentation ist natürlich auch noch die ganzen Panels, die laufen. Also sind parallel 8 Panels, wo für jedermann was dabei ist. Vorher kann man sich im Internet recht gut informieren, was da genau läuft. Da gibt es wie so eine Tabelle, wo man einfach draufklickt und dann sieht, in welche Richtung ist Science Fiction, ist Fantasy, ist es Dark Fantasy, was auch immer. Und eine kleine Autorenbiografie ist dann dabei und da kann man sich sehr gut informieren. Für mich war es allerdings das auch eine gewisse Schwierigkeit, weil es wirklich 8 Veranstaltungen sind und es meistens immer 2 bis 3 Sachen mindestens waren, die mich interessiert hätten. Und ich kenne es, wie gesagt, aus Erlangen zum Beispiel, da gibt es immer die ein oder andere Webseite, die das Ganze aufzeichnet. Das habe ich jetzt da nicht wahrgenommen, dass da sehr viele Aufzeichnungen von den Panels gab. Das heißt, ich kann das jetzt leider auch nicht nachholen. Das finde ich etwas schade. Und wir haben jetzt zumindest 2 Lesungen aufgezeichnet. Und ich hoffe, das sind vielleicht Sachen, die euch auch gefallen. Das wäre mein einziger Kritikpunkt, den ich wirklich an der Veranstaltung habe, dass da wenig dokumentiert wird von den einzelnen Lesungen. Es sind natürlich auch sehr viele, gar keine Frage. Also man ist schwierig, 8 Kameras jede Stunde lang zu betreiben. Aber es sind so viele sehenswerte Sachen, die ich verpasst habe, das ist echt ein bisschen schade. Eine Alternative wäre es, natürlich noch das Ganze 2-tägig zu machen. Aber klar, ich meine, das muss sich für die Beteiligten natürlich dann auch lohnen. Ich weiß nicht. Unterschied zu sonstigen Comic-Veranstaltungen, wo ich bin, ist es tatsächlich so, dass ich weniger gekauft habe. Also ich habe mir tatsächlich nur 2 Bücher gekauft. Einmal von den Lucian, mit dem ich ja gesprochen habe, und auch von dem Dominik. Das waren aber beides Sachen, mit denen ich mich vorher schon beschäftigt hatte. Für mich ist es halt, es reicht mir beim Buch natürlich nicht, dass mir jemand sympathisch ist, sondern ich muss da wirklich reinlesen und da brauche ich tatsächlich erstmal so eine Leseprobe, bevor ich da sage, jawohl, das packe ich mir auf den Stapel meiner ungelesenen Bücher, der
Ja, ich will nicht sagen, so hoch ist wie der der ungelesenen Comics, aber das ist auch ziemlich hoch. Und ich muss da wirklich reinlesen, um zu sehen, ob mir der Stil und die Diktion von jemandem, der schreibt, gefällt. Ja, das ist jetzt bei Comics ist es anders. Bei Comics ist es tatsächlich so, dass da bei mir auch viel optisch geht, dass ich sage, hey, das sind coole Zeichnungen und die Geschichte wird dann schon irgendwie gut sein, aber tatsächlich hier ist es wirklich so ein Ding, wo ich reinlesen muss. Ne? Das ist ganz klar. Aber ich habe mir schon auf Twitter und anderswo diverse Sachen markiert, wo ich demnächst mich mal näher mit beschäftigen werde. Und dann werde ich da doch wahrscheinlich, wie es so kommen muss, einiges nachkaufen. Was mir sehr gut gefallen hat, waren auch wie einfach das mit den Signiersachen geht. Also es sind tatsächlich, hatte ich einfach mal auf Verdacht 10 meiner Bücher, die ich im letzten Jahr so durchgearbeitet habe, von Autoren, die dort waren, speziell halt Corvus und Hennen dabei. Und ich kam dann mal mit 2 an und habe dann aber gesehen, dass viele andere dann wirklich doch stapelweise die Bücher dabei hatten. Und das war überhaupt kein Problem. Die haben sich gefreut, dass man ihre Werke so großartig dabei hat und haben sich auch gefreut, das zu signieren. Man sollte natürlich dann nicht hingehen, wenn gerade der riesige Andrang ist. Ich meine, die wollen natürlich auch neue Sachen verkaufen, gar keine Frage. Aber das war alles problemlos möglich und ich freue mich immer, wenn ein Buch so eine persönliche Widmung dann dabei hat. Das ist eine schöne Sache. Ja. Insgesamt sehr, sehr entspannt die Veranstaltung, sehr schöne Location dafür auch, dadurch, dass alles nah beieinander ist und auch die ganzen Panels immer nur so 1-200 Meter vielleicht maximal auseinander liegen können, das ist schon eine wunderbare Sache und es sind auch sehr entspannt. Ich habe auch die jeweiligen Preisverleihungen mir angeguckt. Das ist natürlich mega entspannt halt, ne? Also man geht in den Hauptsaal auf die Bühne und dann wird es mal kurz vorgetragen. Also im Vergleich jetzt zu anderen Veranstaltungen, wo es dann tatsächlich eine Gala gibt oder sowas, ist es auch sehr, sehr entspannt. Aber ich glaube, dass es da vielleicht auch so ein bisschen szeneimmanent, dass man da vielleicht ein bisschen entspannter an die ganze Geschichte rangeht. Auch das wieder, wie gesagt, ein großer Pluspunkt. Und freue mich auf jeden Fall. Danke allen, die mit denen ich mich unterhalten durfte, die mir noch weitere Gesprächspartner quasi angepriesen haben. Das war, denke ich mal, ein sehr schöner Überblick, was es alles gibt. Das Einzige, was ich halt wirklich bedauere, ich hätte halt noch einen Tag mehr gebraucht, um noch mehr zu erforschen, um noch mehr an Ständen unterwegs zu sein, um noch mehr Gespräche zu führen. Aber gucken wir mal, dafür ist die Veranstaltung ja jedes Jahr und ich freue mich vielleicht, wenn es passt, dann im nächsten Jahr dort wieder zu sein. An der gleichen Stelle in Dreieich-Sprendlingen ist im November auch noch die Dreieich-Con. Das ist primär eine Rollenspiel-Convention. Wie der Philipp von Nerds gegen Stefan mir verraten hat, ist die zweitgrößte in Deutschland. Aber auch da werden diverse Buchverlage da sein, es werden Autoren sein. Und ja, gucken wir mal, wenn es passt, werde auch ich da sein und mich auch da mal ein bisschen inspirieren lassen. Und sagt einfach mal Bescheid. Ist das ein Thema, was euch auch interessiert, die ihr Comic-Cookies hört? Oder sagt ihr, wir wollen rein nur Comics und vielleicht noch einen Film oder sowas? Oder ist es was, wo ihr vielleicht auch weiterhin Interesse habt, da was zu hören? Postet in die Kommentare, schreibt uns auf Twitter, Facebook, uns erreicht alles. Ja? Ansonsten sage ich mal für heute adios. Die Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!